Peter, kommst du jetzt aus der Küche? Wir sind live. Was hast du schon wieder mit der Anlage gemacht? Wie, was habe ich mit der Anlage gemacht? Wir sind jetzt gleich live. Ich Kommst komme, du? lass mich nur anziehen. Ich komme aus der Ja, Küche es und ist jetzt für hab OnlyFans oder den. nicht? Ja, wir machen OnlyFans. Ach so. Ja, scheiße, ich habe die falsche Unterwäsche an. Wie läuft Unterwäsche an? Ach so. Ach, machen wir das heute mit der Sprühsahne? Hast du denn die Latex-Bettwäsche drauf getan? Ja. Ja, dann beeil dich bitte. Oh, wir sind schon live, Cherie. Nein, jetzt schon. Ich habe gesagt, warte, Ich, schwarzer Bildschirm ist ja, geil. ich Die weiß, Leute aber feiern schwarzen Bildschirm. ja, Das ich, ist ja, aber du kommst ja nicht aus der Küche. ich komme in der Tat nicht. Ja, jetzt sieh mal zu, dass du aus der Küche kommst. Auf die Küche. Ich mache auch mit dir den Ja, ich Espresso. weiß nicht, was das so lange dauert, einen Espresso zu machen, auf zwei Knöpfe zu drücken. Leute, ich mache derweil schon mal alles an. Der Peter ist noch in der Küche. Ja. Tokio, ich muss jetzt nach Tokio reisen, um diesen Tokio Espresso zu machen. Ich danke dir sehr dafür. So, wir sind wieder da. Guten Abend. Rück doch mal. Wie rückt doch Ja, mal? so ehrlich, Mann, ich habe auch keinen Platz. Guck mal, Was ich kann ich denn hab dafür, dass du so oft zu McDonald's so ein fährst? hartes Teil zwischen meinen Beinen jetzt. Ja, das Stuhlbein. War das jetzt OnlyFans oder doch nicht? Ach so, sorry. Wer hier, Ach so, Stuhlbein das meine ich. Stuhlbein. Prost, guten Prost, Abend. guten Guten Abend, Abend, hallo, schön, dass du da Cheerio. bist. Ja, Ja, Dito, ich habe es toll. geschafft Ja, nach wirklich toll. gestern. Guten Abend, Sascha. Hallo, du Infernale. Geil. So, wir machen jetzt erstmal, begrüßen wir hier alle den Manfred. Die Marcella möchte auch einen Espresso. Bekommt sie bei mir sowieso immer. Guten Abend. Guten Abend nochmal, Guck mal Sascha. hier. Ach, Ja, komm, da Scheiße. kannst du ja nicht. Ja, ihr wisst ja, wir wollten ja eigentlich gestern streamen. Hallo Luca, aber das gestern war sowieso ein Tag zum Vergessen. Wollten wir den Stream bei mir machen. Das ging aber nicht, weil ich habe seit gestern kein Internet mehr. Und dann stand ich ja auf der Autobahn ein paar Stunden. Und das Karma. war Also Karma. böse Zungen behaupten. Karma, ich bitte dich. Wieso bist du Hersteller von einer Schallplattenwaschmaschine oder sowas? Ich entwickle eine. Für unter 500 €. Ja, ich bin dabei. Mit 41 Hertz. Und eine Abschaltung, wann schaltet sich die automatisch ab? Die Wassertemperatur? Bei 32 Grad schon. Aber meine bei 32. 32 Ja. schon. Du hast du keine Maus? Nee, Das, aber hast du auch eine? ja, wo steckst du die dann In rein? das USB-Ding. Hast du normales so ein großes, hast du ein großes noch? Ja, Ja. der Laptop ist schon 6 Jahre alt. Wo ist denn Da an der Seite. diese? Bringe ich denn eine Maus? Ja, Schatz. Gehst du Ja. dafür auch wieder in die Küche? Nee, ich gehe in den Keller. Hello, John Moreno. Welcome. Hope you're doing good. Hope you're doing good. Good afternoon aus Denmark. New sounds and old. Thanks for joining. Das Imperium schlägt zurück. Ja, aber dann war das gestern. Hat es aber echt zurückgeschlagen. Also so viel Dings brauche ich nicht nochmal. Und ich wollte aus dem Auto streamen, aber Peter wollte nicht. Und ich hätte ja dann noch ein Ja, bisschen. Ja, ich hätte auf das gemacht. mich. Komm Ja, hier, ich hätte guck das gemacht. mal. Extra von meiner Frau vom Homeoffice. Kann deine Frau jetzt kein Homeoffice? Nee, meine Frau kann jetzt kein Homeoffice. Freitagabend sowieso, die ist Finanzbeamtin. Ach, da sind die, haben die ja schon seit 12 frei, ne? Ja, freitags gar nicht. Freitags gar nicht. Freitags ist sie nie da. Freitag, oh, das ist, war jetzt nicht gewollt. Tut mir leid, Ist meine nicht Hand. schlimm, ich Ich hatte war. kurz Gänsehaut. Ich so kurz. Okay. So. Gänsehaut ist so Trümmer. Ich hatte heute schon mal Ja, Gänsehaut. ich Soll ich war, das ich, mal so? nein, nein, ich Nein. weiß. Oh, die hatte Gänsehaut. Die habe ich angerufen und hatte Gänsehaut. Ja, ich würde es so gerne, ich würde es so gerne mal berichten. Genau. Nur in 45 und mit 41 Hertz. Und bei 32 Grad schaltet die ab. Ganz klar. Ja, Staudisco war angesagt, ja. Und ich hatte wirklich viel Spaß, weil sich hinter mir dann noch zwei gekloppt haben. Das war schwierig für uns. Hi Thorsten, Ja, Thorsten ist auch Lotte. da. Hast du auch schon einen guten Abend gesagt? Ja, ich meine schon, aber ich sag's nochmal, guten Abend, Thorsten. Guten Abend. Da hat sich die Platte, die ich ihm empfohlen habe, signieren lassen und aus den USA schicken lassen. Welche? Die Sabak. Die, Okay. ja, total geil. Ich dachte schon, warum habe ich die nicht signiert? Hat die signiert?
Der Sack. Ja, hat er die dann extra bestellt, Ja, als er die hat er hätte? extra geschrieben. Okay. Guck mal, Planet auf Blatt. Er sagt, heute crashen wir den. Um 20 Uhr fangen die an. Ja, also wir bis haben ja, 20 Uhr müssen wir machen. Das schaffen wir. Ja. Wir haben ja extra kleine Gin Tonics. Ihr habt es gesehen, wir halten uns heute ein bisschen zurück. Du hast einen Gin Tonic, ich trinke Wasser mit Eis. Natürlich. Nach wie vor. Und ich darf nicht berichten, warum ich heute Gänsehaut hatte. Nee, besser nicht. Ne? Das nimmt so ein bisschen... Ja, nee, würde ich nicht machen. Das gibt einen Shitstorm Deluxe. Wird es auch geben, ich fürchte es auch. Gibt es Neues im Plattenladen? Ja, ja. Gibt es. Zeig doch mal, was du hast. Also, generell war letzte Woche schon ein bisschen was da. Und für morgen kommt... Oh ja. Ja, da ist ja gar nicht aufgelegt. Ich konnte mir überhaupt gar keinen Eindruck machen. Dann lass er erst mal raus. Ich lasse dich erst mal raus. Wenn man einen Plattenladenbesitzer kennt, ne? So. Was kommt morgen? Also da war letztes Mal schon viel. Es kommt dieses Album. Finde ich sensationell. Haben wir gerade gehört? Ist echt gut. Ja, ist wirklich gut. So, was ist das? Ein Soul Funky? Ja, ich würde es auch so ein bisschen launchig sagen. Ja, aber sehr, sehr geil. Sehr, sehr jazz-launchig. Also schön. Geht das nicht? Weil immer wieder gern genommen, natürlich Van Morrison. Ist ja klar. Dann kommt sowas, so komisches Zeug, so Rothändle. Präsentiert Händel und andere Komponisten im Art Paul Sound. Hast du ihn mal gehört? Nein. Nein? Nein, was ist Art Paul Sound? Was ist der Art Paul Sound? Erklärt uns mal, was die Art Paul Sound ist. Die Mensa ist ab Samstag im Laden. Erklär mal ein bisschen was zu der Platte. Das ist eine tolle Platte. Und ja, ist ein Inlay drin. Selten und da ist ein Inlay drin. So, dann zeig mir mal das Inlay. Grease war schon wieder ausverkauft, davon könnte ich nicht genug haben. Aber du hast jetzt die Mensa und preist die hier super geil an, du kannst mir gar nichts dazu sagen. Das ist super Musik. Singer-Songwriter, ja. Recht rar das Ganze, das letzte Album von irgendjemandem, von den Typen da. Das kommt. Ja, super. Hier Bushido, guck mal, Bushido kommt in den Laden. The Sounds of Nakajima, Bushido. Was kommt noch? John Fogerty. Oh, John Fogerty. John Fogerty. Dann haben wir irgendein Elektronikkram. Dann haben wir noch irgendein Elektronikkram. Ich habe letzte Woche allerdings auch schon viel nachgelegt. Graham Parker. Mhm. Kennst du Graham Parker? Nee. Name sagt mir irgendwas. Ein also, ihr merkt, ihr seid hier natürlich. Voll unter Profis. Mega. Und Spezialisten. Klappen sind mein Leben. Cellophane Symphonie. Weiß nicht, ich habe da extra so ein verrücktes Zeug rausgesucht. Das weißt du ja gar nicht, du hörst das. Das ist mega. Das ist super Album. Aha. Mhm. Boah. Hat aber ein Cutout, ne? Hat ein Cutout. Also ich kenne einen Kunden, der das nicht haben möchte. Ja, und ich habe ihn laut Peter verkauft. Ja. Nicht laut mir, du hast ihn quasi aus dem Laden geekelt mit deinen Geschichten. Ich habe doch, was habe ich? Ich habe ihm ganz sachdienlich erklärt, was es ist. Hasch. Und Quarz. Sonst zu mehr kam ich nicht die Woche. Ja, aber es sind auch schöne Sachen. Ja, und letzte Woche kamen ja auch schon viele rein. Das stimmt. Rothändler habe ich früher, ja, ich nicht, aber ich habe davon gehört, ohne Filter von Rothändler. Hast du da schon alles gezeigt? Wegen der Besser. Baldale. Mhm. Er hat jetzt wieder andere Boxen. Also meine. Seine Boxen. Meine. Das war besser. Ja, war besser. Keine Gänsehaut, aber war gut. Ja. William, kennst du William Smokey? Smokey Robinson, ja. Kennen wir. Kennen wir. Kennen wir hier. Zillophan Zillophan ist doch Tommy James. Genau. Da hinten steht irgendwas von den Chandelles drauf. Guck mal, hier Luca dachte, hier. Ja, nee, also das ist ja, A hat sie es verboten bekommen und je darüber zu sprechen. Auch in naher Zukunft, wenn hier so wahnsinnig viel passiert, ja, worauf du dich ja aufreust, darfst du aber niemanden beraten. Hm. Hm. Also es werden große Dinge passieren. Große, schwere Dinge. Groß, vor allen Dingen schwer. Vor allen Dingen schwer. Sehr schwer. Die Entscheidung ist gefallen. Also, ja, ich denke schon. Ja. Ich denke schon. Aber dank dir. Dank mir? Ja, dank dir. Dank mir ist du hast einen richtigen Push gegeben und meine Entscheidung für meinen neuen Plattenspieler ist gefallen. Und es wird sehr, also das wird phänomenal. Nein.
Ist sie Die nicht? haben wir gar nicht gehört. Ja, die Verzerrung kannst du dir bis hier anhören. Die haben wir gar nicht gehört. Die müssen wir Das ist nachher, werden wir sie kurz gruselig. auflegen, weil ich kenne sie nicht. Genau. Joe Beck war eher so Fusion, aber sehr entspanntes Fusion. Ja, also Great Record, John. Also Great Record John. Ja. Achso, das ist Highly Ho recommended. nee, nicht José. Nee, es ist John. Aber der José heißt auch Moreno, oder? Ja, aber Ja. das ist Also das ist John. John. Hi Ja. John. Hi, John. Hi John. Hi, John. Da wird es Einstein, zwei Warum sogar. wird es denn kein Einstein? Zwei werden es, nämlich für Schlafzimmer und für unten. Ja, Ah. nein, ich musste mich entscheiden, einfach so die nächsten Jahre was zu essen zu haben oder einen Plattenspieler. Ja, ist doch der Plattenspieler dann. Klar, aber meine Kinder haben rebelliert. Nein, Warum? Einstein, weiß ich nicht, ob der jetzt so gut ist. Ich finde ihn einfach. Nein, es ist einfach nicht in meiner Liga. Das war nicht erreichbar. Ganz klar. Ja, aber du hast also eine Nein. Hammer, also auch sehr schön, muss ich sagen. Sehr schön und Hammer. Ja, Ja, es also ist mir also gefällt. unfassbar schön. Und es ist was aus dem Video geworden, das kann ich sagen. Es ist etwas aus meinem Video geworden, welches ich dazu gemacht habe. Das stimmt. Einstein kann ich mir nicht leisten. Das ist Ja, aber richtig. das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Aber die Hälfte vom Einstein konnte ich mir leisten. Ja, Das ist ja also auch das, gut. und ich muss sagen, also designtechnisch und so ist das Ding, Ja, ist schon geil. ah, es ist schon Aber wirklich. dank dir und dank Sascha. Hier, Sascha Ja. Kehren. Ja, ich musste dich ja dann nur ermutigen, das Schubsen. richtige Modell zu wählen. Ja, das hast du recht. Wo ist der Sascha? Sascha, wo bist du? Ohne dich gäbe es bei mir. Ja, das ist schön, dass du das hören willst und nicht immer von dir auf andere schließen. Wir. Aber nein. Nein, das dauert noch ein bisschen. Ich habe ihn ja noch nicht. Der wird quasi gebaut. Der wird für dich gebaut. Der wird für mich jetzt fertig gemacht. Der wird fertig. Der Wann bekommt wirst du ihn denn? Inspektion. Ja, das dann. Zahnriemen, Ölwechsel und so Sachen. So, ja, klar. Und wann wirst du den kriegen? Ja, schauen Ja. wir Wirst du darauf auch die Soul Will hören? Nein, nein, dafür wäre mir die Nadel zu schade. Oh, okay. Also Ja, wir werden die also Soul es ist Will keine nachher teure hören. Nadel, aber ich habe da auch Empfehlungen gehört. Und Sascha weiß, wovon ich rede. Das ist, glaube ich, der Einzige. Und du, die wissen, was kommt. Also belästigt Sascha jetzt nicht, aber er ist eigentlich schuld. Mega, mega. Und was für ein Kontakt da zustande kam, also Hammer. Ja. Ja, hör mal, wo der Hammer hängt, ne? Ja, das ist aber auch noch ein schöner, also nicht ein Hammer, sondern ein schöner Es ist Hammer. ein schöner Matze, Hammer, hast du das vollkommen ist recht, es ist ein ein schöner schöner Hammer. Hammer. Ich, ja, Ja. also. Ja, Gänsehaut? Nee, also von Nein, heute, okay. ja, also ich darf ja nicht drüber sprechen. Lego? Nee, das wird zusammen. Ich Ich weiß glaube, er es. meinte Ikea. Xerxes. Ja, das war eine Option auch kurzfristig von Kleinanzeigen. Da gibt es einen für 4 Watt oder 6 Watt, 5 Watt. Ich hätte ihn super haben können, aber nee. Der Verkäufer war Gott sei Dank so ehrlich und hat gesagt, das Ding ist mit dem EMT eigentlich recht bassfreudig. Und das wollte ich nicht. Okay. Also habe ich so einen langweiligen, da dreht sich was drauf. Und Ja. das war's. Ja. So, ein Tonarm Ja, fertig. dann kriegst du ja, also ich krieg ja vielleicht auch bald eine neue Komponente. Ehrlich? Ja. Ist das die für Gänsehaut sorgt? Ja. Oh. Also ich denke sehr stark darüber nach, mir auch ein neues Teil zu holen. Das wird sehr überraschend, Das glaube wird, ich. ich glaube, das wird sehr Das überraschend. wird maximal überraschend, aber was soll ich sagen? Es hat mich wirklich sehr bewegt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so Gern geschehen. gut wird. Nein, Ja, wirklich gern geschehen. Das doch. höre ich ganz oft. Ja, also Hätte ich das, auch. also ich, ja, ich könnte, aber ja. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass es so gut wird. Ja, ich auch nicht. Gerade wenn es von dir kommt. Manfred, nicht von Trinilope, sondern das ist der Silverhammer von Maxwell. Maxwell? Hast du gesagt? Beatles? Ja, Silverhammer? meine ich. Heißt der Typ Maxwell aus dem Beatles-Song? Sag doch mal. Weiß ich jetzt. Der Chat soll das sagen. Der Chat, dann Dann laut läuft noch MC. MC Hammer bei Peter Kentucky. Hast du eigentlich eine MC Hammer-Platte? Nee, die sind schnell weg Ah, im Laden. Aber ja. meist, ich hatte nur Singles, also Maxis. Ja. Ach 12-Inch so, oder 7? und Planet wissen auch, was es sein wird. Okay. Ja, weil Dann also hast du es ja schon die vielen. bezahlen es ja zur Hälfte, ne?
Ach so, Ja, warum? weil dadurch, dass ich sie immer erwähne, zahlen die. Luca, ich erwähne dich ab jetzt auch immer. Ja, das ist die Zahl, die gibt es nichts umsonst. Ja, ich bin ja immer Aber wieder gar stolz. Ja, du nichts. merkst ja, dass ich ja Auch so die total. VCLTs, das ist immer teuer bezahlt. Ja, also du merkst ja, dass ich Ja. da wirklich sehr naiv anscheinend Ja, bin. denkst du, der Das Luca ist. macht irgendwas umsonst? Ach Der schreibt noch so. nicht mal eine WhatsApp umsonst. Ja, das ist Business. Ja, YouTube ist hartes Business. Dann ist es ein Reger. Weiß nicht. Ja, vielleicht. Ja, oder Man, aber auch vielleicht hast du nicht. gut geraten. Oder aber auch nicht, ja. Oder aber auch nicht gut Es geraten. ist aber, ich habe ihn definitiv erwähnt. Ja, ich Ja, habe ihn das hast du. erwähnt. Ich habe ihn Also geht definitiv. mal das Video Also das durch. Video durch und einer davon ist es geworden. Ja. Und es ist nicht der 20.000 Euro Technics, weil der wäre der nächste auf der Liste. Aber also bevor ich ihn einstelle, nehme ich den 20.000 Euro Technics, ganz klar. Kriegst du für 20.000 einen Einstein? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein. Ja, wenn dann nackig, aber ohne den Toner. Ohne alles. Ohne alles. Ohne alles macht es im Leben woanders Spaß, aber nicht beim Plattenladen. Das kommt immer drauf an, ne? Wieso die Konstitution ist. Ich gucke ja keinen an. So, wo waren wir Ja, wir noch? waren hier bei Manfred. Ich würde lieber einen guten Planspieler. Ja, das verstehe ich. Als was? Aber ich habe jetzt schon Angst vor dem Video, dass ich so dazu machen werde. Das wird aber noch dauern, weil da kommt noch eine Vorstellung und eine schöne Tour durch einen ganz, 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 ganz besonderen Händler. Wirklich Okay, geiler machst du da so Typ. eine Story draus? Ja, mache ich eine Okay, Story cool. und stelle das Ganze mal vor, weil der hat es mir. Es war einer der wenige, natürlich durch den Kontakt von Sascha, der gesagt hat, weißt du was? Mach doch mal so. Und der hat sich Zeit genommen und ich habe so viele aufgerufen, auch indirekt, ne? Hey, und ich will das und das habe ich vor und ich will vielleicht auch mal Geld ausgeben. Nicht so viel, aber ich will vielleicht. Aber im Endeffekt ist es ja das Doppelte davon geworden, was ich ausgeben wollte. Ja. Also ich freue mich dann eigentlich so, dass es jemanden getroffen hat, der sich echt darum kümmert und sagt, weißt du was, den nehme ich mal ein bisschen an die Hand. Und sag mal, pass mal auf, das ist da. Und schau einfach mal. Und ist das dann so ein Plattenspieler, wo du sagst, den werde ich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre haben? Ja. Oder so sagen wir, das ist jetzt der Plattenspieler für den Rest meines Ja, Lebens. definitiv. Definitiv. Das ist eine Ich Ansage. weiß jetzt schon, dass, also das erste, also der ist ja komplett. Der wird komplett sein, da ist nichts, was fehlt, das ist das Gute. Mit saugutem Ton am Kabel, wie immer. Toll, super, super Sachen. Das reicht ja auf manchen Kanälen schon. Einfach sagen, ist super. Ja, super. Reicht. Ja. Haben wir gelernt. Also wenn du Erfolg hast, dann sagst du einfach nur Ist super. geil. Ja, nee, es war wirklich super. Klingt alles super. Ja, dann machen wir was richtig Großes. Da machst du aber auch so einen Party-Stream, oder? Ja, auch Videos aus dem Laden. Ich glaube, da kommt schneller, als ihr denkt, etwas. Ja, vielleicht, Vielleicht. ja, wird was Aber weißt du, was ich rum. merke? So unrasiert ist sie aus wie ein Penner. So ein bisschen schon. Ja, Boah, aber ein also gut sieht riechender Penner, wenn gut du. riechender Gut Penner. riechender Boah, Penner, danke. ja. Gänsehaut. Sauberer Penner. Sauberer Penner, danke schön. Ja, das ist richtig. Also sowas Ähnliches sagt auch der Händler und ich hätte es ja nicht gemacht, nur weil es der Händler sagt oder der Berater. Ich sage ihn eher, also ich nenne ihn immer Berater. Als ein Berater. Ich denke es auch so. Also um das dann irgendwie zu toppen, alleine für sich genommen. Ich weiß, bei mir und dafür, ja, alles gut. Aber für sich genommen, da muss schon dann was kommen. Also die nächste Stufe ist Einstein. Wahrscheinlich. Wieder wahrscheinlich, ja. Ja. Aber ich finde es vom Design her, also ich bin ja auch mehr so, ne? Ich mag ja auch so diese optischen Dinge, finde ich das sehr schön. Da bin ich fast ein bisschen neidisch. Nein, musst du nicht. Mir muss ich auch nicht, vor allen Dingen, wo ich ja jetzt einen neuen Jetzt. Teil in der. Boah, Oh, unglaublich. Leute, es wird der Hammer. Ich hoffe, es wird kein Shitstorm. Aber guck mal, wie die Leute von Rega ausgehen. Warum denkt ihr, dass sofort Rega? Riga, heißt die Riga? 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 Riga, du weißt, ich habe es ja nicht so mit der Aussprache vom Riga. Ding. Ich musste ja erstmal lernen, wie man Yamaha sagt. Yamaha. Riga for Vinyl. Sag mal, hast du hier keine Untersetzer? Nee, Ja, guck das mal meine an. Frau will eh noch einen Tisch.
Es gibt keinen Grund dazu, aber die kam letztes Jahr, aber es gibt Angebote für neue Tische. Was ist denn, haben wir andere Sachen zu tun? Ja. Raumakustik etc. Ne, Ja. neuen Hast Tisch. du mal darüber nachgedacht, dir so Dinge an die Wand zu Ja, hängen? darf ich sogar. Also Ja. hier sollen zwei oder drei so große Akustikteile hinkommen. Wo holst du die? Okay. Ja, und da auch. Der Also. hat nicht der Patrick, der hat so ein total geiles und glaube ich so ein bisschen goldenes. Ja, aber das ist halt ein optisches Ding, ne? Ach, ist das kein Akustikteil? Ja, das ist so ein bisschen 3D-Optik. Also auch Ach schön. so. Ja, weil ich Auch, fand das echt für einen Akku, ist dachte auch ich echt schön. Das nett. gibt es auch noch auf Amazon, aber teilweise für einen unverschämten Preis noch. Keine Kohle mehr für Untersetzer. Genau, die brauche ich für was Nee, anderes. weißt du, Nee, was nee. ich mache? Ich bin ja sehr lösungsorientiert. Ich nehme einfach den Untersetzer von der. Gehst jetzt wieder in die Küche. Nee, guck mal, Schatz, ich habe jetzt einfach den Untersetzer der Espresso-Tasse genommen. Ah, wo hast du die denn jetzt her? Oh, guckt euch das mal an. Der hat ja Untersetzer. Untersetzer, wie wichtig. Tea-Time, geil. Time. Rest on me, geil. Rest on Guck mal, das ist doch. Jetzt können wir es hier auf die me. Matte packen. Ja, Das guck mal kannst du ja hier. nicht. Ah, guck mal, gleich besser. Der schmeckt auch gleich Viel besser. besser. Ja. Schmeckt alles besser aus dem Gin-Tonic-Glas. Alles. Und alles besser als aus dem Glas. Alles. Lost in Hessen ist auch da. Also, wir haben noch ein bisschen Vorlauf, weil wir wissen, es ist noch recht früh. Wir wollten eigentlich nicht unter 150 anfangen, aber heute läuft das irgendwie ein bisschen schleppend. Ja, wir hätten das gestern. Ich wollte ja aus dem Auto, aber. Und wenn, werden die an die Wand gedübelt. Aber ich dachte jetzt wirklich, was er hat, weil es ist wirklich schön, dass das auch so ein Akustikding ist. Aber ist es dann gar nicht. Na gut, es wird schon was bringen, was so Ja. 3D-mäßig ist, aber es ist Okay. kein reines Akustikteil. Ne? Okay. Aber dafür sieht schön aus. Ja, das muss echt Aber hier sein. an die Wand muss ja was passieren. Ja. Und du hast ein bisschen Flatter-Echo, das weiß ich aber. Hier und dann mit links kann ich. Du Flatter-Echo. kannst es nicht mit links. Sagst du nicht so? Kannst du nicht? Also meistens mit rechts. Kannst du das? Kannst du Alex, da das? war. Nee, kann ich nicht. Kannst du Kannst du das? mir meinen Tonaufnehmer einrichten, bitte? Du, ich dachte, das macht jemand anderes. Ja, macht er Du brauchst auch. ja immer Hat er Hilfe auch bei gemacht. Sachen. Ja, Wobei ich brauche muss ich ja auch. sagen muss, technisch bist du echt gut bewandert. Das habe ich heute fest. Du solltest nichts. Bitte, Ja, nein. okay. Boah, ja, der sah auch geil aus. Ja, Da der tust sah du jetzt geil bitte nicht aus. auf entfernen, weil sonst sind wir da weg, Schatz. Guck mal, wo das Mäusli Klick. ist. Wo das Mäusli Das ist. Da muss Mäusli. man draufklicken. Ja, Ja. als heute das oder gestern das Paket kam mit diesem Ding, das ist auch ein Böxli. Das ist ein Böxli. Das kann Das ich ist dir ein sagen. Böxli, ja. Also, nein, habe ich nicht. Ich habe auch noch keinen für ein Review bekommen. Noch nicht, was ich sehr schade finde, weil, Das sagen wir sieht mal schon geil ehrlich, aus. jedes Also, Video, wo Dark Side of the Moon drin steht, geht halt durch die Decke. ja, und das, ich muss sagen, ich habe es in deinem Video gesehen, das ist wirklich schön. Ja, es ist natürlich so ein. Aber ist es denn auch gut vom Sound? Ja, warum denn nicht? Warum, was ist denn schlecht vom Sound? Ja, weiß ich ja nicht, ich Ja, kenne was ist das ja denn nicht. Plattenspieler schlecht vom Sound? Revox? Bitte? Ja, zum Beispiel, weiß Ich ich schiel nicht. jetzt nur mal darüber. Also, wenn sich schon Leute aus deinem Bekanntenkreis Ja, Revox kaufen, ja, ja. gebrauchte alte Geräte, Ja. als. Oh mein Gott. Revox ist gut. Das war heute die Diskussion. Da habe ich Nadine, ich glaube, wirklich wörtlich darum gebeten, Ja, hast du. nichts zu sagen, Ich damit habe, meine Reputation nicht in sich ja, also er hat keine zusammenbricht. Ahnung. Also er hat wirklich Mir keinen gar Plan. Der nichts. braucht Nein. wirklich für alles, was hier ist, Leute zum Einstellen. Ja, nee. Was ist das für eine? Perpetuum ebener. Was ist das für eine? Ein Plattenspieler. Ja. So mit, so, weiß ich nicht. Okay. Also sieht gut aus, aber sonst weiß ich nicht. Manfred, ich kenne die Marke nicht, deswegen. Hi, wir sind da. Ja, ist Ja, aber nicht aber schlimm. ist nicht Wir schlimm. haben uns schon Gin Tonic gemacht und so. Wir haben noch eine ganze Flasche im Kühlschrank für später. Da können die Kinder Gin Tonic machen. Ja, können Ja. die das noch nicht? Doch, kannst du Gin Tonic machen? Ich. Ja. Ja, nee, so. Also dann nun so oder so. So, so. Aber später. Nein, würde er niemals machen. Cooles Shirt. Warum, ein cooles Shirt, warum ist das grün? Ja, weiß ich, aber das war Das doch ist doch immer rot. rot. Ja, weil das voll Slime Ach, ist. voll, reden wir nicht über Slime. Reden wir nicht über Der Slime. Slime war auch grün, Der oder? Slime war auch grün. So. Hey Liam, hope you're doing great. Wir What's sind schon wieder, ihr wisst, Trisha, Kinderessen. du hast einen Hi, Die Trisha, alten vom Planet Leute. auf Platte. Gruß zurück. Grüß zurück. Grüß zurück. Ja, wer weiß, die alten Leute hängen ja wieder vor.
Also wir. Wir hängen vor? Wir hängen hier vor. Ja, Aber wir nee. haben eine gute Zeit, muss ich sagen, und sehr viel Spaß. Ja, aber wir warten noch einfach, bevor wir richtig loslegen. Ja, Mit mit den was denn? richtigen Themen. Ach so, haben wir Ja. richtige Themen? Ja, wir haben richtige Themen. Haben wir Wir haben richtige Gänsehaut-Themen. Themen? Wir haben Ja. einen neuen Plattenspieler. Da können wir alles anteasern, ohne es wirklich zu verraten. Aber das hast du ja schon mit deinem Plattenspieler. Das machen wir dann ausführlicher. Also wirst du es ausführlicher anteasern. Du musst da mal ein paar Lampen ersetzen, dann, ne? In der Lampe drei Ja, Stück. hier, das ist die teuerste Designerlampe. Nichts hält länger als das Ja, ist doch eine Provisorium. Benzki. Ja. Ja, ist eine Benzki, minimalistisch. Also ihr müsst nicht leise sein, ist alles Nein, gut. müsste nicht. Wir Das sind ist ja hier, nicht bei einer das ist Fernsehproduktion. hier nicht Montagabend. Nee. Aber wir sind froh, dass wir einen guten Ton haben. Ja, und gutes Bild, besser als sonst bei mir. Das stimmt, aber da musst du dir einfach nur so eine Dings. Da habe ich Da kein musst Geld für. du. Ich habe das, was ich muss damit zurechtkommen, was ich habe. Ich kann doch nicht einfach Geld für Equipment ausgeben und schönere Videos zu machen. Ja, aber Schatz, so ein Stativ kostet dich Zu 5 viel. Euro. Viel zu viel. Ein Ansteckmikro kostet 8 Euro. 20. Naja, gut, es gibt aber auch schon welche 20. für 8. Ja, aber wenn du es so gut machen willst, dann Dann 20. hast du Ja. 20. Ja, gut, dann hast du schon. Aber so, ich finde, so ein Ansteckmikro oder so ein Mikro an sich ist schon Pflicht. Habt ihr Kassetten? Na klar, haben wir Kassetten. Ich habe ganz viele Alf-Kassetten. Aber das wird schwer. Bei einer Telco und hier mitgucken, auch geil. Kassetten habe ich. Ich habe unten welche. Ich habe Taylor Swift Kassetten. Ja, ich habe geile Kassetten eigentlich, so ein paar. Ja, ich habe viele Ich habe Alf-Kassetten. noch eine alte Queen-Kassette, ich habe Taylor Swift. Ich habe früher, als ich neue Platten gekauft habe, immer Kassette mitbestellt. Royal Blood ist dabei und so. Guck mal hier, was der Luca schreibt. Die Logitech Brio ist top von der Mikro, ganz gut intern. Nee, so. Ja. Ja. Ja, nee, das war aber zu teuer. Ich mag das so, wie ich es habe. Sehr gut, Alf. Alf. Wer ich? Nein, da, der Kommentar, warte da, da. Da, ja, Alf. Queen. Queen. Queen, Taylor Swift, Royal Blood, Hertz, alles signiert. Damals, es gab immer signierte Kassetten. Hast du keine mehr von früher? Nee, ich habe früher keine. Ich habe immer selbst aufgenommen. Ja, Mit den vom Radio Tapes. dann. Hast du davon auch keine mehr? Nein, das Ach, habe das ich ist aber nicht. Ich habe schade. meinen Walkman auch nicht mehr. Das hat mir mein Bruder damals geschenkt. War so ein ultra flacher, silberner Iowa, weiß ich noch so. Aber wirklich kaum dünner, kaum dicker als eine Kassette. Ja. Boah, war ich der Held in der Schule, ne? Das glaube ich. Hattest du einmal das Gefühl? Ja, einmal. Doch, Ja. aber ich hatte eine schöne Kindheit mit dem Walkman. Das glaube ich. Also wir alle ja. Ja. Gut, ich bin jetzt wesentlich älter wie du, aber doch ja. Aber für 52 hältst du dich Hält ich ganz mich gut. gut. Ja, wirklich. Hält ich Herz, finde ich auch. Guten Abend. Ja, Ingo. Schöner. Schön. Nächste Woche testen wir mal zusammen die Klebebandreinigungsmethode. Ingo, ich habe es nicht vergessen. Das machen übrigens ganz viele oder die meisten haben MCs zum Verkaufen. Ja, finde ich Der, gut. ja, ich auch. Ich habe mir auch wieder Batterien für meinen Walkman gesucht. TDK. Ja, boah, die waren aber auch schwer. Und ich weiß noch, die haben 20 Mark gekostet, wenn du 20 damit was Mark. aufnimmst. Ja, Hat man 20 sonst Mark. viel Geld? D-Mark, ja. Und die waren auch sehr schwer. Also das Ja. waren tolle. Oh. Glückwunsch. Glückwunsch. Na Ja, klar. Kiss Natürlich. Kiss Fans, ist immer geil. mega. Ich war so dieses grüne Album, Die waren alle, ich wie finde heißen die es? Kiss Live. Ah, Oh. super, super. Sag Hier mal. finde ich Kiss, finde ich sensationell. Besonders wenn sie nicht laufen. Guten Abend, Thorsten. Nee, Was? habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe die Bälle jetzt noch nicht gehört. Ja, dann hörst du das nächste Mal bei mir. Ja. Also nicht bei mir, daheim. Nee, aber bei mir hörst du sie dann mal. Na, bünd. Okay. Ja, aber vielleicht habe ich ja dann noch das Teil. Weißt Was? du? Und dann. Das Blöde ist, wenn du das Teil haben wirst und es behältst, dann werde ich es nicht haben for a video. Dann holst du es dir trotzdem ab und machst das. Kann ich erkennen, do a video for the vinyl community? Ja, natürlich machst du Okay, das. thank Also, you. ja, klar. So, klar. Hey, Christopher. Greetings to Sweden back. Thanks for Swedenback? Sweden back. Swedenback. Swedenback. Kennst du das Der nicht? Das ist so Swedenback. Knäckebrot. Weißes Pulver auf Tonkopf. Okay. Weißes Pulver auf Heckflügel kenne ich, aber auf Oh, andere Geschichte. ja. Ja, nee. Also das passt hier nicht.
Also wieder im Kommen, glaube ich nicht. Und 130 bis 150 Euro, ja. Und dann ist wieder das Letzte, was Ja, das würde das gute für dich für mich Qualität mit bestimmen. Bluetooth. Das würde es für mich tatsächlich, wenn dann will ich so ein Walkman so wie früher, Kassette rein und Play. Ich kenne einen Plattenladen, da hat sogar 4 oder 5 KISS-Picture-Discs. Eine davon kostet sogar 300 Euro. Irre, ja. Also ich bin ja teilweise echt irritiert über Preise nach wie vor. Aber Ja. das werde ich jetzt mal in einem Plattenladen eruieren. Willst du in den Platten? Ich werde in einen Plattenladen gehen und da mal ein bisschen Digging machen. Und das ist schwierig, einen Plattenladen zu finden, wo du das darfst, weil ich ja auch über Preise sprechen werde. Oh ja, schwierig, schwierig. Und Aber das das wird auch ist keiner schwierig. machen, glaube ich. Nee, das ist also echt Weil schwierig. vor allem, du bist halt so eine, ja, so eine kleine Sau manchmal. Du sagst einfach, wie es ist, ne? Ja. Sagst, Freunde, das ist viel zu teuer. Ja. Frechheit. Ja. Guck dir mal den Zustand. Ja, das ist bei mir Guck dir mal so. den Zustand an. Ja, die habe ich mir rausgeholt, Leute. Also die RSD-Platte und die werde ich dann mit diesem neuen Komponentending in meiner Weil Anlage du hattest verbinden. Gänsehaut. Ich Du hatte mir die hattest. Barbara Harwood aufgelegt, diese Platte, die ist 20 Jahre und ich saß da und ich war, ich hatte das Gefühl, ich höre die zum ersten Mal. So war das. Es ist nicht so, als würde ich sagen, ich habe es dir gesagt. Ja, aber es war schon, ich kannte ja schon ein paar Sachen aus den 80ern Und das davon, ne? Geile ist, was sie selber nicht wusste, und das habe ich ja heute, als ich dich durch das Dings geführt habe, so ein bisschen, Ja. die hat einen Step-Up-Transformer. Das Ja. Geile ist, das weiß sie gar nicht. Doch, das weiß ich wohl. Ich habe dir ja gesagt, da sind andere Stecker dran. Habe ich dir Nein, nein, gesagt? du hast gerade, also so ein anderer Stecker, so Ja, so komische fünf Stecker, Stecker von, genau. ja. Das sind Step-Up-Transformer von Sony und Ja. zwar die aus dem oberen Regal, Ja, klar. die man direkt an Ja, Cinch natürlich. ransteckt. Ja. RCAs. Ja. Ja, natürlich. Wo wusstest du, dass es Step-Up-Transformer Ja, ist? ich wusste, dass Das das ist ein andere Stecker waren. Stecker. Und ich wusste, dass das was Spezielles ist. Ist ja wohl klar. Ja, was soll ich denn noch machen? Also erstmal kaufe ich momentan nichts. Weil es nicht, ich habe RSD bald, Leute. RSD steht vor der Tür. Ich kann, mein Plattenspieler will bezahlt werden. RSD steht, ich kann nicht gerne, aber das wird erstmal ist Ebbe mit Neuerscheinung und dann so RS hier so Kram, War und was weiß ich. Wie viele Platten hast du so bestellt von RSD? Ich finde das immer so schön, dass du die Wörter so eindeutscht. Genau mit der, was, wo du dir immer einen abgebrechen hast, mit der Uhakoya, U-Hakoya. wir sind in Oh. Deutschland. Ich bin der Freund der Ja, ich Verenglischung, merke ne? das schon. Aber nein, Ja, wirklich. ich merke das schon. Du bist mir einfach bei Wirklich? U-Hakoya. Uhakoya, was ist denn Ja, Uhakoya? aber wie viele Sachen hast du denn jetzt? Ich filme. Warum denn heimlich? Also, Plattenläden sollten stolz drauf sein. Also, wenn einer mit meinen Preisen nicht klarkommt, ist ja auch kein Problem. Ich zwinge niemanden, etwas zu kaufen. Und die meisten sagen, ich wäre günstig. Okay, habe ich noch keinen getroffen. Ja. Die du vergraulst die ja, die dann die günstigen Sachen kaufen Ich wollen. habe ganz sachlich auf die Frage Das ist mir geantwortet. scheißegal, ob original liegt, original, wenn es gut klingt, ist es mir egal. Vor allen Dingen ist es ja so, weil die Alben, die mich interessieren, ist das Original oft einfach derzeit viel teurer als eine oft Ja. besser klingende Reissue. Oft. Ja, also ich will das gar nicht abstreiten. Bei mir ist das ja so, wenn ich besonders an einem Album hänge, versuche ich das als Originalpressung zu kaufen. Und bei mir ist es ja so, ich bin ja eh oft gekniffen, weil viele der Sachen gibt es nicht als Original. Und teilweise ist es so, dass das Original halt nicht so gut klingt. Also teilweise, nicht immer. Aber ich höre dann lieber das Original, weil das imperfekt ist. Richtig. Das finde ich halt sehr charmant. Ich sammle nichts. Nee. Oder also ich habe kein Label oder bis auf die deutsche Grammophon-Sachen, die sammle ich. Oder die sammle ich nicht, aber die hole ich mir alle, weil ich die gerne habe. Und das, aber das ist die einzige Reihe, die ich gerne in komplett hätte, weil ich das Verstehe ich. einfach immer wieder gerne entdecke. Aber sonst habe ich jetzt nicht, wo, oh, ich sammle alle Vertigo Swirls und so. Nee. Wenn die Musik darauf kacke ist, warum soll ich das? Ja, weil das bei mir, also ich versuche das bei mir zum Beispiel so zu halten, dass ich nur Platten habe, die ich auch gerne höre. Weil was soll ich mir ins Regal stellen? Sagen wir mal 10, 20 Stück, wo ich sage, ja, die sind aber jetzt gehören da zusammen, ich höre sie aber nicht. Das macht für mich Hier, keinen Sinn. Uhakoya, ultra hohe Qualitäts. Ja. Uhakoes. Ja, ist auch richtig. Ja, aber. Kann mir jetzt nicht irgendwas Deutsches für R, was da passen könnte. Ultra hohe Qualitäts. Reproduktionsplatte. Reproduktions. Boah. Reproduktionsplatte. Leck mich am Arsch. Ja. Hi, Ist Helmut. nicht schlimm. Wir reden nachher noch mal ein bisschen über
seinem Plattenspieler. Ich bin da echt gespannt. Also ich liebe ja die War und die hätte ich auch gerne, aber man muss auch mal wissen, wann es nicht geht. Und momentan mit dem RSD, ich hab jetzt in dem Mint kam jetzt auch ein Artikel, was wieder so irgendwie RSD-mäßig gehypt wird, guck mal ganz am Anfang. Und als ich das gelesen habe, habe ich nochmal nachbestellt. Ach, du ahnst es nicht. Du hast nochmal nachbestellt? Ich bin jetzt kurz vor fünfstellig. Ach du Scheiße. Ja. Also Leute, RSD, ihr wisst Bescheid bei Peter. Also das sind die Tipps der Da, Mint. die kommt raus? Ja. Hast du die bestellt? Ja, ich glaube ein paar Mal, fünf, sechs Mal. Aber die Tipps sind Captain Beefheart, Schoolie D, Saturday Night. Was ist das? Gangster-Rap, der erste Gangster-Rapper, Matze. Schoolie D, die Harmonia plus Reworks. Und die Hives werden gehypt. Was aber viel wichtiger ist, dass ich sogar ein paar Singles von Sun Ra kommen. Oder eine Single Ja, von Sun Ra. Und die genau. habe ich natürlich auch nochmal Und bestellt. die Kate Bush Also Single wenn hast du nicht alles kommt, vergessen. freue ich mich. Aber wenn alles kommt und ihr kommt nicht, bin ich im Arsch. Cindy und Bert. Ja, wie geil ist das denn? Ja, der Hund von Baskerville. Lass mal Das gucken. war letztes Jahr beim RSD der Renner. Ja, das glaube ich. Warte, Cindy und Bernd. Ja, das ist die Commander Paranoid von Black Hast Sabbath. du die bestellt? Ja, ja, das ist nicht vom RSD, die Ach Singles. Das sind so. teure Singles. Okay. Letztes Jahr habe Ach, ich du bist schon 15 wieder gehabt. verrutscht. Wie geil ist das denn? Was kosteten die? 1000 Stücken. Aber die vom letzten Jahr müsste ich hier. 300 Euro. Habe ich die noch? Die vom letzten Jahr Hast habe du ich. die? Die hören wir nachher aber auch. 300 Euro, Cindy und Bert. Ich habe die irgendwo, Ich glaube aber das die nicht. beiden Singles gehen nicht so gut um. Ja, ich sehe das ja schon. Boah, 300 Euro, alter Falter. Ich Für eine habe gar Cindy nicht, und Bert ich weiß gar Single. nicht, wo die hier sein könnten. Hier Nirvana, Erstpressung. Zwei. Ach nee, das sind die Erstpressungen. Aber trotzdem, wartet mal, Cindy. Der hat mir natürlich das falsche Ding gezeigt. Also der Discog 102. Ach du Scheiße. Ja, also ich bin. Also diese Preise teilweise, es ist schwierig. Ich habe nächste Woche einen Stream mit Günther, da gehen wir mal Butter- und Brotplatten durch. Ja. Eure Butter- und Brotplatten. Ja, wie? Da bin ich gespannt. Ja, na klar. Ich war ja letztens, habe ich ja auch im Keller was gesucht und da habe ich für einen günstigen Kurs schöne Platten. Und wenn dir die Pressung egal ist, das Jahr egal ist, kriegst du für einen günstigen Preis immer noch schöne Platten. Also so sehe ich das. Also das sind. Ja, überall, besonders in Plattenläden, findest du gute Platten zum günstigen Preis. Ja, aber du sagst der Plattenladen, du Keine sagst. Ahnung, wo meine Singles sind. Ich weiß nicht, wo deine Singles sind. Wow! Honor the Dono. Boah, Christoph Merle, vielen Dank Dankeschön. auf dich. Cheers, Prost, auf cheers. Christoph. Christoph, ich danke dir sehr. Ja, schön, dass du YouTube unterstützt. André, richtig, das war Nirvana. Ihr wart vollkommen richtig. Davon habe ich insgesamt, ich glaube, 20 Stück geordert. Wenn die alle kommen, alles gut, aber ich habe, weil letztes Mal am RSD sind viele weggegangen, in den nächsten Wochen danach auch um Black Sabbath, Was Paranoid. hast du denn die ganze Zeit mit deinem Hemd? Ja, weil ich es aufhabe, weil es cooler aussieht und dann, guck mal, wenn das so ist, ist Ja, dann mach kacke. das doch Aber zu. so ist nicht, ich finde es schöner, wenn hier so ein Landing Strip. Heißt Landing Stripe, glaube ich. Heißt das nicht Landing Strip? Heißt das der Las Vegas Stripe oder Strip? Das stimmt. Hat er recht. Ach, das ist doch zu. Übrigens, das ist kein Schweiß hier, ne? Das ist nur Schatten. Wollte ich sagen, Ne, er riecht gut. ich bin hier trocken. Er riecht gut, er ist trocken. Ich Immer sehr froh. rieche nach Sauvage. Aha, ich Aha! kenne mich da bei euren Düften, da bei Männerdüften nicht so 300 aus. Euro, ja, das haben wir das gecovert. Richtig. Geil. Cindy und, Ja, also. aber davon habe ich dir erzählt, weil du hörst mir nie zu. Nee. Nee. Das ist wie so ein MP3-Verhalten. Das sind die Sachen, die man nicht hört, die blendet man dann aus. Boah, guck mal, Elvis Presley, 1500 Das Stück geht gehabt. aber. Aber da ist ein, das sind ein paar, die kosten 12, 13, 15.000. Ja, hier mit der, hast du das gehört mit der John Coltrane? 12.500 Erstpassung. Dollar. Wir Da bin leben ich in aus den Zeiten. Latschen. Apropos. Ja, Ingo, bitte, das wäre total lieb, wenn du mir einen Stuhl mitbringen könntest. Ich habe so das Gefühl, ich werde was länger da sein, auf jeden Mich Fall. interessiert, ob der Luca seinen eigenen Stuhl mitbringt. Ja, das wär mal eine Sache. Das ist Und ob Luca. der auch einen Getränkehalter hat. Luca, bringst du deinen eigenen Stuhl eigentlich mit? Weil ich weiß nicht, wann ihr da aufschlagen wollt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es, also ich hoffe,
dass ein bisschen was los ist. Es gibt ein, zwei, drei Überraschungsgäste im Moment. Ist das so? Ja. Ja, du hast ja auch, sagtest du, da kommt eine Gruppe. Das ist Wahnsinn. Also Take That, NSYNC, alles. Alles, da. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Dr. Alban. ACDs sind auf Tour, die halten auch nochmal an. Ja. Dr. Alban. Den hätte ich gerne nochmal. Der darf nicht. Ja, und wann startest du denn? Wann geht es denn los? Mhm. Am 20. Ja, Uhrzeit. 9 Uhr. Aber wisst ihr was? Ich freue mich sogar ein bisschen mehr auf den RSD als auf den Bosch aktuell. Ja, weil das geil wird. Das wird, weil das wieder so ein Community-Treffen wird. So ein, ja, ja. Es werden ja, also gefühlt alle sind ja da. Und ich habe sogar Zuschauer, die kommen aus Hamburg angereist, übernachten in Ransbach. Gibt es ein Hotel hier? Ja. Eins? Ja. Ist total irre, nur um den RSD hier mal mitzumachen. Und das ist für mich natürlich richtig cool. Ja gut, es ist jetzt für mich so, ich war ja die letzten Jahre nicht, weil es war für mich enttäuschend. Von den Platten, die ich wollte, habe ich ja keine gekriegt. Spice Girls für den Thorsten auf jeden Fall. Ja, und da hast du jetzt die Messlasse echt hochgelegt, ob ich das dann kriege. Und da weißt du, bin ich ja auch sehr kritisch dann. Ja, kannst du ja sein. Also, da jammerst du hier rum, was du alles bestellt hast. Ich habe ja gehört, es gibt Plattenläden, die gehen vor der Öffnung raus und sagen so, ja, genau, habe ich erlebt. Habe ich live erlebt. Habe ich live erlebt. Nee, ist auf die Plätze fertig und wer schneller ist, der ist schneller. Ja. Ja. Wann machst du denn auch? Um 9? Um 9. Ich werde das mal ankündigen, aber um 9. Ja, das heißt, die ersten werden um 7 da sein wahrscheinlich. Letztes Jahr waren die eine Stunde, anderthalb vorher da. Das schaffe ich ja rein körperlich nicht in meinem Alter. Nee. Nee. Aber ich halte nichts zurück. Ja, das darfst du ja auch nicht. Darf ich auch nicht. Oh, Scheiße. Sitzgelegenheit habe ich am Mann. Großartig. Ich mag seinen Humor. Ja, natürlich. Ja, der darf das auch, sagt er. Natürlich darf er das auch. Ja. Na, wenn einer, dann er. Nein, von Nirvana kommt nichts. Nee, kenne ich nicht. Ich hoffe nur, das ist nicht das letzte Remastering vor einigen Jahren, weil die ganzen Represses oder Re-Editions von AC/DC, die sind furchtbar. Grundsätzlich? Ja. Der war AC/DC Back in Black Remastered. Ist das grundsätzlich dann so? Grundsätzlich. Das ist grundsätzlich so, dass das jetzt. Ja, wenn man die auf dem Yamaha hört, ja, dann ist das kacke. Ja, also das hörte ich auch. Nein, also AC/DC mag ich anders. Back in Black mag ich, weil ich habe 4 Back in Blacks da. Ja, zeig mal. Nein. Weißt du jetzt nicht, wo ich bin? Ich glaube nicht, ich habe 4 Back in Blacks da. Ja, aber zeig doch mal. Jetzt muss er einmal ein bisschen Sport machen. Weißt du? Da musste ich mich hier beweisen. Schädelpilz. Also ich bringe auf jeden Fall, sage ich dir jetzt schon, er hat sie wirklich. Also was haben wir denn hier? Jetzt bist du froh, dass ich so einen Untersetzer habe, dass ich jetzt hier nichts kaputt. Aber ich sag mal, die Cover, ne, die sind jetzt mal... Ja geil, so muss das aussehen. Das ist eine Back in Black. Die kommen auch nicht in den Laden, ne? Nein, das sind, Back in Black musst du bei mir im Laden nicht sehen. Also wir haben eine Und wenn, dann haben die einen Barcode. Ja, ja, das ist eine deutsche. Wisst ihr, warum Back in Black immer noch bei jedem Repress die falsche Titelreihenfolge hinten drauf hat? Das haben die von Anfang an bis heute durchgezogen. Und es ist komplett, Hell's Bells ist der erste Titel auf der zweiten Seite. Und nicht der zweite Titel auf der ersten Seite. Es ist komplett Katastrophe. Ich weiß nicht, warum. Ist auch nochmal eine deutsche? Ist das die gleiche? Dieselbe. Deutsche? Deutsche. Ja. Es sind aber verschiedene, also warte, die mit dem weißen Inlay höre ich am... Also die muss hier neuer sein, oder du hast die beste? Nee, nee, Inlay. Die mit dem... Da, ist schwarz offen, klingt, ist eine Pressung, die klingt zu fett, zu dick. Da ist mit zu viel Bass. Hast du die auf der Yamaha gehört? Das ist eine Pressung, die höre ich am liebsten mit dem weißen Inlay, weil sonst komme ich ja durcheinander. Ganz, ganz wichtig. Dann machst du das an den Inlays unterscheiden. Ja, davon kenne ich die. Die klingt am... Ich fasse doch am schlechtesten. Kannst du dir wirklich gleich anhören, das ist. Und die remasterten Sachen. Also ganz ich will auf jeden Fall gleich noch Sogel bei mir hören. Ah, da kannst du wirklich davon auch. Die kannst du nicht hören, aber die ist ein schönes Zufall. Möchtest du denn mal darüber berichten, was du aktuell für einen Plattenspieler dran hast? Möchtest du darüber sprechen? Nein, weil es kommt ja ein Video dazu. Ach so. Es kommt ja ein Video dazu. Möchte ich nicht drüber sprechen. Es gibt Gründe dafür. Ich werde da jetzt auch nicht drüber sprechen, weil ihr wisst, ich bin ehrlich. Ja, aber du kannst das nicht unterscheiden zwischen ehrlich und in seiner Preisklasse vergleichen.
Da hast du völlig recht. Und da ist ja jetzt noch, hast du mir erklärt, eine andere Nadel drauf. Und wenn man da, also eine Einsteigernadel drauf, und wenn man da eine andere Das drauf ist packt, hat ja wie man auf jeden immer, Fall richtig. eine Verbesserung. Deswegen kann ich da an der Stelle nicht so urteilen. Was haben wir jetzt in der Zwischenzeit verpasst? Das denken sich einige Leute auch. Das ist prima. Ich werde auch nächstes Jahr VIP-Tickets in Barton-Haus anbieten für 1.500 € mit Übernachtung und Frühstück für den RSD. Dürfen die dann auch den Spa-Bereich benutzen? Nein, das ist draußen. Also nur Übernachtung und Aber dann musst du Frühstück. aber auch einen garantierten Platz in der Reihe damit verbinden. Ja, die gehen dann mit mir backstage in den Laden. Und dann dürfen die auch zuerst. Dann dürfen, nein, gleichzeitig, vorne und Ja, das ist vorne und hinten hinten. gleichzeitig. Nein, Nicht, die dass das schmerzhaft wird. dürfen. Das kann ich ja nicht machen, Lieber, ne? dass deine Tränen sind, mein Gleitgel. Hat Ernsthaft? er jetzt anderen so ein Doch, YouTuber erzählt? OnlyFans? Hat er so ein YouTube-Mensch jetzt mal erzählt? Deine Tränen sind mein Gleitgel. Hier, aber auch dann, wenn ihr die Pressung gut findet, alles gut. Aber auch Auch die. deutsche Presse muss ich ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal eine Lanze für brechen, die sind toll. Da war ich letzte Woche Samstag überrascht. Und zwar hat der Felix hat sich eine Nena 12-Inch Picture Aus welchem gekauft. Jahr? Aus letztem Jahr Okay. RSD. Unfassbar. Du hörst nicht, dass es eine Picture ist. Also ich habe eine Picture Disc, das war die erste Platte, die ich mir gekauft habe, 1978. Ich habe die letztens mal aufgelegt und dachte mir, boah, klingt die gut. Dann hatte ich beim RSD mir mal eine Donna Summer geholt, die war voller Bläschen, weil diese Folie nicht richtig Also schlug. ich habe eine Picture von Royal Blood, die klingt gruselig. Und dann habe ich die von Nena aufgelegt, weil das wollte hören. Hammer. Es wäre Ja, da gibt es halt, es gibt unglaublich. welche, die sind gut und die sind. Die nicht so gut. Guck mal hier, da drunter. Was haben. Sie verstehen. Ja, ich bin da sehr tolerant. Ja, das Problem, ja, also wir sind da eigentlich d'accord. Ja, waren wir, aber das hast du jetzt in deinem Video jetzt noch nicht so, dass wir Na, so weil ich da. von Anfang an nicht ganz in diese, weil ich immer geguckt habe, dass man die für sich selber Ja, total. bewertet und nicht im Vergleich zu irgendetwas. Das Problem ist, wenn dir was nicht gefällt und ich weiß ja jetzt, was du gewohnt bist an Klang, dann kannst du das einfach nicht im Review rüberbringen, deine Meinung schon hier im Raum. Und das habe ich gemacht. Das Und wenn du war, das anders ja, empfindest, alles es ist gut. vollkommen Deswegen legitim. wundert mich die Entscheidung jetzt für die Gänsehaut. Ja, also Ja, ja, aber. aber was ich halt auch sagen muss, ist, du hattest, also welcher normale Mensch hat denn X Verstärker zu Hause, um das nochmal alles auszutesten? Wenige, aber es gibt viele Leute, die gucken die Videos und denken, boah, die Boxen, boah, guck mal, die wollte ich schon immer. Aber, ach geil, mit dem Verstärker klingen die ja so cool, dann probiere ich den doch mal aus. Also so habe ich sie mal gemacht. Du gehst auf YouTube und guckst dir Videos über Plattenspiele an, über Verstärker, über Rotels. Ich habe die alle gesehen. Ich war da süchtig nach. Und dann weiß ich immer, okay, cool. Aber jetzt ein Yamaha mit Wah Fidels wäre eine Traumkombination, weil das ist ein bisschen warm, das ist ein bisschen neutraler. Mega. Und dann holst du dir immer Inspiration. Und dann Ja, kann ich aber dann. sagen, okay, die Boxen gibt es im Angebot. Hast du nicht viel Geld für einen Verstärker, unter 1.000 €? Da gibt es ja 100 Dutzend. Ja, aber du müsstest ja dann wirklich dann sagen, okay, der Peter sagt jetzt, mit dem Verstärker funktionieren die gut. Und dann müsste ich mir dann den Verstärker besorgen, wenn ich den nicht habe, und die Boxen. Ja, aber du kannst ja auch, weil ich gehe ja dann nicht nur auf den Verstärker, sondern auf die Boxen. Ich sage nur, mit dem Verstärker hat es mich am meisten zufriedengestellt. Hat es mir am meisten Gut. gefallen. Und wenn ich dann sage, okay, dann brauche ich aber trotzdem, wenn das die Boxen sind, wo ich sage, die finde ich schön, die finde ich Optisch Ja. schön, was auch immer, Preis-Leistung finde ich gut, müsste ich mir dann den Das ist ein Verstärker Tipp. Nee, besorgen. musst du gar nicht. Das ist ein Tipp. Du kannst ja damit hören, was du hast. Ja, das, ja. Ja. Und weil dann klingen die dann nicht Ich so gut, kann wenn den das. Leuten ja nicht alles. Also irgendwas müsst ihr auch selber machen. Ja, aber wenn ich, Ja. ja, ich finde es schwierig. Ich, ja, Ich finde dich hier auch ein bisschen schwierig. bin ich auch. Ja, Das ist total. ja das Schlimme, wie du es ja schon gesagt hast, ich bin ja Nein. schonungslos. Hast du Metallica Limited Boxsets? Ach, ist das die in dieser Filmdose, ne? Denn sowas. Dankeschön. Also dein Ja. Stream, es ist ihr Stream. Ja, aber er ist ja Das ist zwar mittlerweile. mein Notenschlüssel-Gardin, aber ihr Stream. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist aber schön. Finde ich cool. Das ist ein schönes Accessoire. Ist da, also wo?
Bei dir, Sehr okay. wahrscheinlich, ja. Boah, ja, Glückwunsch. Hast du was gekauft? Warum Erstpressung? Woran siehst du das so schnell? Ja, Das top, ist genau das genau. Punkt. Thorstens Meinung ist Thorstens Meinung. Ja, Nicht Thorsten, mehr und auch nicht genau, weniger, also ne? Thorsten ist ja durchaus sehr, sehr fachkundig und mir ist seine Meinung auch immer sehr wichtig. Aber ich habe es ja schon mal in manchen Streams gesagt, ich finde das halt schwierig, wenn man so eine grundsätzliche Meinung hat. Also es ist entweder schwarz oder es ist Und weiß. Thorsten sagt auch von sich selbst, er ist 1964 irgendwie hängen geblieben. Nein, das hat, ich dachte 1994. Ja, so um den Dreh. Also irgendwann in den 90ern spätestens kleben geblieben und das ist ja auch so. Dementsprechend fällt seine Meinung aus. Das ist ja auch alles gut. Nein, Ist ja nicht nein, gut. nein, habe ich nicht gehört. Ach so. Das habt ihr schon mal gehört? Nein, habe ich Ja, nicht also ich gehört. liebe ja Nora Jones. Ja, ich auch. Ich habe sogar Platten von ihr. Du hast Platten? Ach so. Ist das jetzt wieder was? Ja, also ich hoffe nicht, wird die besser als die neue Single von denen, weil dieses Wild God ist ja doch eher erschreckend, finde ich. Oh, okay. Er Einfach war nur la la enttäuscht. la. La la la. La la Okay, er war la. enttäuscht. Okay, Ja, danke. aber dem anderen ist es gefallen. Ich habe ein Video gemacht über mein Album, mein perfektes Album. Und Ja. es sind drei Abonnenten abgesprungen. Warum? Ja, frag mal. Aber du zeigst doch nur die Platten, die dir gefallen. Ich rede nur über die Platten, die mir gefallen. Und für mich ist das ein perfektes Album. Und dann springen drei Abonnenten ab. Das ist aber schade. Das ist komisch. Also ich finde die Akzeptanz der Menschheit heute echt komisch. Ja, ich verstehe dich, Volker. Ich bin da dabei. Also deswegen, ja. Wobei. Dass das abschreckend ist, wenn halt jemand wie Thorsten, der schon, finde ich, auch ein fachliches, großes Wissen hat, dann sagt, das ist schlecht, dann ist das schon ab, kann das schon abschreckend wirken. Und dann war mir klar, dass es Boah, Erstpressung auf dem sind. Flohmarkt diese Deadwax-Dings zu gucken und alles zu. Boah, hatte ich. Ja, du hast ja Zeit. Ja. Und ich hoffe dann, ne? Ja, die Linden sind super. Die hatte ich ja auch. Und ich weiß ja so, sie spielen und da spielen sie auch gut. Da sind die Basement 45 Boxen gut aufgehoben. Und mir hat es halt meine derzeitige so angetan, dass ich die sofort. Ja, Rock Vinyl, aber ich verstehe das nicht. Also was, ich will nicht sagen, es ist mir egal, es ist es nicht, aber ich würde gerne den Grund davon wissen. Du guckst ein Video, du abonnierst jemanden. Ja. Dann bringt er ein Video, was dir nicht gefällt, dann sagst du, ah, Wichser, den deabonniere ich. Ja, aber Was? das ist ja genauso wie bei Tinder, habe ich gehört. Ne, du bist, ne? Also du bist ja, oder wie bei Spotify, wenn du ein Album hörst. Du gehst ja, hörst 3 Sekunden, gefällt mir nicht. Nächster Track. So machst du das. Hörst 3 Sekunden, ich jetzt nicht. Ne? Oder bei Tinder, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo du halt relativ schnell Zugriff auf viele Sachen hast und wo du relativ schnell und weg bist du. Das ist ja wieder das Schöne an Vinyl, dass du ja quasi nicht so schnell von Track Ja, zu Track, sondern du musst das Album aber die durchhören. haben mich ja aus irgendeinem Grund abonniert und dann sind die mit einem Inhalt oder mit einem Thema nicht Ja. einverstanden und dann deabonnieren die dich. Ja. Und gleich drei auf einmal. Ja. Weil ich finde, die Arctic Monkeys haben einfach einmal eine perfekte Platte abgeliefert. Und ich begründe es auch, warum. Ja. Ja gut, dann auf Wiedersehen. Ja, das passiert. Ja, genau, anderen tut nicht weh, da hast du recht. Das ist völlig Aber richtig. mittlerweile, wenn du alles kaufst, was nicht wehtun soll, dann wird es knapp vom Geld her. Ja, Aber deswegen kann man ja digital reinhören. ja, genau. Was ich auch schön finde, also ich muss sagen, bei Spotify sind mittlerweile. Doch für Trolle gibt es eine logische Erklärung. Einfach ein trauriges, einsames Leben. Das ist die Erklärung für Trolle. Ja. Ja, Ja, ist. ja. Das ist ja immer, es kommt ja dann immer, ja. Ja, genau. Also es ist also extrem schwanken, besonders wenn du eine eigene Meinung hast, wird schwierig. Ne? Dann verlierst du die meisten. Aber wenn du wirklich sagst, pass auf, das und das ist für mich, aber so und so und so, dann springen sie reihenweise ab. Ja, und dann wieder im Umkehrschluss, wenn du da halt stehst und sagst, das ist alles geil. Dann wirst du angefeindet, weil du alles geil Ja, findest. genau. Oder aber du wirst gehypt ohne Ende. Oder du sagst, pass auf, die Soulville klingt für mich so scheiße, dass ich finde, da gehört ein Warnsticker drauf. Das ist meine Meinung. Normalerweise, also von den Reaktionen, wie ich sonst review, und ich bin ja oft begeistert von den Sachen, hätten die das einfach in den Himmel loben müssen, dass ich die Platte zerreiße.
So, also in der normalen Mathematik, ja, wenn es alles gut und du findest alles toll, und sage ich, ja, Mann, die Platte finde ich echt gerade echt scheiße und es regt mich auch, so viel Geld dafür ausgegeben zu haben. Ist übrigens immer noch da, lieber Abonnent, du bekommst sie. Wir wollten sie nur noch mal hören und du bekommst sie zugeschickt, auch ohne Geld, wie versprochen. Was versprochen ist, ist versprochen. Du kannst meine Pressung haben. Ich signiere die dir auch auf dem Cover mit einem Edit, wenn du willst, quer drüber. Barton, B45. Wenn du möchtest, melde dich, wenn du dabei bist. B45. Ja, ist auch Geil, oder? Ich kann so ein mach das Quatsch. nur. So. Mach doch so. Du solltest deinen Namen umbenennen. In Peter B45. B45. Ja. Muss man irgendwann Gibt mal es so so eine Menschen, die Liste haben benennen, Vornamen glaube um ich. 45? Ja. Wahnsinn. Ja. Wer kommt denn auf die Idee? B45, B45. Ja, dieser DA-Bus, ja, es ist getrollt. Aber ich finde das Ja. wichtig. Gerade wir sind ja jetzt kleinere Kanäle, muss man an der Stelle sagen. Ich finde das richtig und wichtig, dass man seine Meinung sagen darf. Ja, aber guck mal, oldschool. Aber ich glaube, ich bin schon lange dabei. Und es ist ja auch wichtig. Also, ich glaube, besonders Luca kann davon ein Lied erzählen, wie hart wir miteinander umgehen. Und ich meine wirklich hart. Ja, wir gehen sehr auch untereinander, sage ich euch ganz offen. Wir gehen sehr kritisch miteinander um. Aber ich weiß, ich kann das mit dir, ich kann das mit Luca. Und Luca kriegt sie echt ab. Und ich genauso. Luca macht es dann öffentlich und dann mal ein Video. Okay, dafür trete ich ihn hinter die Kulissen in die Eier. Ja. Aber das ist dann aber so eine Ebene, auf der kann ich kommunizieren. Ich sage, pass auf, Luca, was ist das für ein Video? Was machst du denn da? Bist du besoffen? Also so kann man, ja, aber wieso? Okay, danke für den Tipp, Mai. Also wir sind da schon, Also ich wir sind glaube, sehr kritisch zueinander, also und wirklich. extrem hart beim Luca, aber Ja. einfach nur, weil es der Luca Also ich ist. nicht, er schon. Ja, einfach nur, ich glaube, das kann man bei Freunden ruhig sagen, aber pass auf, das ist einfach. Plattenzeugs. Aber Weinel-Edek, was interessiert dich denn? Bist du dann mehr so auf der Hi-Fi-Schiene unterwegs oder Interessant. hast du Nein, schon... der meint von der Musik, vom Genre her, Ah, okay. glaube ich eher. Aber da bist du doch auch relativ Ich bin mannigfaltig aufgestellt. Hip-Hopper. Es gibt leider keine. Gibt es Bilder von mir vom Eminem-Konzert in Hamburg 2002? Ich glaube mit so einem Karl-Kanai-Anzug, so unten dunkelblau, dann wurde die Hose langsam weiß und die Jacke von weiß in dunkelblau und so ein Strumpf über den Kopf. Voll krass, Hip-Hop, aber richtig. Gangster, also Eminem-mäßig. Ja, du weißt schon, dass Eminem viel gedisst wurde, weil er weiß ist in der Rap-Szene. Eminem war aber auch so erfolgreich, weil er weiß ist. Ja, Eminem war, ja, doch. Ja, Aber ich fand ihn er schon sagt ja teilweise sehr selber, kontrovers. if I was black, I wouldn't so have. Ja, Das ist aber ich sind finde ihn sein. teilweise. Nee, ich finde ihn super. Wenn man schlecht ist, dann kann man sowas nerven. Ja, es passiert aber, und ich. Es nervt auch, klar, ein bisschen, weil du dich immer fragst, warum, dieses Warum will mir in meinen Kopf nicht rein. Ich bin mit vielem nicht einverstanden, was da draußen los ist, aber deswegen würde ich doch nie deabonnieren. Also, wenn ich einmal abonniert habe, ist es auch ein Grund. Und nur Technikvideos zu verlangen, geht ja nicht. Das kann ich, mein Kanal ist Vinyl und also, klar erreiche ich mit Technik viel mehr Abos, viel mehr Views. Verdiene auch mehr Geld mit den Videos, weil mehr Werbung geschaltet wird. Aber das will ich gar nicht, deswegen mache ich auch die Plattenvideos, weil das gehört ja dazu. Also. Ja, deswegen sage ich ja, also wir gehen, das ist ne, nicht, dass die denken, wir beschmeißen uns mit Wattebäuschen. Also wir sind echt hart und ehrlich und zwar wirklich hart. Da wird nicht, du pass auf, aber. Warum meint ihr denn, läuft das Video nicht so? Da kommen sie, weil es scheiße ist. Ja, Guck mal, bedenk mal die das. Nachrichten, die du von mir gekriegt hast nach dem Boxenvideo. Ja, ich konnte es aber dann für mich sagen, okay, du siehst das so. Jetzt habe ich bei dir Musik gehört, ich konnte es verstehen. Und dann nach noch einer weiteren Woche, einen anderen Verstärker, konnte ich das alles für mich einordnen. Ja, ich gucke bei dir auch rein. So ist das nicht. Ja, Luca ist fantastisch. Aber das schätze ich noch. Und der sagt ja, der knallt ja auch dann Sachen an den Kopf. Und dann ist man aber nie sauer, sondern man weiß, Nee, okay. weil es ist ja auch nicht bös gemeint, sondern es ist ja immer konstruktiv. Und wie gesagt, wir gehen untereinander sehr hart ins Gericht. Ja, also Wirklich. wir. Wir ja. Ja, ja. Also,
Und das finde ich auch wichtig. Und Luca kriegt am meisten ab. Also von mir nicht. Von mir hat Luca aber noch nie. Verdient er auch oft. Ja. Und dennoch habe ich es hinter seinem Rücken. Hinter seinem Rücken? Ja, das deabonnieren doch. Nein. Peter in Karl Kanal. Ja, und zwar auch wirklich offiziell in der Stadt und Eis essen und so. Also so bin ich da rumgelaufen. Mhm. Grauenvoll. Aber ich habe mich gut gefühlt. Das war damals geil. Look good, feel good, do good. Ja. Das war. Und ich war in der NATO bei den Amis und da liefst du so rum. Das war normal. Mhm. Jeans ist unbequem, trägt man nicht. Karl Kanal. Dazu Timberlands und so. So einen schiefen Gang. Ja, riesig. Ich habe es bildlich vor mir. Riesen. Aber den schiefen Gang wirst du früher oder später sowieso automatisch haben. Pete, kannst du eine kleine Rumtour? Nein, das mache ich nicht. Ich habe kein Equipment dazu. Und ich will euch nicht zumuten, mit Taschenlampen da irgendwie rumzuleuchten. Ja, und du hast ja jetzt auch kein großes Stativ. Außerdem habe ich auch kein geiles Equipment. Das lohnt sich gar nicht. Was ich habe, das wisst ihr. Und wenn mein Dings mal fertig ist, dann gibt es vielleicht eine Roomtour. Aber erstmal kommt der Plattenspieler und dann bin ich da fertig. Verstärker ist eigentlich auch schon gesetzt, weil das steht ja hier. Die Phono-Vorstufe kommt noch. Wird es die, wo ich denke, die es wird? Für mich momentan gibt es nur eine. Gibt es nur eine Phono-Vorstufe, die es sein kann. Und das ist Lehmann. Für mich. Also für mich gibt es nur Lehmann. Alles andere hat einen Soundig. Lehmann ist für mich, für diesen Raum ja einfach großartig. Also ich war ja vor ein paar Tagen bei Lehmann Audio, der hat ein Interview mit mir gemacht und dieser Decade Jubilee. Ja, bei mir wird es der Decade wohl, aber ja. Ein Jubilee ist mir zu teuer. Mhm. Ich, Baldala hat es ja schon gesagt, ich kann es mir gar nicht leisten. Ja. Du kannst mir ein paar von den Nüsschen rübergeben, bitte. Hörst du gerne meine Nüsschen? Baby, die hatte ich schon. Kennst du den Sketch? Wollen Sie meine Nüsse in den Mund nehmen? Großartig. Oh, herrlich. Und das ist schon echt fein, was der da hat. Guck mal, ich habe auch noch, oh, wie furchtbar, tut mir leid. Ich habe auch noch so Candy-Zeugs. Guck mal, nur für Soul Disco. Ich bin ja auf Zuckerentzug, ne? Aber riech mal. Mhm. Da kannst du mal irgendein Töpfchen oder so. Ungesund, bis zum geht einfach total geil. Oh, hier. Wollt ihr? Dann lieber ein Gin Tonic. Ja, lieber Gin Tonic. Da kannst du gleich nochmal einen machen. Ich kann meinen Schatz machen. Ich schreibe in meiner WhatsApp. Du schreibst dann was? Das ist ja. Ich schreibe an meine Frau, die heißt Amora. Die Abonnenten, was sagt denn hier der Kollege? Ach, guck mal, du kommst ja gar nicht mit den Kommentaren hinterher. Nee, ich bin da lange. Ich bin da wie Michael. Manchmal wandern die Interessen einfach auf andere Themen. Bücher, Radfahren, Sport. Ja, das passiert. Ganz genau. Oder man ist halt länger mit irgendjemandem abonnieren, sagt auch so, nee, also das erste Video, weswegen ich abonniert habe, war gut und dann die anderen nicht mehr so. Ich hatte zum Beispiel heute voll das schlechte Gewissen, weil wir um 8 starten wollten und mit Luca clashen würden. Nein. Was hat Luca geschrieben? Ist doch scheißegal, mach was du willst. Wen interessiert das denn? Dann ist das halt so. Genau das, ohne Drama, ohne irgendwelches, was ist das auf Deutsch, Schedules? Zeitpläne? Programme? Ja, Programme, das ist auch ein Programm, ey. Das ist eine KI eigentlich. Das stimmt. Was ist denn hier? Du überspringst ja alles. Ja, ich versuche herauszufinden, was Oldschool mit Thorsten. Oldschool hat was mit Thorsten? Ja. Aber Oldschool, das setzen wir jetzt in die Welt. Oldschool und Thorsten, die haben was. Die abonnieren manchmal. Achso. Das hatten wir gerade? Ja, aber das ist, weil dann, also, weiß nicht, bist du Abonnent von mir? Weil ich sehe ja nicht alle Abonnenten. Ich auch. Weil die das nicht offiziell haben oder öffentlich, auch, die kann ich nicht sehen. Ja, guck mal, der Rüdiger. Ich dachte, HiFi ist out. Welcome. Ja, ist es. Aber so, wenn du dich mit Vinyl beschäftigst du dich automatisch mit HiFi. Glaub mir, ist es so. Und das Schöne ist bei mir, wir haben jetzt über einen absoluten Einsteiger-Plattenspieler Musik gehört. Und ich finde, es ist wichtig, immer zu unterscheiden. Klar, jetzt habe ich was deutlich Besseres gehört und gekauft und bestellt und hin und her. Klar, will ich nicht mehr zurück. Das ist ein anderes Universum. Schatz. Ich will auch nicht mehr zurück. Das hat aber damit nichts zu tun, dass ich einen 500-Euro-Player nicht schätzen kann und keinen Spaß damit haben kann. Ich glaube, das musste ich Nadine vermitteln und sagen, ja, das klingt aber komisch. Ja, da ist eine 100-Euro-Nadel drauf. Und das Ganze, ja, und das ganze Ding kostet 500 Watt zusammen. Also, und dafür muss ich sagen, designtechnisch ist es sehr hübsch. Ja.
Da kannst du gar nichts sagen. Und wenn du Einsteiger bist, ist das auch völlig legitim. Ich glaube, wichtig immer zu sagen, ja, warum kauft, weil die Argumentation ist dann so, ja, warum kaufst du dir dann so eigentlich? Das habe ich dir nicht gesagt. Nein, nein, du nicht, aber viele. Ja, dann kauf dir doch. Ja, nein, will ich nicht, weil ich dann für mich was Besonderes haben möchte und ich weiß, wie die Preisklasse klingen kann. Ich hatte schon mal jetzt vor, bis vor einigen Tagen einen 40 Kilo Brocken stehen. Der war wunderschön, aber eine Ruine par excellence. Oh, das war schlimm. Boah, das war das so hat schön. Mir so leid getan für dich. Ich habe schon, also ich hätte schon ein Video machen können, werde ich aber nicht nennen über einen Plattenspieler. Und der war, du bist extra angereist. Ich bin extra angereist. Weil ich hatte ihn gehabt, ich habe den hier gehabt, Freunde, ich habe den da gehabt. Und das war unglaublich. Aber es war einfach eine Ruine. Es war Dresden 45. Es war wirklich, Leute, es war echt bitter. Dresden 45. Das war schade. Aber ich komme mich mit dem Hersteller da Gott sei Dank schnell, schnell einig werden. Aber jetzt kriegst du ja wirklich. Und nicht ein bisschen, aber finde ich gut. Ja, das was jetzt kommt, ist nochmal. Ja. Ja. Leute. Finde ich auch, ich fresse, es ist mein Plattenspieler des Lebens. Ich weiß aber, was da draußen passieren wird, wenn ich ein Video mache. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich Angst vor dem Video habe, weil es wird einfach zerfetzt in der Luft. Ich weiß ja, wie Leute reagieren, wenn du schon viel Geld für eine Platte ausgibst. Was meinst du, wenn Leute reagieren, wenn man viel Geld für einen Plattenspieler ausgibt? Ich meine. Möchtest du denn uns so eine gewisse Preisregion sagen? Mm-mm. Gar nicht. Mm-mm. Knapp unter fünfstellig. Das ist für dich, das kostet die Nadel, ich weiß. Bei dir, aber wir reden jetzt hier nicht über mich. Wir reden nicht über mich. Mm-mm. Ja, also in diesem, für mich unfassbar viel Geld, aber ich habe lange darauf gespart. Und sie hat mich dahin gedrängt, einfach das Bessere zu nehmen und jetzt. Ja, weil du immer davor gesessen hast und gesagt hast, scheiße, ich hätte doch den anderen nehmen sollen. Mhm. Mhm. Hört man das, wenn wir die Dinger kauen? Ja, dann tut es, dann hören wir sofort auf. Das ist wirklich unhöflich. Richtig, Manfred, der ist auch geil, aber es gibt so viele Sachen, die geil da draußen sind, die mich aber einfach vom Kopf her, viel vom Kopf her nicht beruhigen würden. Und genau deswegen habe ich jetzt das andere Modell genommen, weil ich wüsste, hätte ich es doch machen sollen. Nee, du hättest da gesessen gut. Und gesagt, wie viele Jahre toll. Muss ich jetzt sparen? Genau. Und jetzt weiß ich nur, ich muss dann nur auf ein anderes Zubehörteil sparen. Also ich weiß, das Geile ist, ich weiß jetzt schon, wenn eine Plattenspieler kommt, was demnächst aufgerüstet wird, das ist schon krank. Ja, bei mir wird er jetzt auch aufgerüstet. Also oder im Fall von Thorsten vielleicht downgegraden. Aber Thorsten muss ja erstmal Ahnung von HiFi entwickeln. Genau, nur 28 Likes. Ja. Mach mal lieber auf Like. Like unterstützt uns, unterstützt den Algorithmus. Lieber 69 Likes, finde ich besser. Ich auch. Ja. Viel besser. Aber 71 so ist noch cooler. Ja. Besser als 71. Wenn du es lange durchhältst. Schatz, was ist denn jetzt hier mit unserem Nachschub? Nicht kaum, ich mache einen Drink. Aber also für den, der weiß, was 69 und 71 ist, besonders 71, der kriegt eine Platte geschenkt. Dem schicke ich die auch zu. Die Soul, ne? Die Soul, ne, die ist schon weg. Die Soul, die hast du schon jemand. Welche war das denn hier, diese Men-Dings da, ne? Der war geil, ne? Es hat einer geschrieben, weil ich gesagt habe, im Video hier, dann schicke ich dann einer geschrieben, ja, dann schick sie mir zu. Ich so, ja, dann schreib mir eine E-Mail, dann kriegst du sie. Fertig. Und hat er aber fairerweise geschrieben in der E-Mail, meine Frau, warum? Ja, zu Recht. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, bitte mit Bankverbindung und alles. Und nee, du kriegst die so, das dauert nur. Auch der liebe Sascha hat heute, ich habe Sascha ein paar Platten versprochen und ich verschicke ja ungern. Und Sascha hat heute geschrieben, sag mal, hast du die Platten eigentlich schon verschickt? Das ist so gefühlt Jahre her. Ja. Und ich habe geschrieben, ich und schnell Platten losschicken. Ich muss mich seelisch darauf vorbereiten. Hat er geschrieben, okay, dann gedulde ich mich noch ein bisschen. Ja, das verstehe ich aber. Man, es ist total einfach, super. Es ist schwierig, sich von Platten zu trennen. Ja, und ich hasse es, Platten zu verschicken. Oh, warum? Ich stehe bei mir, wenn die Kanäle sich in die Richtung Influencer entwickeln. Wann ist es ein Influencer? Genau, also, Alex, guter Punkt. Hör mal auf zu kauen hier so laut. Ich kann auch nicht laufen. Alex, was hat denn deine Frau?
Ich weiß gar nicht wie. Weißt du, das Es ist ist ganz keiner. einfach. Das ist keiner. Eiswürfel, nee, ist, Eiswürfel. Geh Guck, doch dann zu guckst du. meine Frau guckt zu. Guckst du zu? Das wäre schön. Also Eiswürfel, 30 Guckst du Stück. zu? Dann so viel Gin Tonic. Sagen wir mal drei. Ich muss ja noch fahren. Drei Gin Tonic, drei Gin und der Rest Tonic. Hier, Schatz. Du weißt ja, wo die Ich Eiswürfel weiß gar sind. nicht, warum. Die Frau ist süß, oder? Nicht nein, sondern ich weiß gar nicht wie. Ich finde es goldig. Ja, ist ein schöner. Mega. So, was haben wir hier Ja, noch? machen wir weiter. Du kommst gar nicht hinterher. Ich deabonniere, schade. Da will ich wissen, Alex, warum du denkst, die sich in Ja, das Richtung wäre, öffnet aber hat. das ist ein schönes Spiel. Da habe ich die abonniert, weil Guido anfing, China-Scheiße in den Himmel zu loben. Okay, kenne ich nicht. Anna Dialog gucke ich sehr gerne. Sehr, sehr gerne, weil ich seinen Akzent mag und er hat gut austarierte Videos. Und wenn der China-Scheiße halt gut war in dem Augenblick, warum dann auch nicht mal loben? Aber was ist denn China-Scheiße? Wahrscheinlich die Hälfte von dem, was er im Wohnzimmer stehen hat. Und ich auch. Und du auch, übrigens. Nee, du. Nein, China nicht. Aber das Noch meiste nicht. Zeug noch nicht. Das meiste Zeug ist halt von daher. Ich finde nur mit Klonen sehr schwierig. Das halte ich eigentlich für. Warte mal, wir haben hier so viele Kommentare verfasst. Ja, du machst halt nichts. Du bist Ja, halt. Guck mal, der Sascha schreibt doch was. Mach doch mal den Sascha. Der Moment, wenn du Mach mal. doch mal. Sascha, die Diskussion bei HiFi-Preisen sind genauso dumm wie bei Windeln. Danke. Ja, so ist so, Sascha. Das ist wirklich. Basta, genau. Und hier der Rolf meint, du kriegst einen Rega-Planer 10. Das ist ein Rolf Heinemann. Nein. Kriegt er nicht. Aber er kriegt, also. Kriegt er nicht, aber Kriegt er nicht. ich krieg. Es wird ein Planer 11 für mich Guck gebaut. mal, dass es bei Yama bald eine SOA-Edition geben wird. Ist da was Wahres dran? Was ist eine SOA-Edition? Weil mir. Du bist doch Snake wieder. All Audio. Ach so. Ja! Nein. Ich habe mir eine LBL Boombox gekauft, um mit voll zu finden. Jetzt brauche ich nur noch ein Yamaha-Smartphone. Thorsten. Also, bin da sehr, eine JBL Boombox ist ja auch was Feines. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir jetzt hier schon wieder alles verpasst haben. Ja, aber so eine Edition wäre ja geil. Thorsten, ja, ne, was, du kritisierst ja. Der Thorsten Ne, da? der Thorsten ist da. Also Und so. hat er mitbekommen, dass du gesagt hast, dass er keine Ahnung hat? Ja, ich denke, dass er das mitbekommen hat. Ja? Thorsten, ich hab dich lieb. Ja, er hat dich auch irgendwie lieb. Thorsten, du Ja. weißt, ich habe dich auch. Aber bei Thorsten ist das ja so, dass er sagte, wenn ich das richtig zitiere oder nicht zitiere, war das ja so, dass bei Yamaha die Sachen sind gut verarbeitet, aber klanglich halt nicht toll. Ja, das ist, wir haben auch viel, aber ich muss halt ein bisschen, ich muss ja noch fahren, ne? Also deswegen. Hallo Carsten, guten Abend. So, bei dem, hier, Peter, bei dem, hast du dir jetzt einen Eisklumpen auf den Fuß fallen lassen und schreist deswegen au? Oh, Mädchen. So, also bei China-Scheiß ging es um Netzstecker. Die hatten viel Bling-Bling. Nein, das wäre ja auch geil gewesen, wenn die so Swarovski-Steine gehabt Ein hätten. Problem. Ja, das schaffst du. Du Nein. weißt nicht mehr, welches Glas wäre. Hier ist egal. Ist auch egal. Wir haben schon so viel Körperflüssigkeiten geteilt, Schatz. Das ist egal. So, guck Das, mal meine hier. Frau ist da. Die weiß auch Bescheid. Ist auch alles kein Problem. Ja, natürlich weiß sie Bescheid. Wir sind da sehr offen. Hier, bei China-Scheiß ging es um Netzstecker. Mit Guck mal viel auf Bling-Bling. OnlyFans. Nee, das machen wir nachher, OnlyFans. Ach so, machen wir danach direkt einen Stream Ja, wir für duschen und dann machen wir das. euch. Das Danach Geile duschen wir ist, nochmal. ihr werdet uns nie auf OnlyFans finden, weil wir so im. Wollen wir uns eine teilen? Ja. Ja, Das machen wir aber nicht öffentlich. die sind scheiße. Was hast du denn da? Und die hatte ich mal, die waren gut, aber irgendwie war das Nee, eine das ist Kacke. andere. Aber Cola Dings ist, aber das ist furchtbar. 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 Furchtbar, was er da jetzt rausholt. So, wir haben jetzt ein bisschen den Faden verloren. Also der Technik-Scheiß war die Ja, aber Netzstecker. Bei Netzstecker wäre ich auch immer ein da sind bisschen. die ja gewohnt. Das ist ja auch ein Gin Tonic Stream. Wir verlieren ja manchmal den Faden. Also das mit Yamaha kann ich nicht verstehen, sagt er jetzt hier, dieses Bashing. Ich auch nicht. Aber das von vornherein kann ich das nicht verstehen. Ich verstehe das sowieso nicht. Irgendein Bashing, besonders nicht bei einem so hochwertigen und
Nach wie vor, wenn bei Yamaha, das ist das gleiche wie mit Phaeton. Und ich habe 8 Jahre für VW gearbeitet. Das war ein Bentley mit einem VW-Zeichen dran. Und Okay. was war? Er ist wenig verkauft worden, weil es ein VW war. Das ist genau das gleiche mit Yamaha. Und da gibt es Engstirnigkeit natürlich oder weiß ich nicht warum oder eine Abneigung. Ich habe ja auch Abneigung gegen so vieles. Hersteller weiß ich nicht, weil ich lasse mich immer gerne überraschen. Ich habe zum Beispiel unten so ein All-in-One-Gerät von Advanced Paris. Habe ich nie gemocht. Aber ich habe mich darauf eingelassen und ich bin gespannt, was mich erwartet. Man weiß es nicht. Mach du. Willst du anziehen? Mach du. Ich? Ja, Darf ich? zieh. Darf ich, ja? Ja, zieh. So, aber also Yamaha hat ja einen eigenen Sound, würde ich mal so sagen, so den Ja? Yamaha-Sound. Ah, jetzt. Wir machen das nicht, also wir kennen uns da nicht so aus. Meine Nüsse sind super. Finde ich sind super. Der Chef von South Park hat ja immer gesungen, Try my chocolate salty walls. Ich habe nicht mal gehört, shut your fucking mouth, Uncle Ja, Fucker. stimmt. Das war ja Isaac Hayes, der das gemacht hat. Hier, dein Laden. Was? Ist dein Laden wie gewohnt offen? Ja, noch ist er nicht zu. Ich habe auch noch kein Franchise. Also es gibt viele Leute, die das wollen, aber echtes Franchise kostet mich ja Geld und bringt keins. Das stimmt. Also echtes Franchise stelle ich alles, was die brauchen. Ja. Und das ist ein Arsch voll Geld für einen Plattenladen. Und dann kriege ich einen Prozentsatz. Ja. Was erstmal gut ist, aber ich finde es auch nicht arrogant. Basement oder jeder Plattenladen lebt von seinem Besitzer. Ja, also du musst das beim Franchise ja auch so machen. Cheers. 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 Schön. Muss lecker. Muss, das habe ich auch schon mitgebracht. Den Bombay. Du bist so Musst du es gut. ja clever machen. Du musst das Grundstück am besten besitzen, schon im Vorfeld. Das heißt, da, wo er baut, gehört das Grundstück schon mal dir und dann verlangst du da schon mal Miete. Dann schreibst du dem sämtliche Vertragsthemen vor. Also da kaufst du, wenn du jetzt, Ja. ne, dann musst du das da kaufen, das da kaufen, das da kaufen. Am besten hast du diese Firmen selber gegründet, dass sie es quasi Richtig. wieder von dir kaufen. Das wäre ein vernünftiges Franchise. Ja. Ja, und deswegen mache ich es nicht. Also Nee. Basement, wenn ich es mache, dann muss ich selber vor Ort sein. Das ist momentan nicht möglich. Oder ich mache eine zweite Filiale irgendwie 20, 30, 40 Kilometer und dann 2 Tage da, 2 Tage da. Ja. Aber ich Schon habe sehr jetzt schon gut. nicht genug Platten. So, Du hast ich noch hier finde, Alex Ill übersprungen. Alex, ach hier bitte. Influencer-Kanäle, die nur noch für ihr Geld Produkte bewerben. Sind da nicht. Erstmal weißt du es nicht, Alex, Aber du mein lieber musst das Alex, du doch weißt es nicht. dokumentieren, wenn du Werbung machst. Wenn du bezahlte Ja, das Werbung machst, hat, musst du es reinschreiben. naja, das machen auch viele und ich kenne einige persönlich, die das machen, weil sie einfach das aus Sicherheitsgründen machen. Und es gibt auch genügend Kanäle, und das ist wichtig herauszugedönsen, also Arbeiten? herauszuarbeiten? Nee, Ja, was willst nee. du denn sagen? Hervorzustellen, Hervorzuheben. hervorzuheben, dass man oft in vielen Fällen bezahlte Werbung hat und trotzdem seine eigene Meinung sagen darf. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht immer nur die dunkle Seite. Es gibt auch, wie demnächst, wenn alles klappt, bei mir auf dem Kanal, ein wahnsinnig umstrittenes Produkt, wo ich einfach an dem Vertrieb vorbeigegangen bin und direkt mit dem Hersteller kommuniziert habe. Und das muss ich als Werbung deklarieren, weil ich es kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen Ja. werde, wenn es klappt. Wichtig ist, ich habe gestern die Mail bekommen, schwarz auf weiß. You can talk whatever thing you want. Pros, Cons, alles. Ja. Ich darf das nicht mit was anderem vergleichen, weil das einzig konkurrierende Produkt den achtfachen Preis aufweist. Ja. Und somit ist das nicht vergleichbar. Kann ich auch verstehen. Das macht absolut Sinn. So, aber ich darf, das war die Frage, ich mache das gerne, ich teste das gerne, aber meine E-Mail war, ich darf und will sagen, was ich möchte. Somit kriege ich das Produkt umsonst. Ich muss es als Werbung deklarieren. Ich habe aber die Freiheit zu sagen, was ich will. Dennoch kommt es bei euch dann so an, oder Alex, dass wir nur für Geld Produkte bewerben. Das ist es nicht so. Also ich habe noch für keine Review Geld bekommen und ich durfte auch noch nichts behalten. Das kann ich einfach so sagen. Aber gar nichts. Und Produkte, die ich nicht vorstellen werde, weil das die Hersteller dann so sagen, die schicken dir Scripts und bieten dir Geld dafür an, die werdet ihr bei mir nicht sehen. Ums Verrecken nicht. Vorher mache ich meinen Kanal lieber zu.
Ich lasse mich nicht für ein paar Euro kaufen. Besonders nicht für so ein paar Euro. Ja, das würde ich auch sowieso nicht. Kostet der Welt ja mehr. Ja, stimmt. Aber ich habe das Produkt ja auch getestet dürfen und durfte kein Video darüber machen. Deswegen bin wer ich mal. Wer sagt das? Der Hersteller? Nee. Aber ich bin ehrlich? Gespannt. Ja, ich durfte kein Video machen. Deswegen, ich bin gespannt, was du sagst. Aber hast du dich an den Hersteller gewendet? Nein, ich war nicht beim Hersteller. Okay. Aber ich habe meine Schlüsse gezogen und ich bin echt gespannt, was das bei dir ergibt. Bombay. Es ist aber der schwarze Bombay. Sind ja blaue Bombay? Der schwarze ist der sehr trockene. Ja, bei uns auch, aber er hatte ja nichts da. Ich habe nichts da. Plan ist bei mir. Ja, ist so. Oh, ja. 150 Leute, Wahnsinn, super. Dankeschön. Total geil, dann können wir also schon aufhören. Ja, wir haben ja jetzt noch den ganzen Gin Tonic. Ja, wir haben noch Zeit, ganz ruhig. Wir wollen noch zumindest in 10 Minuten fangen die an zu streamen. Komm, dann machen wir noch 200 voll. Ja, aber Markus, bei welchem Produkt, das würde mich echt interessieren, bei welchem Produkt siehst du das so? Deswegen, bei Thorsten, so habe ich es zumindest verstanden. Thorsten, wenn du zusiehst, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ist das ja bei dir so, dass du grundsätzlich sagst, dass die Yarama-Produkte nicht gut klingen? Also alle durch die Bank weg, grundsätzlich. Ja, der verwechselt aber mit seinem eigenen Musikgeschmack oder Hörgeschmack mit, die klingen nicht gut, finde ich. Ihm gefällt das nicht. Das ist genauso wie, es gibt viele ultimative Meinungen da draußen, der auch sagt, ja, aber das ist so und das ist Fakt. So, der Fernseher vibriert nicht, das ist Fakt. Warum? Du sagst es gerade so und ich sage, also das ist Meinung und Fakt. Ist dann halt, ich finde es schwierig. Ist gut, gell? Ja. Also, viele gute Sachen. Ja, ich merke das schon. Also ich persönlich, Yamaha, bei mir, Wahnsinn. Also mich greift es emotional an, Yamaha. Die schaffen es. Dein Kanal getestet und hat gefühlt jede Woche das beste Produkt. Und dann, da magst du uns, Christian, den Kanal nennen? Also wenn es Basement ist, dann sag es. Das kann ich aber entkräften. Aber wenn es der Kanal ist, von dem ich denke, dass du redest, dann hast du recht. Okay, dann sagst du mir den nachher mal? Ja, das sage ich dir nachher mal. Peter, mach doch mal ein Crowdfunding und mein Ultra, was du testen sollst. Ja, ich muss aber, da ich nicht mit jedem zusammen, anders, da die wenigsten mit mir zusammenarbeiten wollen, weil ich gerne sage, was ich möchte, und das ist bei MD Sound, bei den meinem neuen, nicht neuen, aber bei meinem Platten Dreher, Händler, Vertrieb des Vertrauens jetzt so, da kann ich machen, was ich möchte. Jetzt kam ein Bäuerchen hoch. Ja, ich merke das. Ja, ist nicht stimmt. Ist total unangenehm. Ach, Schatz. Bei Norbert Lehmann ist das so. Ich kenne sogar einen unter euch da, der wollte die Füßchen von Norbert Lehmann zersägen. Ja, davon hörte ich von Norbert selber. Vielleicht schickt er dir was. Offiziell wollte er die zersägen, um zu gucken, was der Hype ist. Und was hat Norbert Lehmann höchstpersönlich gemacht? Ja, total geil. Dann soll er doch zu mir kommen und dann machen wir zusammen. Dann kann ich dazu noch was sagen. Aber erzähl mal kurz was zu den Füßchen. Zu diesen Voodoo-Füßchen. Die sind super. Aber wo stelle ich die drunter? Unter alles. Okay. Das Problem ist, ich finde sie teuer. Wenn du weißt, 180 Euro vier Stück, irgendwie so. Also ich finde sie teuer, aber wenn du, und das ist ja Norbert, ne? Wenn du mit dem einmal telefonierst, das sind drei Stunden dran. Oh, aber ein toller Kerl. Und du weißt nicht nur, wie die hergestellt werden, wo die hergestellt werden, sondern aus welchen Materialien, welche Mütter die geknüpft haben und von welchem Baumwollplatten. Ah, nee, das war was anderes. Aber du weißt alles über das Produkt und dann wird dir klar, aber... Und es gab nie ein Wort, sag aber das, mach aber das, aber gar, ich hatte die Produkte hier ein Dreivierteljahr. Das war meine Sache. Ja, und was ich bei Norbert so toll finde, ist, der ist ja promovierter Ingenieur und er hat mir auch seine Ingenieursarbeit da gezeigt. Hacke. Der kann dir wirklich auch detailliert sagen, warum, weshalb er das so und so gemacht hat. Ja. Und was ich halt auch total cool fand, ist, jedes Produkt, was den Laden verlässt, das misst er nochmal einzeln alles nach, bevor das rausgeht. Und er wird niemals sagen, nimm das mit, teste das und sag so und so. Ja. Das, auch mit den Füßen fand ich es so geil, als ich ihm das erzählt habe. Und ich verrate es, aber das war überhaupt nicht schockiert. Sagt er, echt? Ja, aber da muss er dir ja bezahlen. Das wäre total verrückt. Soll er zu mir kommen? Dann machen wir das zusammen. Schön. Weil dann erkläre ich ihm die verschiedenen Schichten, die Lagen, was damit zu tun hat.
Der macht sich ja Gedanken bei seinem Scheiß. Klar finde ich für vier, für mich persönlich auch teuer. Zu teuer ist wieder eine andere Frage, denn zu teuer, nachdem ich den Aufwand weiß und das alles. Also Wahnsinn, was man mittlerweile, also ich werde es nicht verraten, keine Sorge. Aber wenn ihr wüsstet, was eine Frontplatte für so einen Lehmann-Verstärker heutzutage kostet, nur eine Frontplatte, dann wird man ganz anders da dran gehen. Das Ja, ist Irrsinn. ich verstehe das gut. Und das ist MD-Sound, das ist Norbert, das sind wahrscheinlich auch viele andere, aber momentan die, von denen ich mich bedienen kann. Und ja. So, guck mal. Ja, okay, Michael. Ja, muss, ja. Ist doch super. Und meine Karriere habe ich ja auch gestartet mit. Ach nee, das verrate ich nicht. Ja, aber Oldschool, was magst du an dem Sounding genau nicht? Also es würde mich mal interessieren, was dein Eindruck ist, wo du sagst, den Sound magst du nicht. Ich merke schon, wir kommen von Yamaha irgendwie nicht los. Nein, weil das einfach einer der besten Hi-Fi-Hersteller der Welt ist. Muss man ihn mögen? Nein. Aber Yamaha kennt sein Zeug. Arke, geh mal auf Arke drauf. Ja, natürlich. Hier. Wenn, dann sollte man meinen ganzen Kommentar wiedergeben, nicht nur einen Teil. Ja, den ganzen Kommentar dauert ja 24 Minuten, Acker. Das kann ich mir nicht alles Was war merken. das denn? Mit dem Fernseher, mit dem Flattern. Aber Ach Acker hat so. natürlich auch recht. Er hat die Boxen gefühlt 3 Meter von der Wand stehen. Also der macht es richtig. Bei dem vibriert natürlich gar nichts. Aber mich auch wie bei Thorsten oder bei vielen anderen, das Ultimative stört mich so. Okay. Ja, Weil das stimmt. der Soul Will ist das Ultimativ. Das ist verzerrt. Und das ist historisch korrekt und was auch immer. Ich finde es trotzdem scheiße. So. Klang ist das Ergebnis. Nicht über dich, Markus. Also, Klang ist das Ergebnis von harmonischen Verzerrungen und der Ansatz der Japaner ist halt, manche Verzerrungen nicht zuzulassen. Wenn du Briten gegen Japaner antreten lässt, ist klar, Was haben wir haben wir eben gesagt? drüber gesprochen. Es ist eine völlig andere Welt, aber eben nicht scheiße, sondern vielleicht sogar die richtige Wahl. Und ich habe Angst davor, ihn hier zu hören. Wirklich. Was hier zu hören? Das weißt du, aber darüber reden wir nicht. Das ist der Elefant im Raum. Das ist der große Elefant im Ich Raum. habe Angst davor. Also es wird dich, ja, es wird dich, es ist wird dich. Ja. Ja, keiner. Und das Tolle ist ja auch, dass Norbert bei den Zuschauerumfragen oder bei den Leserumfragen immer sehr weit vorne ist. Weißt du warum? Weil Norbert sich vor die Schatzkamera stellt, sein Gesicht hinhält und sagt, ich bin der Erfinder davon, davon, ich mache das und das und ich stehe dafür. Und das Blöde ist, er kennt seinen Scheiß wirklich in- und auswendig. Und der letzte Kommentar unter meinem Video zu Norberts Voodoo-Füßchen war: Ja klar, wenn die so toll sind, warum machen die anderen Hersteller das nicht immer dran? Wahrscheinlich, weil die keine Ahnung haben. Also ich habe einen blöderen Kommentar noch nie im Leben gelesen. Ich kann doch keinen Plattenspieler für 5, 6, 7, 800 und 1000 Euro auf den Markt bringen und da so Unterlegfüße für 200 drunter backen. Das funktioniert nicht. Also die Kalkulation gibt das einfach nicht her. Jeder Plattenspieler ist, glaube ich, bis auf den Cent. Kannst du das jetzt mal? Ich habe es jetzt auf Stumm Also, guck geschaltet. mal, sieht man das hier alles? Die Papiere, ne? Die ganzen Aktienunterlagen. Okay, gut. Schatz, da liegt dann Ja, alles. finde ich nicht. Ich find die super. Was hat der Sascha noch geschrieben? SIG, SIG. Was Kenne ist ich nicht. SIG? Ist das eine? SIG. Ist mir zu kalt, zu analytisch? Nein, nein, Oldschool. Nein, da hast du Unrecht. Also anders. Wenn es für dich so ein Empfinden ist, anders. Das muss ich anders ausdrücken. Wenn du so ein Empfinden hast, ist alles gut. Dann ist alles okay. Wenn du einen gehört hast und der nicht neu war und du ihn nicht nach 3 Tagen abgesteckt hast, dann glaube ich dir. Was haben wir denn hier vor? Ja. Also, Yamaha läuft, ja. Meint aber Japan-Konsumerbereich. Anders als bei. Ja, also Laxman, auch da. Also Akkuface ist ein Traum von mir. Ob es jetzt wirklich klanglich, weiß ich nicht. Es ist einfach optisch ein Traum von mir. Es ist aber, da hatte Thorsten wieder recht, die Preise entwickeln sich jenseits von gut und böse. Solo finde ich toll, ich mag aber, upsala, die Lautstärkeregelung mich, puh. Das ist schon,
Super. Ich mag die Lautstärkeregelung nicht von denen. Dieses Relais-Klicken wie bei Shit-Audio, die haben das genau das gleiche. Kosten und Bruchteil. Nadine hat gar keine Anlage. Nadine Ich höre über streamt mein iPhone, MP3. über mein iPhone. So, und da finde ich 180 Euro oder 200, was auch immer. Also ob 180 oder Moment, 200. 3.300 pro Stück für einen Aber Fuß? wisst ihr warum? Das habe ich aber in meinem HiFi-Leben auch erfahren müssen. Weil die Scheiße echt hilft. Und ich glaube auch, dass so Ansätze wie Kabelraiser in gewissen Anlagen, in gewissen Situationen, wenn du weißt, wie der Strom durchs Kabel fließt und wie das. Ich glaube schon an, was es was bringt. Das ist nicht alles nur Voodoo. Lima Bravo, Hallihallo. Ja, völlig zu Recht. Oder alles richtig gemacht. Luxman LX590. Nicht Bock auf den 595 SE zu gehen. Boah, das wäre, dafür würde ich alles verkaufen. Alles? Oh mein Gott. Luxman. Oh. Ich glaube, ich. As wet as a Kieslaster. Ja, ich merke das schon. Total geil. Die Streams mit dir sind so entspannt. Wenn meine Frau das sieht, dass wir paffen, dann zieht sie mir die Eier lang, nagelt sie auf den Tisch. Du brauchst aber ganz kurze Nägel. Zimmermannsnägel, 9 Zoll. 9 Inch Nails. Am besten ist sowieso Kondom. Habe ich nicht gehört, weiß ich nicht. Das ist ein Fremdwort, kenne ich nicht. Ja, wir haben es etwas früher gemacht. Geht auch erst um 20 Uhr los. Wir fangen jetzt Es nämlich war erst erst das an. Warm-up. Ich werde nämlich sagen, was für einen Plattenspieler ich gekauft habe. Und zwar ganz genau in 2, 3 Monaten. Luca ist online und jetzt Skinhead. Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist keine neue News für mich, aber es sieht besser aus als sonst. Ich habe ihn beglückwünscht zu dieser Frisur, weil er endlich vernünftig aussieht. Skinhead. Wir sind uns, Acker, wir sind uns, glaube ich, am Alle. uneinigsten, wie man sich nur sein kann. Aber es gibt ein paar Überschneidungen und das sehe ich auch so. Und ich finde auch damals, ja, Yamaha baut seit 100 Jahren Instrumente, da ist recht. Und ich finde auch, das spielt in den Klang hinein. Ich finde, da hat man die Erfahrung können ruhig oder können sich überkreuzen, finde ich. Das ist nicht so. Ja, aber dann hat man trotzdem von Verstärkern keine Ahnung. Das sehe ich nicht so. Das sehe ich wirklich anders. Da sieht der Thorsten wiederum anders. Aber ich würde mir Yamaha reintätowieren, wenn die es bezahlen würden. Jep, Peter, was auch immer. Super. Finde ich auch. Jep, Peter, ist gut. Tim Jansen. Ich habe alle schon gehört. Ich habe schon alle gehört. Ich habe sie alle Alle, 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 gehabt. ich hatte sie alle durch. Ich habe sie alle. Alle Soul Bill Websters. Mega. Oh Gott, das wird echt ein Shitstorm. Ja. Scheiße. Es wird jetzt Shitstorm hageln und weil es sind die Zuschauer, es sind nicht alle, aber es sind die Zuschauer, die dann, ich weiß nicht, und hatten wir auch, wir haben ja oft die Rede davon. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, was es ist. Erklärt mir das vielleicht mal in den Kommentaren, was euch dazu bewegt, ein Video zu disliken. Was, also wenn ich Scheiße finde, aber warum? Ja, aber was Besonders, erwartest besonders du? ein Plattenvideo, also mal ein Technikvideo, du kannst meine Fresse Scheiße finden. Okay, Dislike nach unten. Aber wenn du mich von vornherein verfolgst, gibt das eine Linie. Also, und wenn ich ein Gerät teste, dann bin ich sehr oft davon begeistert, auch zu Recht, weil ich es einen 500 € Plattenspieler nicht mit einem 8000 Plattenspieler vergleiche. Natürlich klingt der dazu farblos, antriebslos, dumpf, klar, aber in der 500 € Klasse klingt er vielleicht gut, analog, warm und hat einen tollen Körper und wie ein guter Rotwein, kann ja sein. Und du musst halt auch berücksichtigen, für viele ist ja schon 500 € Hi-Fi. Absolut. Und nicht nur das, ich finde, man muss vorsichtig sein. Es gibt nämlich, also ganz vorsichtig sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Menschen einfach
auch 500 Euro nicht einfach so rumliegen haben, sondern die Nee. müssen sich's ersparen. Und dann finde ich wichtig zu sagen, ja, das ist aber der größte Schrott. Im Vergleich zu was? Zu einem 10.000-Euro-Player? Selbst dann nicht. Also ich bin nach wie vor der Meinung, einen größten Schrott gibt es heutzutage nicht auf dem Markt. Es gibt keinen Platz anders. Also wenn ihr bei IKEA seid, den Scheiß würde ich nicht kaufen. Das kann ich ja aber öffentlich sagen. Das ist ja dein Nee, da Kanal. steht ja auch ganz viel von Ikea. Ja, aber ich meine, Plattenspieler, das würde ich nicht kaufen. Damit würde ich noch nicht mal eine Picture Disc abspielen lassen. Aber sonst, hey, ob's, und selbst der Lidl oder Aldi Player, die haben Audio-Technica-System drauf. Also es wird auch nicht das Schlechteste der Welt sein. Guckt doch immer, wer, guckt doch immer von der anderen Seite. 200, 300 Euro dafür ein Gerät auszugeben, ist auch schon sehr viel. Okay, Crossley ist eine Ausnahme, das ist eine Plattenfräse. Ja, vor allen Dingen ist da ja ein Rubin drauf und kein Diamant. Ja. Und was ich immer total schwierig finde, ist, wie du schon sagtest, da hat sich jemand irgendwie viel Geld erspart Ja. und kauft sich zum Beispiel ein Yamaha-Gerät und ist damit total zufrieden Was und für ein will Gerät? ein Yamaha-Gerät. Ein Yamaha-Gerät Ein Yamaha-Gerät. und ist da glücklich und zufrieden mit und dann wird das halt permanent getrasht. Ich hätte, also in meiner Wahrnehmung, hast du jetzt auf das Eis gebissen, warum bist du so hart? Ich habe ja keine Zähne mehr. Also. Ist ja nicht meine. Deshalb kann ich das. Legst du die nachher dann ins Glas? Nee, die sind fest verklebt. Ach so. Und dann wird das permanent getrasht und dann sitzt du halt davor und das kann ich Fear of the schon. Frog. Ja, den habe ich gerade schon begrüßt. Ja, ich höre ja nichts zu. Ja, ich merke das schon. Genau, und das ist. Also wenn du nochmal jemandem vorwirfst, ne, Und den zu das habe ich aber. Nein, unterbrechen. ich unterbreche niemanden. Aber viel wichtiger ist, und genau das ist auch unter dem zerrissenen Revel-Video, war so viel, ja, du redest um den heißen Brei herum. Weil A fand ich die gar nicht so verkehrt. Und ich spiele immer noch mit Gedanken, die kleine, die M16 mir zu kaufen, weil ich das Kleinbild gemocht habe. Aber war mir zu viel Bass für den Raum. Aber es gibt Leute da draußen, die haben den Lautsprecher, die lieben den. Das ist für die wie Amerika entdecken. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Nur weil es mir was, nur weil mir was etwas nicht gefällt oder anders von der Soundwiedergabe nicht zusagt, ist es kein scheiß Lautsprecher. Und das wiederzugeben, kann ich nur anhand von Beispielen, wie ich das hier höre, etc. Wenn man nur ein Video sieht, klar, dann kann man sehen, keine Ahnung. Aber ich glaube, du warst jetzt auch schon öfter, hier steht einfach viel Equipment rum und ich tausche viel. Ich habe unten vier Verstärker, ich habe hier allein ein, zwei, drei angeschlossen, ich habe unten zwei Plattenspieler, hier ist einer. Es ist überall irgendwo. Ich habe vier verschiedene Kabel von MD-Sound, die haben mir zugeschickt zum Testen. Es ist, ich habe schon, ich sage nicht, dass ich Ahnung habe, aber ich habe schon viel gehört und höre viel. Ich höre viel. Das glaube ich, Ich dass du höre viel. Ja, viel. natürlich hörst du Fuck you, viel. ich Du höre hörst viel. sogar so viel, dass du den Riemen geklebt hast mit Sekundenkleber. Ah, das. So viel hörst du. So viel höre ich. Es ging nicht alles. Ich konnte nicht 3 Tage warten. Aber ich seh nicht mehr scharf. Ist das gut? Du musst ja nicht mehr fahren. Er meinte, glaube ich, Blick. Nee, ich meinte Block. Der meinte nicht Block, sondern wirklich einen Blocker. Du hast einen Stopper versetzt. Aber ich kann es auch. Versteht ihr, wenn ihr bei Nadine zu Hause wart und ihr hört das, dann kann ich es absolut nachvollziehen, dass ihr sagt, boah, das ist mir viel zu viel und zwar von allem viel zu viel. Nur von Nee, der allem, Bass und die Höhen waren mir zu. nur von allem viel zu viel ist ja vielleicht genau das, was Leute suchen. Also muss man das auch raus schon sagen, hier, so viel. Ich sag ja auch, es war nicht die auflösendste Box oder die detailreichste, es war viel. Ja. Es war viel von allem da, was nicht verkehrt sein muss. Nee, das kommt ja immer auf die Hörgeschmäcker an, nur ja. Erstmal HiFi Dreamer, vielen Dank dafür. Angebote gibt es bei der Degritta. Dreamer, Dreamer, Dreamer. Mama. Ah nee, das weiß ich nicht. Oh, er verträgt wirklich nicht viel. Nein, gar nicht. Das Thema ist, bei der Degritta gibt es ganz selten Angebote. Das letzte war halt, dass du so ein Trade-in hattest. Das heißt, du konntest deine alte Maschine gegen eine neue eintauschen, auch mit Aufpreis. Das habe ich gemacht. Und auf dem Gebrauchtmarkt wirst du die auch sehr selten finden. Deswegen Angebote eher weniger da. Ja, genau.
Dankeschön. Und ganz, ganz wichtig, Balu X71, ganz, ganz wichtig ist der Like-Button. Man vergisst das so oft, Stimmt. aber dadurch, wenn 1000 Leute gucken und nur 100 liken und davon aber 15 disliken, dann hast du einen Prozentsatz von 60%. Und dann ist es relativ schwierig fürs Video. Also, wenn es geht, wenn es euch gefällt, liken. Wie das Fitness für stärker wuchten. Oh ja. Oh, die Und können schwer sein. die Fitness für meine Frau Nerven ist das HiFi-Zeugs und vor allem die Kartons. Die Kartons, die sich hier stapeln. Und das sind meistens auch sehr viele Kartons. Du hast dann einen Karton im Karton. Das, Arge, fordere mich nicht heraus, weil ich bin schneller bei dir, als du denkst. Davon kann Richie ein Lied erzählen. Das Ding ist, wie will man das Gegenteil beweisen? Das heißt, du müsstest ja den Fernseher abmontieren, um das quer zu vergleichen. Oder Nimm die doch die Decke. Wolldecke, die du Die verkaufen wolltest. Wolldecke tue ich auch mal. Ich höre auch mit dem Fernseher in der Mitte. Also ich bin auch. Es kann alles sein, dass das vibriert, dass das Frequenzen wieder oder whatever. Bei mir sind aber die Boxen nicht so weit weg von der Wand von dir. Bei dir wird das keinen Effekt auf den Fernseher haben oder aufs Klangbild, das glaube ich. Also sind ja auch schon recht weit weg. Aber die sind, ja, aber es Aber nicht ist 3 Meter. aber nicht so, weil da hat er den Platz und er kann die Boxen in den Raum richtig stellen. Das ist alles gut. Nur, ich bin der Meinung, dass es kann Psychoakustik sein, dass das Klangbild an sich ist nicht verbessert, aber beruhigt. Aber das kann alles. Ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied im Blindtest erkennen würde, da ist eine Decke drüber oder nicht. Da muss man ehrlich sein, weiß ich nicht. Ja. Also keine Ahnung. Da bräuchte ich auch einen Aber Yamaha-Verstärker. der Arc hat auch einen Yamaha. Und Arca? Arke hat Yamaha und Elac. Und ich Mhm. glaube, das ist eine gute Kombo. Prost. Peter, du hast eine neue Plattenspielerentscheidung. Ja, habe ich, Elvis. Meine neue Plattenspielerentscheidung ist seit einer Woche getroffen. Und jetzt muss ich noch ein, zwei Banken ausrauben, weil ich habe zugesagt, ohne auf meinen Kontostand zu gucken. Ja, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Jetzt komme ich nicht mehr da raus. Also ich bin echt gespannt, wenn er ihn hat. Das ist ja mega. Ich freue mich wie ein Ja, du kleines wirst Kind. bestimmt weinen vor Ah, Glück. das habe ich bei dem letzten auch getan. Und dann Ja, habe ich aber vor Trauer dann. erst geweint vor Glück. Erinnerst du dich, wie ich mich gefreut Ja, habe? ich habe mich ja mit dir Ich gefreut. habe nackig Flickflacks hier durchs Wohnzimmer gemacht. Und dann kam das Tageslicht. Und dann kam das Tageslicht. Leute, das war, das Uiuiui. wäre ein Video geworden. Danke. Okay, Markus, schönen Abend und ich hoffe, dich mal bald auf YouTube endlich zu sehen. Denn du machst da für die Marke, die du vertrittst, einfach einen geilen Job. Und diese Trolls gibt es immer, mach dir nichts draus. Ich finde, du machst das sehr, sehr geil. Vor allen Dingen für die Vinyl-Community. Wer macht einen Plattenladen auf? Wünsche ich ihm, auf jeden Fall. Ja, Yamaha-Klang, Agge, davon brauchst du mich nicht überzeugen. Ich bin Yamaha-Fan, also falls dir das noch nicht aufgefallen Was ist. magst du an dem Klang? Es ist schwer zu beschreiben. Yamaha ist für mich echtes Gefühlskino und es hat so eine Art majestätisches. Es Hm? ist locker, leicht, es ist aber extrem heftig zugreifend, kontrolliert. Es ist souverän. Also das ist so wie, bist du schon mal im Auto gefahren, was richtig viele PS hat? Hm? Richtig extrem viele Ja, PS? durch die Schweiz, ich bin viermal geblitzt Fährst du worden. schnell damit? Ja, ich nicht. Weil du hast es und du brauchst es dann aber nicht mehr. Sitzt du in einem Corsa GSI, gibst du Gas, Gas, Gas. Sitzt du aber in einem S65 AMG, fährst du ganz gemütlich. Weißt du, Nee, so. ich gebe immer Gas. Ich Ja. darf jetzt auch wieder in die Bei meinen Schweiz. Nüssen gibst du auch Gas. Super. Ja, wirklich lecker. Und ja. Hört man das Kauen hier von ihr? Weil die furchtbar. Hört man sein Gerülpse? Ich habe nicht gerülpst. Seine Bäuerchen. Ich traue mich gar nicht, ihm am Rücken zu klopfen. Ja, auch wahr, auch wahr. Ich mache mir ja keine Gedanken um Fernseher. Aber dann müsste man ja eigentlich sich im Keller irgendwie so einen Schallraum dann bauen, ne? Genau. Viel Psychoakustik. Ich höre es auch nicht. Aber ich bin der Meinung, ich höre es nicht. Und trotzdem tue ich die Decke drüber. Ja, du fandst die Rebel-Box ja auch gut. Ja. Ja?
Im Vergleich, was man sonst dafür bekommt, ja. Was sollten die kosten? 1,5, 1,6 im Angebot. Dafür hast du viel Material bekommen. Das glaube ich, Rattenkaiser. Das glaube ich dir. Wenn nicht sogar mehr. Ja, die stehen ja auch, also 1 Meter von der Wand geht einfach nicht, weil dann stehen sie quasi ja fast, nee, was stehen die? 50, 60 Zentimeter. Ja. Ja, ich weiß noch, als Volker bei mir war, was wir 2 Stunden haben wir Boxen gerückt. Ey, 141 Leute, das geht nicht. Warum nicht? Nein, wir sollen von dem Stream mit Luca wieder zurückkommen. Oh, das dauert noch. Dazu muss ich den Dreher haben. Dazu muss ich Dich noch ein bisschen prostituieren. das. Dazu muss ich den Dreher kennen. Ganz wichtig. Ach, du kennst ihn noch nicht. Nein, ich weiß nicht, wie er hier spielt. Das wird noch dauern. Dann zäume ich das Pferd von hinten auf. Ich stelle diesen fantastischen Vertriebler vor und sein Studio. Das hat mich so geflasht mit der Art und mit seiner Art, mit Kunden umzugehen. Aber das finde ich cool, weil dann hat man auch so ein bisschen Großartig. Hintergrund und Und so. zum Schluss werde ich den Dreher vorstellen, weil dann kann ich schon ein bisschen genießen, bis die Leute mir das madig machen. Glaubst du denn wirklich, dass du da so einen Shitstorm kriegen Ja, wirst? klar. Echt? Besonders von Thorsten. Aber Thorsten, du solltest in nächster Zeit keines meiner Videos gucken. Ich habe ein bisschen Angst. Auch, aber eben nicht nur. Hi, inwiefern bist du zufrieden mit deinem Yamaha Ja, AS Hammer. 2200? ich finde die DALI Rubicon extrem nice, aber ich habe mich nie getraut, DALI zu kaufen. Warum? Ich finde den Namen scheiße. Du findest den Namen Ja, scheiße? und da kommt für mich diese Frage. Du trinkst ja auch Prinzessin Lilifee-Tee. Ja, aber ich könnte auch keine Davosa-Uhr tragen. Davosa klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Meine Meinung, persönliche, meine Ja, Meinung. sag mal, bevor du hier eine Marke sagst, das haben wir jetzt in all den Streams doch Ach gelernt so, und durch die Entschuldigung. vielen Anwaltsschreiben, Peter. Diese Davosa machen hervorragende Uhren. Die sind qualitativ extrem hochwertig zu einem fantastischen Preis. Wenn der Name nicht wäre. Besser. Oder? Was wir an Unterlassungsdings und Ich könnte auch kein Verunfallen Heidi mussten. mit F. Otze kaufen. Wenn F. Punkt, es würde nicht gehen. Weißt Will du? ja nicht Wenn. sagen, dass mich mal so jemand genannt hat. Und ich hätte jemanden so genannt? Ja. Nein. Ehrlich? Ja, weil ich so überkritisch bin. Oder dachte er nun, dass du das bist? Und dachte, ja, wer weiß. Nur verrückt. Also, Acke, wir hatten unsere Differenzen und man muss nicht immer einer Meinung sein. Finde ich wirklich nicht. Aber man kann sich immer mit offenem Visier begegnen. Das finde ich stark. Und am Ende sitzen wir in einem Wohnzimmer und hören Musik. Wirst sehen, das so weit wird es kommen. Das reizt mich richtig. Eine Oh, Gummizelle. ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen. Du hast mir ja heute so einen Link über ein Video geschickt mit 2 Leuten, die gemeinsam in einem Wohnzimmer sitzen und Musik hören. Boah, super. Meiner. Boah, mit Wänden voll Lautsprechern. Mein Ist neuer so. Dreher, Lima. Mein neuer Dreher. Da wird gerade das Furnier noch drauf gehen. Von mir? Nein. Kein Furnier. Der hat Sollte kein dir so Furnier. eine Nein, Idee nein, 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 erwähnen? der hat kein Furnier. Ist Sole kein mio. Furnier. Das ist kein Furnier. Der hat kein Furnier. Was Ist ist ein echt Furnier? Holz. Hallo zusammen, ich habe jetzt dank Peter Acoustic Energy Eye. Vielen Dank und ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe meine immer noch. Ich habe sie ja gekauft. Ich habe auch Rechnung dafür bekommen, wirklich. Also eigentlich denkst du ja immer, dass der Hersteller sagt, weißt du was, komm. Ich habe das, Scheißdreck. also ich. Markus hat eine Rechnung geschickt. Er hat sich echt getraut. Ich habe gesagt, komm, in dem Video sagst du, ich habe die gekauft. Komm, bring it on, schick die Rechnung. Was macht der? Der schickt eine Rechnung. Ja. Eiskalt. Also die kam aus England, ne? Nicht von ihm. Ja, Oder von aber. der, ja, aber zu Recht, ich wollte sie ja haben. Also, wenn. Also, ich, was ich ja immer. Ich hätte ja auch gerne mal so einen Sponsor. So jemand. Ist ja kein, was für ein Sponsor. Sugar Daddy. Let Ja, me be your Sugar Sugar Daddy für Daddy. die Firma. Cheers. Cheers. Würde ich das. Aber bei mir kommt ja keiner, weil ich ja immer so ehrlich bin.
Bei mir meldet sich ja niemand. Ah, die Mint. Ach, guck mal, da liegen ganz viele Mint-Magazine rum. Nee, also in die, kann sich, weiß ich keine Beschwerden. Nee, aber dann bei mir keine meldet sich. Bei mir ist Satisfaction guaranteed. Okay, dann kommt das Thema von innerhalb ein paar Livestreams auf. Was denn, Willi, liebe? Also wir sehen, ihr müsst mit uns hier Mitleid haben. Das ist, also. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Pete! Oh! Ja, hi! Ja, das ist ja alles gut. Aber ich glaube, heute, da bin ich, war ich sehr stolz auf mich. Ich glaube, ich konnte heute Nadine wirklich einfach helfen. Und zwar technisch und informativ. Komm, gib's zu. Ja, also auf jeden Fall. Sag keine F-Otze. Ich wusste, ich ist das nicht eine Sängerin? Ja. Ja, ist Otze. Scheiße. Ja. Ja, muss ich sagen, ich durfte es ja nicht sagen. Nein, darfst du nicht. Ich durfte ja nicht sagen und ich muss sagen, doch ja, sehr. Und ich weiß, ich habe jetzt schon ein bisschen Bedenken, weil das vielleicht doch einen größeren Shitstorm geben wird, aber ich werde eine Komponente austauschen. Also eins kann ich dir sagen, beides nicht. Beides nicht und sehr gut. Beides ist nicht geworden. Dein Geld bitte, deine Show. Wer da ein Problem hat, ja, aber du weißt nicht, wie das ist, wenn du auf YouTube bist. Man macht sich am Ende doch Gedanken darüber, mir ist egal, was andere Leute denken, aber die Kommentare oder ich weiß nicht, ob es Neid ist, ich weiß es nicht, aber ob man sich jetzt eine Plattenwaschmaschine für 3.000 Euro kauft und da schreibt einer, ja, andere Leute haben keine Waschmaschine. Ja, aber wie gesagt, wenn ich so denken würde, dann so wie Thorsten es gesagt hat, dann kann ich gleich ein Ruderboot nehmen, nach Afrika fahren und da die Probleme beseitigen. Ja, dann ist es so. Aber es gibt immer Schlimmeres und Wichtigeres im Leben als HiFi-Plattenspieler und Plattenwaschmaschinen. Meine Fresse, das ist so. Aber wir beschäftigen uns mit dem Hobby normal und deswegen reden wir so darüber. Wie geht's eigentlich deiner Dick Ritter? Großartig. Großartig? Großartig, wurde jetzt auch schon mehrfach angesprochen, weil wohl jemand ein Video über eine Plattenwaschmaschine gemacht hat. Mhm. Und da die Funktionsweise der Dick Ritter nicht richtig dargestellt hat. Da habe ich einiges an Zuschriften bekommen und musste das dann richtig stellen. Das war. Hast du denn jemals eine Hummingbird in den Händen gehalten? Ja. Ehrlich? Ja, ich habe die auch mal benutzt. Nein. Ja. Eine Hummingbird? Ja, habe ich mal benutzt. Ach krass. Für ein paar Tage habe ich die sogar gehabt, ja. Also getestet. Warum hast du es uns nicht gezeigt? Aus Gründen. Sorry, das ist gemein. Ja, ist nicht schlimm. Ich entschuldige mich. Ist nicht schlimm. Das war nicht gewollt. Aus Gründen. Aus Gründen ist ja, deswegen bin ich ja gespannt, was so dein Resultat sein wird. Ja, hatte ich am P10 hier. Regelader hat mir überhaupt nicht gefallen. Absolut gar nicht. Warum? Weil es anders war als erwartet. Der Regelader und der P10 war mir einfach in Verbindung mit der Acoustic Energy, war mir einfach viel zu viel Mitte und viel zu warm und anders als ich gedachte. Der P10 ist so ein scheiß genialer Player. Wirklich war das ist so ein geiles Teil. Warum habe ich eigentlich keinen? Vielleicht habe ich einen P10. Wer weiß das schon? Weiß er noch keiner. Hätte ich noch Geld gespart. Einiges gespart. P10 per 8 dafür bekommen. Ja. Ja, toll. Wo waren wir? Genau. Und bei Lehmann, und da habe ich mit Norbert auch drüber gesprochen, für mich persönlich, auch wenn der Thorsten aus seinem schönen Fell fährt, kommt bisher nur Lehmann Klang nicht in Frage, weil es einfach Lehmann entschlackt den Sound laut meinem Empfinden von allen überflüssigen Geschmiss, von aller überflüssigen Wärme. Ich habe relativ warme Lautsprecher und somit gibt es eine Symbiose, die passt. Und eine rege Aria hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat reingeballert, wo es nur ging. Quasi Revel auf Englisch hat der rege Aria aus meinem P10 gemacht. Das war einfach, Mitte war einfach nur noch bröckchenweise über mich gekotzt und zwar wirklich in Massen. War mir zu viel. Hast du aber extrem analytische Lautsprecher und alles Analytik und willst da einen Schuss Musikalität reinbringen, dann wird der rege Ader wahrscheinlich fantastisch sein. Also ich überlege ja zu der neuen Komponente, die ich ja wohl bekommen werde, ob ich nicht da auch den Jubilee dann dazwischen packe.
Meinst du, das macht Nein, nein, bei der neuen Komponente nicht. Aber bei deinem wunderbaren Billo-Plattenspieler, da wirst du mal so 10-20% rausholen, endlich. Nochmal? Ah, das ist brutal. Aber er war schon. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Der Norbert Lehmann, der gibt die auch nicht umsonst her. Sonst wird hier auch einer schon stehen. Ja, natürlich nicht. Ja. Also wir kriegen nochmal, also ich kann es von mir sagen, ich weiß es auch von Peter, da würde ich meine Hand auch für ins Feuer legen. Wir kriegen weder was umsonst, noch in irgendeiner Form was gesponsert. Wäre schön, wenn... Sonst wird hier in jedem Video ein Lehmann Audio im Hintergrund stehen und ich würde den feiern bis zum... Feiere ich sowieso, aber es ist keiner da, weil ich momentan nicht bezahlen kann, ganz einfach. Und ich habe ihn ja bei ihm im Studio gesehen, ich fand den auch echt... Der ist auch geil. Und der Mann hat Ahnung, wovon er redet. Ja. Ich finde es super. Wo kommt dieses Glück auf eigentlich her? Ich habe das jetzt in letzter Zeit öfter gelesen. Warum hatten wir eigentlich graue Mützen und nicht orangene Mützen heute an in deinem... Hatten wir Mützen an? Ich habe das jetzt in deinen Kommentarsektionen mal öfter gesehen. Ehrlich? Wo kommt denn jetzt Glück ich auf weiß her? Nicht, ist das so ein Bergwerk? Heute kriege ich die letzte E-Mail von meinem Teamleiter. Weil hier, ich habe einen Preis für dein Auto gemacht. Viel, viel Erfolg, Glück auf. Ich so, Alter, guckst du meine Videos, was ist da los? Aber der Thorsten schreibt also Herr Rüns, Pascal Rüns, seines Zeichen Teamleiter bei Mercedes-Benz. Wenn du das hier guckst, dann melde dich wenigstens. Sau. Ja, der hatte einen Nebenerwerb. Ja, da, ja, der muss sich abkleben, im Übrigen den Holzleim, damit man nicht erkennt, von welcher Marke das ist, weil das würde ja dem Tatbestand der unmarkierten Werbung nachkommen. Deswegen muss ich das abkleben. Aber der unmarkierten Werbung, wenn wir reden, dass wir jetzt hier so ein, was für ein Gin war das? Bombay. Bombay Gin. Unmarkierte Schleichwerbung. Und das in deiner Hand? Unmarkierte, nee, da kann man den Hersteller nicht sehen. Das ist eine Elfbar. Unmarkierte Schleichwerbung. Entschuldigung, war es nicht, war ein Scherz. Es war eine Elfbar 600. Unmarkierte Schleichwerbung. Also mit solchen nicht. Themen müssen wir uns natürlich auch, und wir haben in letzter Zeit sehr viele dieser Themen gehabt. Sehr, sehr viele. Oh, der Lin. Oh ja, also... Lin war, ist, also das ist ein scheiß Kopf-an-Kopf-Rennen, das sage ich euch. Aber du hast dich doch schon entschieden, da gibt es doch keinen Kopf-an-Kopf. Ja, aber es war bis zum, also, und das finde ich das Geile, der Händler, und ich nenne ihn so ungern Händler, weil das einfach ein Berater ist, der hat mir einfach alles gezeigt und dann war es so einfach. Also wenn ihr den richtigen Händler habt, den richtigen Berater, das richtige HiFi-Studio. Oh, boah, Leute, ich wollte nicht hier sitzen. Dann ist es so einfach. Es sind so schwierige Entscheidungen, die so einfach gemacht werden. Und dann sage ich, nein, aber so ging es mir beim Einstein geht auch. Nicht. Aber ich kann nicht, tut mir leid, geht nicht. Also okay, das ist doch kein Problem. Hör dir das an, ich stecke um, mach das. Und dann denkst du, boah, scheiße, ich weiß ja, dass es geht, aber ich will nicht. Ne? Und dann war egal. Ja, also dann ich war egal. Kannte das bei Einstein ja auch. Ja, aber Elefantennadel, ne? Ich sag's ja. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Mit dem Lehmann wird's anders. Norbert, wenn du zuguckst, 137, ne Leute, haben wir gleich auch. Also wenn immer weniger. Ein was? Nicht. Bin ich so doof? Ach, die Webster. Ben Webster. Ach so. Ach so. Ja, nee, weil die Punkte davor haben mich. Natürlich, klar, mich auch total. Ich habe gar nicht gemerkt, wovon er sprach. Ja. Ja, danke. Das ist der Punkt. Aber lies dir mal die verschiedenen Kommentare oder unter den Videos durch von Nadine, von mir, von der sogenannten Wine Community. Englisches V. Wird, glaube ich, V ausgesprochen, gell? Was? Ich weiß gar nicht, Wine. Heißt das Vinyl? Ja. Vinyl. Das ist ja kein W. Nein, es ist ein V. Ein V, also Vinyl. Vinyl Community ist ganz wichtig. Ja, lies dir die Kommentare durch. Also, ja. Das Problem ist ja auch, du bekommst halt, sagen wir mal, 10 tolle Kommentare und 2 negative und du nimmst dir natürlich die. Klar, die nimmst du dir zu Herzen. Roger. Zurück. 78, Mensch, da bist du noch 10 Jahre jünger als Nadel. Ja, so knapp. Das finde ich eben, das sehe ich anders. Ich finde die Preise für PE, besonders für die Einstiegsgeräte, extrem hoch.
Was ist der Preis? Mir gefallen die auf den Modellen die Torrens-Toner wenn nicht, auch wenn sie von Thiele gemacht worden sind. Mir gefallen sie optisch einfach nicht. Dann denkst du, du hast einen massiven Teller, drehst ihn um, der ist hohl. Ja, hat nur einen dicken Rand und sonst hohl. Mir gefällt der Torrens-Knubbelschalter, der gefällt mir ganz gut. Ich habe noch keinen gehört. Da kann ich nur optisch rangehen. Aber ich finde da preislich halt. Ja, was ist denn der Einstiegspreis? Drei oder so? Der Okay. 10-10, also zweieinhalb, drei, also zweieinhalb ohne Tonabnehmer. Also schon einfach. Jetzt Frage, wäre das, wenn ich jetzt sage, ich bin dem Ding da entwachsen, wäre dann die nächste Stufe ein PE? Ich finde, die nächste Stufe ist das, was du dir leisten kannst und wenn es dir optisch gefällt. Also gehst du auch, muss der optisch auch gut sehen. Sagen wir mal, du hast ein Ding, das klingt für einen Plattenspieler, der klingt für dich total geil, sieht aber total schrottig aus. Würdest du den dann nicht nehmen? Nein. Nein, weil ich bediene ihn ja täglich, ich gucke ihn täglich an, ich gehe damit um, ich liebkose ihn, ich kuschle mich an ihn, ich nehme ihn mit ins Bett. Das ist eine Beziehung für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Und der muss mir schon gefallen. Der muss mir einfach gefallen. Ja, ich verstehe das. Und ich Also. finde die PE geil, also ich finde Verarbeitung, Aussehen finde ich gut. Mir gefällt einfach das Konzept irgendwie nicht. Ich verstehe diese hohlen Teller nicht. Ich raff das nicht. Und ich finde die Preise zu viel. Ich persönlich. Und wenn Deiner ihr einen PE persönlichen habt und ihr Meinung seid nach. damit zufrieden, nochmal, der 2525 MK2 ist ein geiles Teil. Ich finde ihn großartig. Und in der Preisklasse wahrscheinlich auch einfach, ich will nicht sagen unschlagbar, aber schon richtig gut. Der Direct Drive, der 7070, irgendwie mit 7.500, 8.000 Euro. Schwierig, wenn es einen Technics dafür 4.500, 5 gibt, das Willst du uns denn mal obere. sagen, in welcher Preisrange dein neuer Player ist? Ich sag Wie schon. ich es eben gesagt habe. Ah ja. So. Lehmann ist top. Bei MCs empfehle ich zusätzlich ein. Okay. Bombe. Ja, MC Step Up kennt sie sich aus. Sie hatte einen dran, ohne es zu wissen. Ich habe dir, also gehe ich jetzt wie eben schon gesagt, Ich spul habe so vor. komische Stecker hier drin. Kannst du Ich mal habe es so gucken, was gut, das nein, ist? ich habe da, da habe ich auch nicht gesagt, kannst du mal Doch. gucken, was das ist. Ich Soll ich habe, sie nein. vorlesen? Ja. Ja. Da Natürlich. steht Step-Up Transformer, Sony. Ja. Und die sind echt teuer, die Dinger. Ja, die sind aber. Übrigens, Dunning-Kruger, ich auch nicht. Ich auch nicht, weil das passt nicht. Das passt nicht zu der Zeit. Sei mir nicht böse, aber es sind noch nicht mal Kontroversen. Du willst, dass ich da jetzt draufklicke? Ja, geh da drauf. Der hat auch ein gutes Recht, eingeblendet zu werden. Ich habe daran geglaubt, alles gut. Aber wenn man sich die Footage anschaut, das alles, wie das abgelaufen ist, sind wir denn wirklich seit den jetzt 60 Jahre nicht mehr auf dem Mond gewesen und haben es in den 60ern geschafft, aber seither nicht mehr? Wirklich? Also, Moment, willst du mir das wirklich sagen? Und wir schaffen es immer noch nicht, da zu landen. Nur übrigens, by the way, immer noch nicht. Ich unterbreche dich nicht, aber. zu dem Thema, also so wie ich das seinerzeit verstanden habe oder wie das auch viele andere tun, setzen die dieses Thema, ob das wirklich wahr war, in Zweifel. Und es gibt ja auch Umstände, wo man sagen kann, in der Zeit und auch die wehende Flagge auf dem Planeten, bla bla bla. Es hat jeder das Recht dazu und das gehört auch für mich zur freien Meinungsäußerung, wenn es da Themen gibt oder Zweifel, die auch kundzutun. Und es gibt ja auch, wenn ihr mal TikTok schaut, viele Menschen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Also, Boah, ich fange mich so eine Diskussion an. oh bitte. Wann sollen wir auf dem Mond gewesen sein? 69. 1990, ich glaube 31. Juli sogar. 69 sollen wir auf dem Mond gewesen Ja. sein. Wir haben es geschafft, von hier zu starten, Space Shuttle, Mond zu umranden und mit einem sehr abenteuerlich aussehenden, zusammengebastelten Ja. Alufoliengerät da zu landen. Ja. Richtig. Ja. Gibt es auch noch Bilder von einem Fahrzeug da drauf? Ja, ich glaube Ja. schon, oder? Ja. Wo war das denn? Wie, wo war das Und wo war denn? das untergebracht? Das war da drin verladen. Da ging eine Klappe auf und dann konntest du das. Okay, also das war da drin verladen. Ja. Okay, weißt du, wie groß das Teil war? Ja, Egal, also es war da drin relativ. verladen. So, Okay, ja, so, so wie so ein nee, Quark, super. glaube ich. Und seither fanden wir es bis heute übrigens, 2024, unmöglich. Und wir versuchen es, seien wir nicht böse, wir versuchen es immer noch
einen Weg zu finden, auf dem Mond zu landen. Nee, wir versuchen ja jetzt zum Mars zu kommen. Das Problem ist die Entfernung. Das heißt, du musst also mit Boah, nee. Pyrotechnik arbeiten, dass dann jemand in einen künstlichen Schlaf versetzt wird. Also nochmal, wenn Thorsten da der Meinung ist und diese Themen mal grundtut, dann darf er das genauso tun. Da muss man das. Jetzt habe ich einen Schiss am losgelöst, wahrscheinlich. Badung glaubt nicht an die Mondlandung. Komm wieder, ja, nach oben. Glück auf, nee, hör auf mit diesem Glück. Also ich finde das so Wo bescheuert. kommt, ja gut. Ah, war Bergmann unter Tage tätig. Ah, okay, da kommt das daher. Überhaupt, ich kenne Bergmann Bier. Das war immer, wenn ich mal Bekannten bei Dortmund, gibt es, glaube ich, Bergmann Bier. Boah, ist das geil. Das ist richtig geil. Bestimmt ein LP12 von Rainer Pohl. Ja, nein. Ah, nein. Nicht von Rainer Pohl. Oder nicht, oder kein LP12. P8, P10, das ist die Frage. Richtig, das war die Frage. Oh Leute, ich Ich könnte euch da habe jetzt was zu erzählen, aber ich muss einfach nicht. beide genommen. Was gibt es vom Elvis zum Gar Ausstieg? nichts, Doch, Gott na sei klar gibt es Dank. was. Gefiel. Ja, 4 oder 5, natürlich. ich habe aber nichts bestellt. Aber nicht wirklich Elvis, was du brauchst, Ich glaube ich. weiß, Acke, das war ein Insider. Schön, dann behalte es für dich. Ja, das war das. Ich habe eigentlich gesagt, dass er Symphonie hat. Habe ich gar nicht gesagt. Was hat er? Hat er echt gesagt? Also die Zahl habe ich nicht genannt. Nein. Außerdem passt es ja Das auch gibst gar du nicht. für einen Plattenspieler aus? Nein, das Das ist reicht ja nicht. ekelhaft. Das Das reicht ist ja nicht. ekelhaft. Das reicht nicht. Ja, hier auch Glück auf. Glück auf. Ja, wir auch. Wir stimmen dir immer zu, Happy Dreamer. Also ja, das ist die Frage. Das ist die Ich Frage. werde auch nichts sagen. Grüße, Günther. Ja, also PE 4040 ist ein geiles Teil. Aber Christian, was hast du dafür bezahlt und was für ein Tonabnehmer? Das ist schon viel Geld, oder? Ich kann dich aber verstehen, der wird hier gefertigt, der wird hier entwickelt. Ich kann das absolut nachvollziehen und alles gut. Ja, Und top. Und mehr ja. brauchst du nicht. Nee, Sei das reicht zufrieden. auch. Sei nicht wie Nadine. Sei wie du. Wie bin ich Hä? denn? Was? Wie bin ich Habe ich denn? das gerade gedacht? Weiß Oder? ich nicht. Nein, nein, alles gut. Ja. Aber Nadine ist jetzt auf dem rechten Weg. Also auf dem richtigen Weg. Seit heute ist sie auf dem richtigen Weg, glaub mal. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein schwerer Weg. Oh, war das Ding also. Aber es war schön. Es war schön. Ich werde morgen viel Platte hören wieder. Zu Recht. Okay. Gebraucht, geschnappt, was? Ah. Hast du einen Gebrauchten? Mit Gebrauchten habe ich genug Erfahrung. Nein. Du weißt, wovon ich rede. Nein. Oh Gott, Leute. Und da hat sie es wieder bestätigt. Sei mir bitte nicht böse. Leute, ich könnte Seid euch mir eine nicht Story böse. erzählen. Seid Das mir bitte nicht böse, aber genau da hat sich wieder genau das bestätigt. Boah, ey, gebrauchte Sachen. Ich bin Gebrauchtwagenverkäufer. Ich weiß, wovon ich rede. Ach, du hast Gebrauchte? Ich mache nur Gebrauchte, weil ich keinen Aha. Neuwagen mag. Aber bei Feinmechanik, bei so, boah, Gebrauch finde ich so schwierig. Das hat sich wieder mal bewahrheitet. Das hat sich wieder mal Es war ein bewahrheitet. Trümmerfeld. Aber ich Ja, denke, ich aber ich brauche warte was auf den Gebrauchtes. 5000er. Ich auch. Ich auch. Ingo, Und so ich auf tipp's da auch. den 1000er. Ja, super. Christian, alles gut gemacht. Der PE wird sich, der hat, glaube ich, den Arm von Thiele, ne? Den der Torrens auch verbaut hat. Ja, genau. Auf dem Handy? Was meint er? Weiß ich Meint nicht, auf ihr? dem Auf Handy. dem Handy, okay. Vielleicht hast du den gebraucht. Das ist Reflektor und nicht. Ja, super. Oh, Muara ist fantastisch. Die Polen haben da eine rausgehauen. Also Polen wird in Sachen HiFi-Fertigung immer. Riechst du das? Nee, ja, gut. Ich Also, tue, ich bin Kummer gewohnt. gut, danke. Unglaublich, die Muara-Sachen einfach nur geil. Ich habe selbst Connection nach Polen, aber die Polen wollen dann mit deutschen YouTubern ja nichts so zu tun.
Warum nur? Verstehe ich gar nicht. Ich verstehe das auch nicht. Gerade wo du doch Connections hast. Richtig, und warum mal? Aber die Polen mit den möchte gern Deutschen. Komisch. Die Yamaha wird immer funktionieren. Einfach immer. Die Yamaha würde auch im Dritten Weltkrieg überleben. Das Ding ist wie ein Panzer. Das werden wir bald testen können. Ist wahrscheinlich. Das so? Wer weiß. Oh, frag mich, lange Geschichte. Störungen in der Leitung, Überlappung mit einer anderen Leitung. Am Montag kommt der Techniker. Es ist ein Trauerspiel. Sonst hätte ich heute auch schon ein Video gemacht, vielleicht zu meiner neuen HiFi-Komponente. Thorsten hat keine Ahnung von Technik. Ich denke schon, dass er Ahnung hat. Ich denke, er hat Ahnung, definitiv. Das glaube ich schon. Er reizt sehr gerne, absolut, ist ein gutes Recht. Und meine persönliche, private, eigenständige Meinung ist, dass er vor den 2000er Jahren stehen geblieben ist, was die Entwicklung von Technik angeht. Ja, ich finde bei Thorsten, es ist immer schwierig, über jemanden zu sprechen, der nicht da ist. Leute, der kann dazu nichts äußern. Thorsten, deswegen, jetzt musst du hochkommen. Thorsten, wenn du da bist und hochkommen willst, sag Bescheid. Du komm, kriegst, Motherfucker, du kriegst komm. Einen Link. Was machst du da? Nein, 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 das macht man anders, Schatz. Nee, 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 nee. Da ist es. Nein. Da ist es doch. Warte. Was willst du guck denn? Guck mal, es gibt hier so einen Button. Thorsten kommt eh nicht hoch, der hat viel zu viel Schiss. Ja, dann Thorsten, wenn du da bist, wir schicken dir einen Link. Und dann kommst du hoch. Jetzt machst du genau das Gleiche. Ja, oder? Ich dachte, okay. Was bist du? Du brauchst doch meine Hilfe. Mehr als bei HiFi, sogar bei hier. Das sagt der Mann. Mach mir mal ein Thumbnail. Hast du nicht gesagt. Ich wollte orangene Mützen und nicht graue Mützen. Ich aber nicht. Ich wollte orangene Mützen haben. Warum? Ich finde sie geil. Orange ist meine Lieblingsfarbe. Ist das so? Guck ich hier um. Ja, ist alles, das stimmt. Das auch Soulville ist mein Lieblingsalbum wegen der Farbe. Aber das ist das so. Na klar, ist das auch hol das doch mal bitte. Hol jetzt mal. Das werden wir nachher auch mal hören. Also wie gesagt, Thorsten, wenn du da bist, ich finde das immer schwierig, über jemanden zu sprechen, wenn der sich nicht unterhält. Ja, bring mal her, bitte. Die Leute glauben ich das immer noch nicht, ne? Doch, natürlich. Du hast es doch gezeigt. Also Jacket ist geil. Jacket ist geil. Ja, ich habe eigentlich eine Themen mit Telekom gehabt, aber bis jetzt. Und das ist halt sehr schade. Was hat Thorsten gelernt? Keine Ahnung. Straßentiefbau, weiß ich nicht. Wen interessiert, was er gelernt hat, was er gemacht hat, ist wichtig. So sieht das aus. Wir werden gleich mal hören hier. Ja, da hast du recht, Helmut. Polarisieren ist wichtig, aber es erzeugt viel Hass. Und Hass, davon kriegen wir viel ab, besonders in Mailform. Oh, frag nicht. Ich habe RFT, Radio-Fernsehtechniker. Boah, geil. Oh, Leute, da, wie gesagt, es ist wirklich schwierig, dann wäre es wichtig, dass der Thorsten auch mal hochkommt, da kann er was dazu sagen, andernfalls. Er traut sich nicht, er hat viel zu viel Schiss. Ach. Der kommt gegen uns noch nicht an. Der Thorsten hat doch keine, haben Waschbären so große Eier, um jetzt hochzukommen? Nee, ganz kleine Bällchen. Ganz kleine Bällchen haben die. Mhm. Hass ist Dummheit. Ja, das finde ja, ich auch. Ja, und man sollte auch niemanden hassen, denn Hass schränkt vor allen Dingen ein und es beeinträchtigt dich. Liebe ist die Lösung. Ich sag's immer wieder. All you need is love. Das ist so käsig, aber das ist so wahr. Das stimmt. Und was ich auch immer, ich finde das immer auch wichtig, freundlich zu sein. Auch wenn jemand nicht der gleichen Meinung ist, hat er genauso Berechtigung, die Kunst zu tun wie jeder andere. Ich denke immer noch über die Sachen nach, diese D-Abos bei dem Video zumal zu den Arctic Monkeys. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Aber was regt dich denn daran? Mich regt das nicht auf. Ich denke darüber nach. Warum? Du bist nicht meiner Meinung. Okay, aber bis jetzt warst du. Also zumindest, ich raff das nicht. Was sagt denn er? Ganz schön betrunken, ja. Ich merke das schon. Also der Thorsten, ich kann euch das aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist ein ganz feiner, lieber Kerl und ich finde das schwierig, ich möchte gar nicht über jemanden sprechen, wenn der nicht anwesend ist und da auch nichts zu sagen kann. Wenn du neu bei HiFi bist, würde ich nicht unbedingt Snake oder Audio. Thorsten, hier ist der Link für dich.
Komm hoch. Wenn du magst. Wir haben 2 Stunden 13 auf dem Buckel. Ja, jetzt ist der Jetzt Thorsten soll ja ich. da. Jetzt, Ja, komm, wenn 3 du. Minuten geben wir dem noch. 6 bis 2:20. So, wartet. Wir holen dich dazu. Hi, Thorsten. Hallöle. Hallöle. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen der Pegel zu euch. Ne? Da ist natürlich jetzt das Problem. Cheers. Motherfucker. Oh, jetzt wird der Stream gebannt. Ja, total. Ich habe Motherfucker gesagt. Das ist ab 18 der Stream. So, Thorsten, ich glaube, das Thema Mondlandung müssen wir jetzt hier nicht weiter debattieren. Nee, habe ich auch wenig Bock drauf. Also vor allen Dingen ist es einfach so verkürzt auf total Banane. Ich habe da mal ein Video zugemacht, wo darum ging, welche Sachen sprechen dafür und welche dagegen und was ist dann am Ende des Tages, welche Argumente überwiegen bei mir. Und da Dunning-Kruger wird halt einfach seinem Namen gerecht. Der Typ ist ein Vollidiot und fertig. Du hast aber einen neuen Ton. Du hast entweder ein neues Mikro oder irgendwas ist neu. Es ist eigentlich wie immer. Ich Ach so, ich sehe es in meinem Laptop. Ach so, boah, Thorsten, klingt ja richtig sexy. Ja, richtig feist, oder? Ja, ja. Ja, also klingt der Thorsten immer bei mir. Das wird immer ganz wirklich. Hi, Dreamer. As wet as like a Kiesluster. Hi, Dreamer. Und das finde ich toll, dass du bei dir die nicht schlimm findest. Da haben wir, glaube ich, letzte Woche Montag schon besprochen. Ich finde die aber katastrophal. Worüber wollten wir mit Thorsten reden? Ich weiß, ging es um das Thema, dass Thorsten, schrieb doch einer, dass der keine Ahnung von Hi-Fi hat. Genau, Thorsten. Ja, hast du keine natürlich. Ahnung von Hi-Fi? Nee, klar. Ja, okay, danke. Schön, dass du da warst. Bis Montag. Okay. Tschüss. Ach, schön, dass du ja, uns nein, ich finde es halt irgendwie Banane. Ich meine, das Argument, wenn man halt keine anderen Argumente mehr hat, kommt halt immer, Thorsten ist in den 90ern stehen geblieben. Nee, von wann ist denn Yamaha 2200? Ja, aber das hast du ja irgendwann mal von dir selbst. Wann ist denn Torrens 403? Von wann ist denn hier so ein New Prime Duck irgendwas? Das ist doch alles aktuelles Zeugs. Also worüber redet ihr denn da? Das ist doch totaler Schwachsinn. Wo gehst du hin? Lass mich das hier alleine? Ja, es geht nicht, ich kann nicht länger aushalten. Na toll. Ja, aber das hast du mal selbst gesagt, besonders hier gerade so bei der neuen Verstärkertechnik. Ich finde, das ist seitdem nicht besser geworden, habe ich gesagt. Das heißt doch nicht, dass ich nicht weiß, was es heute gibt. Das ist doch ein riesiger Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber gibst du denn auch vielen, die hörst du dir auch wirklich alles an? Ja, alles kannst du dir nicht anhören, weil dann müsste ich mich im Hi-Fi-Laden festketten. Also ich meine, das ist irgendwie schwierig. Ja, klar. War auch nicht so auf die Goldwaage gelegt gemeint, aber ich glaube, das hast du sogar in deinem Stream selbst gesagt, ja, von der Klangentwicklung, von der Bauart bist du in den 90ern stehen geblieben, weil du da alles geil fandst. Ich fand's, heute gibt's auch so geiles Zeugs. Und auch bezahlbares, geiles Zeugs. Ja, aber das habe ich auch immer wieder gesagt, dass die positive Entwicklung im Hi-Fi hat stattgefunden, aber im absoluten Low-Budget-Bereich. Und da ist es ja auch tatsächlich besser geworden. Einfach aufgrund der Globalisierung. Wir kaufen halt heute irgendwie den Kram in China und in Taiwan und sonst wo. Taiwan haben wir früher auch schon benutzt, aber Taiwan ist ja deutlich teurer als China. Aber halt durch China, durch Vietnam und so weiter sind halt viele Sachen im unteren Preisbereich. Kleines Hi-Fi ist bezahlbarer und besser geworden. Und überhaupt erst möglich, oder? Teilweise sogar, würde ich sogar sagen, überhaupt erst möglich, genau. So, weil und ein Cambridge AXA 35 kannst du hier für den Preis nicht machen. Und sind wir mal ehrlich. Und das Ding ist der Hammer. Das Ding ist der totale Burner, ja. Auch ja, aber auch Entschuldigung. Auch guck dir diese China-Röhrendinger an. Ja, wie hier meine EL34 Röhrenbutze von Olchen. Ja, das Ding kostet 200 ein paar kleine. Also ich meine, da kriegst du in Deutschland kaum die Röhren für. Also da ist wenn du die Röhren brauchst, kaufst du den Verstärker, schmeißt den Verstärker weg und behältst die Röhren. Dann hast du den Preis, was das in Deutschland eigentlich kostet. Ja, das ist ja total absurd. Also so. Und in dem Bereich hat sich natürlich unglaublich viel getan. Aber guck dir mal das ganze High-End-Gedudel an. Also da tut mir leid. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass sich das alles so wahnsinnig verbessert hat. Ja, High-End-Gedudel müsste man erstmal definieren. Ne? Ich fand jetzt zum Beispiel, ich persönlich, deine Meinung zu Hegel krass. Wirklich, weil ich denke schon, dass die
Man muss es nicht mögen. Ich mag es auch nicht. Aber ich denke schon, dass die wissen, was sie da tun. Und dass die vor allen Dingen wissen, Klar. wie man Verstärker baut. Klar. Deswegen ist da die Grenze von finde ich nicht gut und ist scheiße. Ich finde, da verschwimmt das ab und zu. Dann Naja, kann. okay, pass auf, aber das ist ja irgendwie, natürlich weiß Hegel, wie man Verstärker baut. Also das ist ja keine Frage. So, die Frage ist, und da geht es ja bei Verstärkern in erster Linie drum, wofür baue ich den Verstärker? Weil wir wissen alle, Verstärker, Lautsprecher, das muss eine Kombination sein. Du kannst nicht einfach, nur weil ein Verstärker gut ist, muss der nicht mit jedem Lautsprecher gehen. Richtig. Genau, und wenn du jetzt hingehst und sagst, ich baue einen Verstärker und jetzt habe ich die verrückte Idee, ich möchte den mehr als fünfmal verkaufen. Gibt es ja Hersteller, die so denken. Dann Ja. baust du den ja so, dass der mit möglichst viel Kram funktioniert, den du halt in Hi-Fi-Läden so findest. Du baust den ja gar nicht erst mit dem Ansatz, ich will den so gut bauen, wie ich den bauen kann. Aber wo willst du das wissen, dass die nicht so bauen, wie die denken? Wo willst du wissen, dass nicht NAD die Sachen so baut, wie sie jetzt denken, dass sie klingen sollten, ohne auf die Kosten zu achten? Klar ist, dass die Class-D-Technik jetzt günstiger, das wissen wir alle. Aber vielleicht ist es ja nur vielleicht genauso gewollt und die sagen, boah, finden wir geil. Vielleicht findet auch Hegel die Sound Engine, also quasi den integrierten Computer, das total geil, wie das nachher klingt. Nämlich genauso knochentrocken und relativ, wie soll ich sagen, Nüchtern? relativ nüchtern. Nüchtern ist gut. Ja. Ich glaube, nüchtern Nüchtern ist gut. ist gut, ja. Nüchtern ist gut. Vielleicht wollen die ja den Klang haben, was viele dann wieder schätzen. Weißt du, wie ich meine? Was ist denn hier los? Ja, okay. Also, ich nehme es ja keinem persönlich übel, wenn er jetzt sagt, ich finde, dass ein Hegel total geil klingt. Also kann ja jeder sagen, es ist mir ja prinzipiell egal. Ich habe auch nichts gegen Hegel. Versteht, das Ding ist so gebaut, dass der halt mit 90% der Lautsprecher, die es halt so gibt, gut klarkommt. Und das ist ein nachvollziehbarer, vernünftiger Ansatz, wenn man Stückzahlen verkaufen will. Ja, Aber man aber kann hier ja. kommt dann klar, weil er einfach dann wahrscheinlich gut auch von den Teilen her gebaut ist. Und ich würde mal sagen, Das ist ein Schluss, den ziehst du jetzt aus dünner Luft. Also, wie kommst du darauf? naja, wenn du da reinguckst, da siehst du schon, dass das anständig gebaut ist, finde ich, als Außenstehender. Du Nach kommst welchem einfach. Maßstab? Also ich meine, Ja, aber da dann ist will ich irgendwie, gerne deinen Maßstab wissen. Warum ist dein Maßstab? das ist einfach von einem Bestückungsautomaten zusammengetackert und fertig. So, alles klar. Aber nicht Nein, alle. spricht ja nichts gegen, machen ja viele, aber das ist doch jetzt nicht, dass man jetzt sagt, ah, wie geil. Also ist doch irgendwie, ja. Naja, also allein, also für mich, einen HiFi-affinen, aber ohne viel Ahnung, wenn ich da reingucke und ich sehe einen dicken Ringkern und ich sehe diese Armada an Elkos, dann freut, wo sehe ich das denn sonst noch? Naja, zum Beispiel Klar. auf. Klar hast du dieses Vogelfutter, wie du es beschreibst, von den Bestückungsautomaten. Das wird aber für diese Sound Engine 2 ja auch gebraucht bei Hegel, die ja impliziert haben bei sich im Verstärker, bei ihren Verstärkern. Wieso wird das gebraucht? Das kriegst du doch auch alles in vernünftigen Bauteilen. Nur wenn du die in vernünftig baust, ist das halt viel, viel teurer. Und Ja, die deswegen machen Sound sie es. Engine 2 kannst du nicht ohne Computer machen, weil das ja ein Computer ist, das ist ja ein Programm. Du sprichst jetzt von dem Digitalkram. Ich spreche jetzt von den analogen Verstärkersektionen, die da drin sind. Okay. Ja, So, ich meine, und dieser also auch Hegel. Digitalkram kannst du natürlich mit vernünftigen Widerständen bauen, hat man ja irgendwie früher gemacht, gibt heute noch Hersteller, die dazu tun. Und die klingen dann halt auch entsprechend. So, und wie gesagt, und du kannst auch eine Platine in Bestückungsautomaten schicken und schieben und die fällt dir dann hinten wieder raus nach 4 Sekunden, fertig bestückt und Wiedersehen. Dann hat die 3,90 € gekostet und dann verkaufst du die für 3 Mille und wunderbar. Klar kannst du das machen, warum nicht? Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nur ein Bild der Geschichte. Also gerade um bei Hegel zu bleiben, die bestehen ja aus viel mehr als aus einer Klar, Platine, ja, die natürlich, irgendwie. da sind ordentliche Ringkerntrafos drin, würde ich dir auch zugestehen. Da ist ordentlich Siebungen drin verbaut, auch das ist gut, würde ich dir auch zustimmen. Natürlich, klar.
Ich sage ja auch, ich habe auch nie gesagt, das Ding ist von Grund auf, von vorne bis hinten total kacke und so wird es dargestellt. Das habe ich nie gesagt. Das stimmt. Also, Komm, schmeiß den raus, gegen den kommen wir nicht an. Nein, alles gut. Nichtsdestotrotz hat Thorsten in irgendeiner Form, war er da tätig und er hat ja völlig klar eine Fachkompetenz und kann viele Dinge zu diesem Thema erklären. Deswegen ist seine Meinung ganz genauso berechtigt wie die von jedem anderen auch. Ich glaube auch, wenn du, also ganz ehrlich, weil ich ja Verkäufer bin, auch beruflich, du musst einfach Ahnung von der Materie haben. Ja. Ja, also zumindest mal so eine grobe Idee solltest du haben. Und auch nicht nur von deinem Produkt, sondern von allen Produkten drumherum. Ja, weil du, egal wo du hingehst, du wirst mit allen drumherum immer verglichen. Und warum sollte ich jetzt eine C-Klasse kaufen oder ein, was auch immer, ein Yamaha und keinen Arkan? Ja, wo ist denn da der Unterschied? Aber das Ding ist, ich meine, du hast gerade über Autos gesprochen, du bist Autoverkäufer. Du hast ja jetzt auch nicht Kraftfahrzeugtechnik studiert. Du bist auch kein Maschinenbauingenieur. Nein. Aber mit Sicherheit hast du doch eine Meinung, ich sag mal, zu so einem alten V8 AMG und zu so einer neuen turboaufgeladenen Schaukel mit 2 Liter Hubraum und 400 PS. Da hast du doch eine Meinung zu. Na klar habe ich eine Meinung zu. Du siehst, und das habe ich auch zum Thema... Vorsicht, das eine macht das andere ja nicht schlechter. Denn auf das Auto runtergebrochen, auf der Strecke, hat der damalige V8, auch wenn es Walzen V8 ist, das ist halt dieses Hubraum ist durch Hubraum zu ersetzen. Das wird halt heute auch eindeutig widerlegt. Ne? Ob das jetzt genauso haltbar ist oder sonstiges, sei dahingestellt. Aber rein auf die Daten und auf der, gehen wir mal auf die Strecke, auf Wiedersehen V8, also rein von der Leistungsentfaltung, von der Effizienz. Und sagen dir das die Leute auch, die damit Probe gefahren sind, die wissen, wie der alte gefahren ist? Die sagen dir nämlich, ja, der alte V8 war schon schön. Ja, natürlich, weil es ein V8 ist. Aber die Frage ist, aber was hat dir dann den V8 so gefallen? Ja, das ist ja halt einfach in jeder Lebenslage, du trittst da rein und der hat immer Qualm. Und dann hat so ein Turbo-Ding halt nicht. Das ist sozusagen, wir brauchen jetzt auch nicht die Vor- und Nachteile zwischen V8 und Turbo-Dingern irgendwie zu diskutieren. Aber der Punkt ist, es ist doch was anderes. Und Leute haben doch unterschiedliche Meinungen dazu und sagen, das eine fand ich ganz, ganz toll und das andere ist irgendwie so gebaut, damit irgendwie Daimler da irgendwie Geld spart oder VW oder wer auch immer, das bauen die ja alle mittlerweile so. Ja, die Meinungen sind doch relativ klar bei so einer Kiste. Ja, aus Erfahrung, bis man sowas gefahren hat. Und genau das ist mein Punkt, bis man sowas gefahren hat. Denn Turboloch gibt es seit 20 Jahren nicht mehr übrigens. Oder zumindest seitdem es Batterien in Autos verbaut sind, gibt es das nicht mehr. Und besonders, wenn du dann irgendwie an die 1000 PS kommst bei so einem C63 mit Aufladung und mit Batterie, hast du keinen V8? Natürlich hast du nicht. Diesen Big, ist immer noch ein Small Block, ne? Aber diesen V8-Motor hast du nicht. Das Grollen hast du nicht, das wird dann synthetisch oder das wird einfach konstruiert durch eine Membran im Auspuff. Alles gut. Bis man so ein Teil gefahren ist, weil... dann sieht der V8 rein leistungstechnisch sehr, sehr alt aus. Genau, und das ist ja beim Hegel eine ähnliche Kiste. Du kriegst jetzt mit dem Hegel, kriegst du halt eine kleine viereckige Kiste, die ja auch verhältnismäßig bezahlbar ist, die nicht vier Mann vier Ecken ist und die Leistungsdaten hat, wie damals eine fette Krell oder eine fette Threshold. Und da kannst du irgendwelche gruseligen Lautsprecher dran anschließen, die irgendwie null Wirkungsgrad haben und. Und der kriegt da trotzdem angeschoben. Und das ist ja cool, da er das kann. Ich glaube, dafür steht auch Hegel, weil er dann einfach... Ja, genau. So du machst da dran, was du willst und der treibt da dran. Und das ist cool. Ja, aber was ist dann... gut, jetzt... Aber deswegen klingt der doch nicht automatisch gut. Deswegen ist da noch nicht meine Meinung. Genau, ja, das ist wichtig. Aber vielleicht gefällt ja genau der Klang so viel. Klar, ich meine, genau, das ist ja der Punkt. Wir haben oft darüber geredet, meine HiFi-Reise, ne? T plus A und A1.
Da war ich ja auch überrascht. Und erst dann wusste ich, wovon man redet, wenn man sagt, die TA hat nie eine Rolle irgendwie in der High-End-Branche gespielt. Ja, bis auf die Lautsprecher stimmt es ja auch. Also der Lautsprecher von denen war ja mal ultra populär. Aber bei was die Elektronik angeht, stimmt es ja auch. Weiß man erst, wenn man es verglichen hat. Ne? Und diesen Weg bin ich gegangen und da kann ich jetzt zustimmen. Aber Fakt ist doch, wenn man erstmal da ist, und es einem gefällt, dann man kann ja nicht immer so weit nach vorne schauen und sagen, ja, aber vielleicht gibt es ja so viel Besseres, sondern man ist zufrieden mit dem Ding, was man hat. Man findet es Piet, gut. aber das ist bei mir ist das ein grundsätzliches Ding. Mir ist das vollkommen egal, ob sich einer einen Hegel kauft, da irgendeine dünne Audio dran hängt und dann durchs Wohnzimmer tanzt und sagt, hui, ich bin so zufrieden, das soll jeder tun. Das ist mir ja total egal. Aber ich sage halt, und das ist meine Philosophie, geht sozusagen zu dem rohen Hi-Fi, wenn ich das mal so nennen darf, geht mal zu dem etwas roheren Hi-Fi zurück. Was heißt Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, Verstärker mit wenig Leistung und und. Weil das macht eine ganz andere musikalische Welt macht das auf. Das ist meine Meinung zum Thema. So, und Ja, wenn ich das jetzt mit Autos vergleichen würde, wenn ich das jetzt mit Autos vergleichen würde, würde ich halt sagen, kauf dir keinen Golf, kauf dir keine A-Klasse, sondern oder AMG irgendwas Heckmeck-Ding, sondern kauf dir halt, ich sage es mal, ein Ariel Atom oder kauf dir halt ein Radical oder sowas. Ja, wo du so eine 500-Kilo-Kiste hast mit 300 PS drin. Weil dann pfeffert dir richtig ja, das Blech weg. Und aber dann ist genau das dazu. Hi-Fi, worüber ich Hi-Fi-mäßig spreche, ist das äquivalent dazu. Und du Kommt auf sagst mir an, die ganze Zeit, ja, genau hier Turbomotor ist aber was du toll. haben willst. Das kannst du so nicht sagen. Es kommt darauf an, was du für ein Ergebnis haben willst. Du kannst auch eine alte S-Klasse für 8.000 Euro kaufen und die fährt alles an die Wand. Aber ganz anders als ein alter Abarth, der weniger kostet und viel schneller ist und viel wendiger und sonstiges. Es ist halt eine völlig andere Welt. Genau, aber das Ding ist, dass ich halt dann an der Stelle sage, pass auf, du brauchst so eine neue S-Klasse mit Riesentheater nicht, weil nimm dir die alte S-Klasse für 8 Mille, das Ding fährt genauso gut und kostet halt nicht mal 10%. Und das ist mein Ansatz. Und dann sagst du mir, du bist halt in den 90ern stehen geblieben und das bin ich nicht. Ich weiß, wie das neue Zeugs fährt oder wie das schmeckt. Genauso gut fährt die alte S-Klasse nicht, auf gar keinen Fall. Nein, keine Chance. Gerade vielleicht da, vielleicht ist es bei HiFi anders, aber gerade da im Thema in diesem Bereich. Vielleicht ist das bei einem neuen, was ist so ein High, also, wenn man ein High-End-Verstärker, wirklich top-notch, keine Ahnung, kenne ich nicht. Top-Notch, sagen wir mal so ein D'Agostino. Die werden ja ziemlich hoch gehypt. So, genau, so ein D'Agostino, ich weiß nicht, ob der jetzige genauso gut klingt wie der von 30 Jahren. Ja, keine Ahnung. Aber die Entwicklung zeigt mir und auch das Fahrgefühl und alles, natürlich ist eine alte S-Klasse von 30, 40 Jahren ein Riesenauto für kleines Geld im Vergleich zu damals den Autos für dieses Geld. Eine alte S-Klasse kann im Automobilbereich, wir sind in Mit Autos ist es halt schwierig, weil das Zeugs halt faktisch besser geworden ist. Deswegen ist es so. Und, aber bei Genau. Hi-Fi ist es halt eben nicht faktisch besser geworden. Das ist der Punkt. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist das bei Hi-Fi nicht besser geworden, sondern meiner Meinung nach ist das schlechter geworden, billiger hergestellt und dafür wird es teurer verkauft. Wenn ich so über alles. Und da gibt es jetzt einige Produkte, die aus diesem Schema ausbrechen, wo ich denke, die sind ganz toll. Aber das sind nicht besonders viele Produkte, wo ich denke, dass sie aus dem Schema ausbrechen. Was ich sehe, ist, ich kriege immer schlechteres Zeugs für immer mehr Geld. Das ist das, was ich so als Entwicklung sehe. Das ist der Trend. Okay. So, und wie gesagt, und wenn ich in so einen Hegel reingucke, dann sage ich, ja klar, ich verstehe, warum das Ding so gebaut ist. Ich verstehe, was der sozusagen als Zielgruppe, als Markt irgendwie hat und und. Und natürlich gab es auch in den 90ern schon scheiß Hi-Fi, auch das gab es. Also in den 90ern war auch nicht alles total supi, überhaupt nicht. Also ja, da gab es genauso viel Mist wie heute auch. Ich sage nur, dass die guten Sachen von damals, ja, die sind heute immer noch super. Ja, aber ich glaube, da können wir uns im Die sind Kreis auch nicht wieder. überholt worden. Die gibt es auch nicht in besser.
Wie gesagt, ich nehme da jetzt explizit von aus, im absolut unteren Einsteigerbereich, weil wir in der Lage sind, günstiger zu produzieren. Mhm. Aber ja. Ja, also ich finde das echt viel. Man kann sich da wirklich im Kreis drehen, aber es ist. Ich weiß es nicht, ob deine Meinung, meine Meinung und also deine Meinung. Ich finde das so extrem subjektiv, um zu sagen, früher war im Verstärkerbau alles besser. Nein, nicht alle, ja, nicht alles. Nein, es ist. Ich habe auch gesagt, es gab auch früher Scheißsachen, aber die guten Sachen waren besser als heute die guten Sachen. Preis oder mindestens genauso gut. Mindestens genauso gut oder besser, ja, genau. Und das aber machst du abhängig vom Preis, weil das heute alles viel zu ich finde, ich sage es mal, wenn ich über für richtig teuer High-End-Zeug spreche, ich sage es mal, Jeff Rowland aus den 90ern ist, das ist nie besser gebaut worden als das großes Transistorgrab. Oder Shindo aus den 90ern als Röhrending ist nie besser gebaut worden danach. Oder was weiß ich, irgendwie Shallow oder das, ja, das bringt man, das ist nicht besser gebaut worden. Das, stell das Zeugs heute hin, stell was Aktuelles dagegen und du wirst in den meisten Fällen sagen, ach du Scheiße. Halt, ja. Ich bin da halt ist viel schwierig, weil ich... Also ich muss schon sagen, ich habe ja viele Jahre den Revox gehabt. Plattenspieler. Den Plattenspieler. Kein Verstärker. Kein Verstärker. Mhm. Ich habe das Tape-Deck. Musst du jetzt auch mal fort? Nee. Und ich habe das Tape-Deck und ich muss sagen, das Ding ist Baujahr 1977, der Plattenspieler, und der hat mir viele Jahre, über viele Jahrzehnte, sehr gute Dienste geleistet. Und deswegen, was machst du da? Weil ihr jetzt sehen könntet, was der macht. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde halt auch neuere Sachen. Ich hatte jetzt einen Vergleich in bestimmten Komponenten, wo ich echt gesagt habe, da gibt es massive Unterschiede und preislich tun die sich da gar nicht so weh. Also ich bin da echt zwiegespalten. Aber dieser Revox oder eine Bandmaschine aus den 70ern, warum muss denn eine Bandmaschine aus den 2020ern schlechter klingen? Weil es anders gebaut wurde oder effektiver oder woanders oder mit anderen Bauteilen, ich weiß es nicht. Du hast damals, ich habe immer dieses Beispiel von Grundig, als sie 1980 einen Walkman von Sony aufgemacht haben. Da war Plastik fantastisch und da haben die gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Die sind meiner Meinung nach viele Dinge früher qualitativ besser gebaut worden und auch langlebiger gebaut worden. Also wenn du mal so eine A77 auseinander nimmst, da bist du echt positiv überrascht über die Art und Weise, wie die Technik verbaut wurde, wie man darauf geachtet hat, wirklich qualitativ hochwertig und langlebig zu arbeiten. Zieht sich bei Revox ja komplett durch. Siehst du, Thomas, sehr gut. So, und vorweg nochmal, die kriegt man nicht für ein paar hundert Euro. Aber, nichtsdestotrotz sage ich halt auch so neue Sachen. Ja, finde ich halt klanglich auch okay. Also, als ich jetzt meinen Schallplattenspieler gewechselt habe, weil ich auf dem Revox nichts mehr upgraden konnte und wo mir dann der Verkäufer sagte, verständlich, neue Sachen sind auch gut, muss ich sagen, ich war jetzt auch bei einigen Dingen positiv überrascht. Ja, ich weiß nicht, was du machst. Okay, ja. Ich bin da total zwiegespalten, weil ich halt, wie gesagt, die alte Welt kenne und wie qualitativ hochwertig ich mal gearbeitet habe. Ich sage es mal, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, mit dem Revox Plattenspieler, den schätze ich ja jetzt nicht klanglich so besonders hoch ein. Da denke ich, da ist ein bisschen Luft nach oben. Jetzt hast du natürlich ein Upgrade gemacht, was direkt in einer vollkommen anderen Liga ist. Aber hast du dir mal, ich sage jetzt mal, relativ günstige Plattenspieler, jetzt meine ich nicht 500-Euro-Dinger, aber ich sage es mal, was so 1.000, 2.000 Euro kostet. Hast du das mal gegen deinen Revox gehört? Ja, habe ich. Der Revox hat gewonnen. Was? Für mich, deine Meinung. Genau. Ist eh immer alles unsere Meinung. Also, ehrlich, du fandst deinen Revox besser als so ein aktuelles 2.000-Euro-Ding? Ja, also ich habe hab ja im Revox drauf gehabt, einen Audio-Technica VM740 ML. Mhm. An der Bodenplatte habe ich modifiziert. Und den habe ich soweit, also das alles, was da noch passte, war quasi die Außenhülle. Es war eine neue Platine für die Steuerung drin und so weiter. Der Tonarm wurde nochmal mit anderen Gewichten ausgelegt. Also da, wo ich das habe aufrüsten lassen, die haben gesagt, wenn sie den mal verkaufen wollen, was ich nicht tun werde, weil es von meinem Vater ist, also unter vierstellig sind wir da nicht. Plus,
Klanglich war der für mich, war der toll. Man, ganz nebenbei von dem vielen Komfort, den der geboten hat für mich. Finde ich erstaunlich, okay. Und auch das ist alles seine Berechtigung. Ganz genau. Aber genau das gleiche kannst du auf die Automobilbranche sagen. Du kannst ja nicht sagen, dass ein alter Strich 8er besser gebaut wurde als eine neue S-Klasse, weil es ist einfach nicht vergleichbar. Ja, ein Strich 8 muss halt mit der C-Klasse vergleichen. Okay, ist das aber ist egal. Aber das alle 3 Tonnen wiegt und rostet wie die Sau, ist der besser gebaut. Zu der damaligen Zeit war das Nonplusultra. Aber du, wenn du es dir jetzt in jeder Form, cooles Faktor abgesehen, weil da kommst du nicht hin. Das war ein schöner Strich. Aber auch nur zu der heutigen Zeit. Ja, damals gab es auch viele. Hier, da gab es auch noch keine Servolenkung. Weißt du, dass ein alter Strich 8 30% weniger wiegt als ein neuer Golf? Weißt du, dass er 120% mehr verbraucht als ein neuer Golf? Kann sein, ja. Also das ist so die Sachen, wo ich sage, okay, da lässt man ein paar Sachen außen raus, die einfach Entwicklung mit sich bringt. Ja, das kannst du heute einfach nicht mehr vergleichen, denke ich. Womit willst du einen Strich 8er oder eine schöne Königin hier, Citroën, vergleichen? Womit willst du das denn gleichsetzen? Du kannst sagen, ja, damals war das State of the Art, die Königin war State of the Art. Ja. Es gab nichts Besseres. Das war vom Fahrwerk unfassbar. Das kriegen heute die Autos nicht hin. Trotzdem ist er ja nicht besser gebaut. Nee, war halt auch eine Rostlaube und. Also jetzt DS hin oder her kann man toll finden oder nicht. Aber ich finde, bei Autos zum Beispiel haben die damals viele Sachen sehr, sehr richtig gemacht und sehr, sehr gut gemacht. Die haben auf ein paar Sachen geachtet, die halt einfach cool waren. Und natürlich ist die Technik weiter fortgeschritten, klar. Ja, aber wenn ich heute halt einen Golf sehe und das Ding wiegt 1,5 Tonnen, da denke ich, die haben nicht mehr alle auf dem Zaun. Und wenn ich mir einen Golf 1 angucke und das Ding wiegt, ich weiß nicht, 750 Kilo, dann denke ich, ja, geil. Ist aber auch die Hälfte von einem neuen Golf, ne? So, und trotzdem fährt ein neuer Golf halt irgendwie, weiß nicht, 250 und der alte GTI fährt 185. Klar, du hast recht, so kann ich das nicht vergleichen. Aber ich finde einfach, das Ganze entwickelt sich in eine Richtung, wo ich denke, ist nicht geil. Ist einfach nicht geil. Deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach. Wie immer ist alles meiner Meinung nach. Ja, richtig. Aber genau das, was du gesagt hast, ich finde das genau das Wichtige. Aber die Ansprüche von vielen und auch an den Golf haben sich einfach mit der Zeit entwickelt. Der Golf ist auch einen Meter länger als damals. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Oder über einen Meter. Das ist einfach über fast 40 Jahre jetzt oder 50 einfach... 50 schon fast. Ach du lieber. Wir denken gar nicht drüber nach. Ja. Das ist einfach. Deswegen denke ich, du kannst nicht alles vergleichen. Früher war alles besser, ist sowieso so ein schwieriges Thema. Nein, aber das sage ich ja auch nicht. Aber nein, das habe ich nicht gehört, dass du das sagst. Aber ich finde das halt schwierig, weil früher war alles besser im Vergleich zu was? Zu jetzt? Früher ein Unfall mit einem Audi 100 mit Procontent hätte ich mit 80 nicht überlebt. Heute baller ich mit einer S-Klasse 200 gegen und komme dann noch lebend raus. Also als Vergleich, was ist denn jetzt besser, weil es cooler war? Oder weißt du, jetzt auf Autos bezogen, ja, hat die wenigstens zu tun. Aber ich finde, das gibt so viele verschiedene Gewichte. Beim Auto ist es schwierig, weil, wie gesagt, da gebe ich auch zu, die haben sich halt an vielen Stellen halt tatsächlich verbessert und die haben sich an anderen Stellen verschlechtert. Aber bei Hi-Fi sehe ich es halt nicht so. Also sag mir eine positive Entwicklung im Hi-Fi der letzten 20 Jahre. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Preisentwicklung. Ja, Preisentwicklung im unteren Bereich, habe ich jetzt 5-mal gesagt. Aber jetzt davon ab. Ja. Das ist dann der Globalisierung geschuldet, nicht der Entwicklung. Ich kenne vieles von früher und ich habe es einfach nicht gehört. Auch der Vergleich mit dem Ur-A1, Ur-A gesagt, der war besser abgestimmt. Weiß ich nicht, ob der besser abgestimmt war. Ich habe den Ur-A1... Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also da sagen auch einige, dass der neue A1 besser klingt. Also keine Ahnung, das ist, ja. Ja, und so wird es auch bei den Entwicklungen sein. Ich glaube, du hast aber auch, wenn du quasi aus diesem Zeitalter kommst, andere Hörgewohnheiten, als wenn jetzt jemand, der 30, 40 ist, in dieses Thema einsteigt, wird er auch wieder andere Hörgewohnheiten haben. Dann kann es natürlich sein, dass jemand sagt, mir gefallen die Sachen von früher besser und der andere sagt, mir gefallen die Sachen, die vom Klang her heute besser. Das kommt ja auch immer auf deine Hörgewohnheiten an. Ich,
Aber ich rede jetzt nicht von Vintage-Sound. Ich meine, das ist ja dann nochmal ein ganz spezielles Thema. Ja, aber wenn ich jetzt Revox auf dem B790 von 1977 über Jahrzehnte gehört habe, ist das dann Vintage-Sound? Nee, eben nicht, weil Revox zum Beispiel würde ich niemals als Vintage-Sound bezeichnen. Warum denn nicht? Also weil ich kenne ihn, ich habe den noch nicht gehört. Keine Ahnung. Ich hätte ihn dir ja mitbringen können, wollte ihn ja nicht, als dein Riemen abgerissen ist. Habe ich angeboten. Ich bringe dir hier meinen super tollen... So viel zum Thema neue Technik. Aber ich glaube, das war Anwenderfehler. Ja, aber früher ist auch ein Riemen abgerissen. Mit Sicherheit. Ja, also, passiert. Du musst ja sehr wahrscheinlich mit den Anwendern, die damals waren, ja auch da. Du kannst auch deine Rebox nicht mit einem Standard-Rebox vergleichen, den man jetzt kaufen kann. Das geht halt einfach nicht. Nee. So. Aber die haben jetzt einen neuen rausgebracht, den fand ich aber nicht so gut. Ich weiß. Ich habe den mehr angehört, da war ich jetzt gar nicht begeistert. Mit internem Phono-Vorverstärker. Mit allem, und dann sitzt du da und denkst so, was willst du mir denn jetzt hier verkaufen? So, wir sind bei Musik und den heute... Ich glaube, das ist das subjektivste Thema, was man nie hat. Total. Das fängt ja hier schon, nur als Beispiel, das fängt ja hier schon an. Und ich hoffe, wir haben ja gesagt, man ist ja nie böse aufeinander, wenn man sowas sagt. Ich habe sie auf Dings gehört. Ich habe sie auf Spotify mir angehört. Ich habe sie gar nicht gehört. Und wie ist deine Meinung? Meine Meinung ist, Peter hat vollkommen recht. Tut mir leid. Also das, auch wenn er sonst von Hi-Fi keine Ahnung hat, aber bei der Platte liegt er richtig. Der zweite Song, oder? Das ist unglaublich. Das ist fürchterlich, es ist total daneben. Also, aber da ist ja alles auch irgendwie leicht angezerrt. Also auch das Saxophon ist leicht angezerrt, das Klavier ist insgesamt total hot aufgenommen. Aber die Gitarre, ich meine, das Verzerren kommt natürlich aus dem Verstärker und nicht, weil sie es beim Mastern übersteuert haben, aber es klingt nur scheiße, also finde ich auch. Genau, und das ist wieder, die anderen sagen, es ist historisch korrekt, wunderbar. Und das machen wir auch nicht. Wenn es euch genauso gefällt, ist doch schön. Es ist ja alles gut, ihr liebt die Platte toll. Ich für mich finde sie unhörbar, und das erkläre ich auch, weil mein Kopf immer sich auf diese Verzerrung fokussiert. Und alles, ja, vor allem, weil sie ätzend zerrt. Weil das Ding ist ja nicht, dass die Gitarre zerrt. Bei AC/DC regt sich ja auch keiner auf, dass die Gitarre von Angus Young verzerrt. Aber weil das ordentliche, vernünftige Röhrendistortion ist und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, dass die da so ein Transistor-Amp zerren lassen. Das klingt nur kacke. Also es ist so richtig so bäh. Das ist so richtig, es ist so ein Zerren, dass du denkst, dein Hochtöner hat was abbekommen. Ja, genau. Fürchterlich. Dein Ohr hört nur auf dieses Schrink, dieses, und du denkst, da geht was kaputt. Das ist also nicht genauso wie AC/DC verzerrt oder irgendwie aufgedreht. Nein, es übersteuert einfach. Ja. Ungemein. Also ich werde mir diese Platte von dir ausleihen und dann werde ich sie... Die geht jetzt an einen Zuschauer. Ja. Du kannst sie hier auf diesem High-End-Teil hören. Nein. Das wird dieser... Ja. Da wirst du es auch hören. Ich meinte ja auch in dem Video, auch digital hörst du es. Dass das so sein soll, ist alles gut. Das ist eine ganz andere Geschichte, Leute. Das ist immer... Sowas nicht persönlich nehmen, wenn jemand erzählt, wie er etwas empfindet. Eine Boys-Fettecke ist auch historisch, die möchte ich trotzdem nicht im Wohnzimmer haben. Eine was? Eine Boys-Fettecke. Kennst du nicht Josef Beuys, der Künstler? Ja. Und der schmiert dann so ein Pfund Fett an der Wand und sagt, das ist Kunst. Und da möchte ich trotzdem nicht im Wohnzimmer haben. Ja, okay. Genau. Nur weil es Kunst ist. So, und das ist alles, ich finde generell, also ich mag die Diskussion, weil die ja antreiben, auch alles, was wir machen, treiben genau diese Diskussion an. Aber gleichzeitig nach wie vor, wenn es euch gefällt, was ihr hört, Leute, dann seid ihr in der glücklichen Lage, das genauso zu haben. Nur auch darüber haben wir gesprochen. Hört man einmal ein weitaus teureres Produkt, ist der Schritt zurück schwer. Ja. Also das kann ich durchgehend bestätigen, als ich hier war und diesen Player gehört habe. Das ist so ein massiver Unterschied, wo du echt denkst, boah, das klingt gar nicht gut. Jetzt muss man es aber wieder, und da hat der Peter vollkommen recht, unter der Perspektive sehen, du bist Einsteiger oder neu in dem Thema oder du kannst dir einfach auch da nicht mehr an der Stelle kaufen, dann ist das dann auch okay. Das Ding ist, ich glaube halt, mittlerweile, es ist ein Glauben, es nicht Wissen, aber ich glaube sozusagen, du musst vom besseren Gerät kommen,
um dann die schlechteren Geräte vernünftig sortieren zu können. Also es gibt ja durchaus, wie sage ich das jetzt, einfachere, ich will jetzt nicht von schlecht reden, es gibt ja durchaus einfache Geräte, wo du dich davor setzt, auch wenn du eine Ultra-High-End-Anlage hast und sagst, ach Mensch, das spielt aber echt gut. Ja. Ja, so, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, so ein Rega P3 dir irgendwie ranholst und baust dann ordentlichen Tonabnehmer ein, dann kannst du auch einen fetten Einstein-Player haben, da wirst du trotzdem sagen, das Ding spielt aber gut. Ja. Weil dir klar ist, ja, das kostet halt eben nicht irgendwie eine Mördermark, aber das ist ein gutes Ding. So, und aber du wirst bei anderen Dingern wirst du sagen, ja, das spielt aber jetzt, weil du weißt, wie es richtig klingen müsste. Ja, meiner Empfindung nach. Ja, das ist ja so. Deswegen habe ich gesagt, ich kann den, ich sag's nochmal, die Preisklasse 500 Euro nicht schlecht reden und vor allen Dingen nicht in Vergleich setzen mit 10.000 Euro. Das funktioniert nicht, weil dann, klar klingt der im direkten Vergleich fast schon schlimm. Das wird bei der Plattenwaschmaschine. Ja, aber das ist das Ding. Ein Rega klingt nicht schlimm. Wenn du ein Rega P3, wie gesagt, mit einem ordentlichen Tonabnehmer jetzt drauf, stellst du neben Michas Ultra Einstein oder gegen Nadines Halb-Ultra Einstein. So, und dann sagst du. Hast du einen Einstein? Weißt du, brauchst immer dieses Weiße. Ja, genau. Und dann stellst du so einen Rega daneben und sagst, ja, der kann das, was der Einstein kann. Das spielt aber trotzdem klasse. Und der klingt nicht wie kaputt. Und dann stellst du ein Dual daneben und denkst, ja, der klingt jetzt wie kaputt. Deiner Meinung nach. Natürlich meiner Meinung nach. So. Aber wenn du dich selber noch in der Dual-Rega-Klasse bewegst und ein vernünftiges Ding noch nie gehört hast, dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, ja, ich bin mit meinem Dual auch zufrieden. Oder was die Leute da halt immer so sagen. Und das ist halt, genau das ist wichtig. Und ich finde, die Differenzierung muss man sich beibehalten. Weißt du, zu wissen auch, okay, das klingt jetzt nicht wie ein Einstein, um bei dem Thema, bei der Preisfrage zu bleiben. Also so ein Halb-Einstein oder den Ultimus-Stein? Nee, den Halb-Einstein klingt das auch nicht. Aber es klingt für das in dieser... Für das Geld spielt das super. Und da springen mir die Fehler auch nicht direkt entgegen. So, und ich sage es mal, ich reite jetzt auf diesen Dual rum, weil mir das gut gefällt und möglichst viele Leute triggert. Ja, du machst so ein Dual an und dann hörst du als erstes mal die ganzen Platinen da vor sich hinrappeln. Und da denkst du, wollen die mich verarschen? Und dann hast du halt den Effekt, hast du halt bei einem Rega nicht. Der Rega macht dann vielleicht nicht den ultimativen Bass, wie das ein Einstein kann, und der hat vielleicht nicht die ultimative Ruhe, aber dann ist keine Rappelkiste. Und ein anderes Ding ist halt die totale Rappelkiste. Aber du musst das erstmal hören, was das bedeutet, ein wirklich ruhiges Laufwerk zu haben. Wenn du das noch nie gehört hast, dann kannst du das nicht einschätzen. Dann sagst du, ja, wie bei meinem Dual höre ich keine Platinen rappeln, bist du doof. So, bist du was anderes. Schöner Klang ist immer subjektiv. Ja, auch das, aber... Reden wir ja nicht über schönen Klang, sondern da reden wir, dass er irgendwelche Geräusche macht, was keine Geräusche machen sollte. Ich komme jetzt direkt, und zwar seit einer Woche, von 7.000 Euro auf 550 Euro. Direkt hintereinander. Der Schock ist gewaltig. Klar, weil du erstmal ein richtig gutes Lautwerk hier gehört hast. Dennoch, finde ich, muss es wichtig sein, einschätzen zu können, dass der 500 Euro in seiner Klasse vernünftig spielt. Aber natürlich gegen sowas überhaupt nicht anstecken, in keinster Weise, weil du, wenn du das einmal gehört hast, gibt es keinen Weg zurück. Ja, das ist ja wie Trabi, ohne da jemanden nahe treten zu wollen, und S-Klasse. Beides fährt, ne? Ja, beides fährt, beides bringt dich nach Paris und wieder zurück. Ja. Es kommt halt auf die Feinteile an. Und es gab ein paar Millionen Leute, die mit dem Trabi total zufrieden waren. Ja, die kannten auch nichts. Aber trotzdem würde ich das Ding nicht als gutes Auto bezeichnen. Touché. In einem Autobusiness, touché. Naja, ja. Auch wenn du die Leute bis nach Polen gebracht hast, ist egal. Also, das ist mir einfach egal. Ja, ich fand die Herstellung etwas kritisch, weil da viele Menschen wohl Krebs bekommen haben, weil diese Pappe gemischt da wohl. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit einem aktuellen GLC und einem Lada Niva. Ja, beides wird immer noch produziert, beides sind tolle Autos, für sich allein genommen. Du kannst sie halt einfach nicht vergleichen. Wenn du einmal GLC fährst, findest du einen Lada Niva, du findest ihn urig, du findest ihn original, du findest ihn toll.
Aber das sind halt aber es ist irgendwie ist die Zeit vorbei, sozusagen. Genau. In dem Fall kann man sagen, die Zeit ist einfach vorbei. Das hätten wir in den 70ern noch akzeptiert, aber heute nicht mehr. Und ich muss, um da komplett mitreden zu müssen, um das vielleicht abzuschließen, muss ich mal, wenn es irgendwann mal genehm ist und bei dir passt, mal vorbeikommen und mal deinen kleinen Klangeindruck, was du, wie du hörst, einfach mal mir einverleihen. Ja. Du wirst ja daheim etwas haben, womit du zufrieden bist. Ja. So. Ja, das war jetzt aber nicht überzeugend, Thorsten. Nee, ich habe im Moment auch nichts, womit ich zufrieden bin. Meine JBL ist leider kaputt, die muss recon werden. So, meine Monitor 1 steht immer noch beim Olli. Also von daher bin ich im Moment so oberglücklich nicht. Ich höre im Moment mit einem Lautsprecher, der sehr Hi-Fi-mäßig ist. Der ist nicht schlecht, aber der ist sehr Hi-Fi-mäßig. Also im Moment gibt es hier so richtig zum Jubeln, klingt das bei mir nicht. Okay, dann warten wir noch ein paar Monate, bis du das hast und du sagst, weißt du was, komm jetzt mal vorbei und dann hören wir mal. Ja. Weil nur dann kannst du ja dann sagen, okay, Mensch, wenn du sagst, das ist Technik von vor 40 Jahren, das klingt so, und jetzt vergleich das mit dem, was du kennst, dann kann man natürlich auf Nenner kommen. Ne? Ich hätte dir damals den NAD, den 3020, mit dazu schicken sollen zu dem Cambridge. Weil dann hättest du mal so einen direkten Vergleich machen können zwischen einem Produkt, was halt irgendwie 400 D-Mark gekostet hat in den 80ern. Und halt ein Ding, was irgendwie, ich glaube, 350 oder so kostet der AXA heute. Okay. So, und dann wäre spannend gewesen. Absolut. Kennst du den Unterschied? Ja klar, ich habe das ja hier gemacht, den Test. Ist das also habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ja, ist das ein gewaltiger Unterschied? Oder ja, der war wirklich krass. An dem richtigen Lautsprecher. Wahrscheinlich treibt der AXA 35 mehr und besser an, oder? Nee, ich habe die alle an der Acoustic Energy, an der ganz kleinen Acoustic Energy getestet. Genau, der A100. Ja, genau, und die kannst du ja mit potenziell allem antreiben. Die ist ja extrem genügsam. Ja. So, Leute, wir stoßen. Wir könnten, glaube ich, bis 12 diskutieren. Ich finde das spannend. Ja, wir könnten jetzt wir machen jetzt noch die 3 Stunden voll und dann verabschieden wir uns erstmal. Das ist eine schöne Frage. Wie darf ich mir Hi-Fi-mäßigen Klang vorstellen? Klang, wo du sagst, du hörst was und es bewegt dich. Aber das ist eine schöne Frage. Was ist Hi-Fi-mäßiger Klang? Hey, genau, ich finde, da bist du zu allgemein, Nadine. Weil Hi-Fi-mäßiger Klang, das für mich, wie ich jetzt Hi-Fi-mäßigen Klang empfinde, ist, du hast eine Stereoanlage, die in der Lage ist, ein gewisses Frequenzspektrum wiederzugeben. Ja, die macht irgendwie Bass, die macht Hochton, die zingelt, die macht Wumm, alles supi. So. Und weil ich unterscheide ja total gerne, dass ich sage, das und das klingt ganz toll, aber das hat mit Hi-Fi überhaupt nichts zu tun. Was ist deine Definition nach Hi-Fi? Ich sage ja, Hi-Fi ist, ja, du hast ein gewisses Frequenzspektrum, das macht Zing, das macht Bumm, alles wunderbar. So, und dann gibt es aber eine andere Kategorie, die macht nicht Zing und Bumm, die spielt vielleicht nur aus der Mitte raus und so weiter und so fort. Die ist nach Hi-Fi-Maßstäben vielleicht totaler Kernschrott. Die macht aber total geile Musik. Also wie deine JBL-Boombox. Nee, ich glaube eher wie der NAD 3020. Der 3020 ist auch Hi-Fi-mäßig. Aber wie eine JBL Boombox zum Beispiel, ja genau, das würde ich in so eine Kategorie packen, das ist nicht Hi-Fi. Aber da gibt es ja auch andere Dinger, so irgendwelche Breitbänder oder so. Die haben mit Hi-Fi natürlich überhaupt nichts zu tun. Oder die Lautsprecher, die hier im Hintergrund vor mir stehen, das ist von Hi-Fi so weit entfernt wie, ne, weiter weg kann das nicht sein. Das macht aber was ganz anderes. Das spielt nicht wie Hi-Fi. Also ich musste dahingehend zustimmen. Ich habe es ja erlebt vom TA an den A1. Genau, hier der Ball, Balladal schreibt gerade hier Royen, Rondo, ne, der ganze A23-Zeugs, genau, Petit Hummel, genau so ein Zeugs. Genau das meine ich. Genau davon habe ich gesprochen. Das ist nicht Hi-Fi im klassischen Sinne. Das macht was ganz anderes. Aber das involviert dich in die Musik auf eine Art und Weise, wie du das von Hi-Fi nicht gewohnt bist, wie das Hi-Fi nie können wird.
Ist denn jetzt für mich persönlich, also das ist eine Frage von mir, ist denn jetzt der aktuelle A1 Hi-Fi oder einfach nur gutes Zeugs? Nee, ist Hi-Fi, ist klar. Hi-Fi. Ja, Hi-Fi muss ja nicht scheiße sein, deswegen. Nein, das habe ich nicht. Aber dann ist eine unterschiedliche, das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Du kannst halt dieses Zeugs, wo wir gerade von gesprochen haben, Royen, Rondo und so weiter, das kannst du einem Einsteiger nicht verkaufen. Da sitzt ein Einsteiger, sitzt davor und sagt, du hast doch den Knall nicht gehört. Bei dir stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Der will das im Leben nicht haben. Und dann fängt der Einsteiger an und kauft sich die erste Anlage und die zweite und die dritte und die fünfte. Und nach der fünften gibt er entweder auf oder das Thema lässt ihn nicht in Ruhe und der macht weiter. Und dann kommt er irgendwann dahin. Den Weg musst du gehen. Um zu wissen, was du willst, finde ich genau. Genau, du kannst das nicht abkürzen. Aber dieses Zeugs, da landest du hinterher, wenn du mit diesem ganzen Hi-Fi-Gewickel durch bist. Wenn dir das alles nur noch auf den Keks geht. Du hast eine Anlage für eine 500.000 da stehen und denkst, das spielt total ätzend. Dann landest du hinterher bei dem Zeugs, was nicht mehr Hi-Fi ist. Aber das ist unter Hi-Fi-Maßstäben ist das gruselig. Das muss man halt dazu sagen. Mhm. Geil. Also ich denke, wir könnten bis morgens um 5 streamen. Definitiv. Hier. Wir haben jetzt die 3 Stunden Hammer. Voll. Alter. Danke, Thorsten, dass du dich der Diskussion gestellt hast. Hättet ihr mich nicht so gedrängt, wäre ich nicht hochgekommen, muss ich jetzt dazu sagen. Ja, aber Thorsten, mir ist das wichtig, wenn da einer was sagt. Ich würde den Teufel tun, über jemanden sprechen, wenn nicht jemand die Person nicht anwesend ist und was dazu sagen kann. Das ehrt dich. Nee, aber das ist mir ganz. Wenigstens dich, mich nicht, aber dich halt. Ja, das geht nicht. Du kannst dann, das mache ich nicht. Deswegen vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, wir machen jetzt den Stream zu. Vielen Dank an die, nach 3 Stunden. Ich bin auch ein bisschen, ich muss gleich noch fahren. Ja. Ich brauche davon noch einen. Ja. Danke ich euch sehr für alle, die anwesend waren. Der nächste Gin Tonic wird auf jeden Fall kommen. Großen, großen Dank an den Thorsten. Nächste. Ja, denke ich. Reden wir mal über Hi-Fi. Reden wir mal über. Mach was anderes. Reden wir mal Hi-Fi und Soulwind. Genau. Und deswegen gute Nacht an alle. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Vielen Thorsten. Dank an alle. Thorsten. Keiner ist böse. Keiner wird böse. Nein. Also, alles gut. Das ist ganz wichtig. So, habt einen schönen Abend. Ich glaube, Luca ist noch dran. Wer nicht genug hat vom Streamen, beim Direct Drive direkt rüber zu Luca und schaut euch seine neue Frisur an. Danke euch, es lebe Snake, das Abschiedswort für heute. Tschö.